Wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen bei Radio Emergency. Heute Abend, Mittwoch, der 20. Juni 2018, die 28. Ausgabe unserer RE-Wochenshow, die quasi wöchentliche Talkrunde, in der wir die großen Geschehnisse der Menschheitsgeschichte mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen oder auch einfach nur so über den alltäglichen Wahnsinn quatschen, der so vonstatten geht. Ich bin Mirko, ich freue mich riesig auf die Sendung heute Abend. Wir haben einen sensationellen Gast am Start mit sehr interessanten Themen, möchte ich sagen. Erstmal begrüße ich die üblichen Verdächtigen aus dem Radio Emergency Team. Zum einen haben wir da den Mann, der dafür sorgt, dass im Hintergrund die Technik läuft, der Bezwinger der Elektrolurche, unseren Mr. Der Deggel. Deggel, alles im Griff in Braunschweig bei dir. Ja, sicher, absolut. Ja, hast aber schön gesagt. Wunderbare Einleitung. Ja, ja. Profimäßig. Ja. Und dann damit zum anderen, ja, profimäßig macht das eigentlich unser Talkmaster, aka das wandelnde Geschichtsbuch. Ja, oder einfach Frank Stoner. Frankie, kannst du uns hören in Chemnitz? Ja, Grüße in die Runde, Grüße an alle Hörer. Und Mirko, das ist eine Hammer-Anmoderation, die du hier lieferst. Ich glaube, das musst du jetzt öfter machen. Ja. Ich habe super Tagesenergie heute, ja. Ich bin heute voll gut drauf. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich bin gerade so gut im Flow. Dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Gast hier. Stammhörer werden ihn vielleicht schon kennen. Wer beim ersten legendären Assecamp dabei war 2016, der hat ihn vielleicht auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Ich begrüße recht herzlich aus der Radio Emergency Community bei uns. Der Milo ist heute Abend dabei. Grüßt euch, Milo. Ja, hallo Leute, schönen guten Abend. Freut mich, dabei zu sein. Und geile Anmoderation, da muss ich mich anschließen. Ja, wie wir angekündigt haben bereits, wird der Milo uns heute Abend ein bisschen tiefere Einblicke in die Hintergründe zu der legendären Boxsaga vermitteln. Außerdem haben wir später noch weiterführende Themenzweige, die wir so ein bisschen besprechen werden. Ich weiß gar nicht, ja, die kündigen wir noch gar nichts an, lassen wir mal ein bisschen die Spannung drin. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf heute Abend. Wir haben ja auch einen ganz besonderen astronomischen Tag heute Abend oder heute und morgen. Die kürzeste Nacht des Jahres steht bevor, Sommersonnenwende. Einer der besonderen Tage, nachdem so viele alte Bauten und Monumente auch ausgerichtet worden sind. Da haben wir ja vor kurzem erst in der Archäologie-Sendung drüber gesprochen. Aber so allgemein, ich finde auch die Tagesenergien, wie gesagt, in letzter Zeit sehr bemerkenswert. Ne? Ich übernachte zurzeit draußen im Garten bei mir, sehr erholsam, sehr erleuchtend. Ne? Ist so ein bisschen auch sehr erdend. Obwohl ich liege gar nicht auf der Erde rum, so ich hänge da in der Hängematte rum, aber trotzdem erdend. Ist sehr hilfreich, um mal ein bisschen zu sich selbst zu finden, alleine mit seinen Gedanken, so draußen in der Stille. Ne? Fehlt ja nichts. Ich gucke hier kein Fernsehen, WLAN ist aus. Einfach mal alleine mit seinen Gedanken rumhängen, den Sternenhimmel angucken, wenn das Wetter mitmacht. Ja, kann ich empfehlen. Ja, und dann, ich weiß nicht, sollen wir schon mal ein bisschen loslegen oder haben wir erstmal tagesaktuelle Sachen noch ein bisschen was voreinhauen wollen? Das ist echt, Mirko, großartig, Wahnsinn, wie du da vorangehst. Nee, wirklich ohne Witze, sehr, sehr stark gemacht. Lass uns mal kurz mit der Sommersonnenwende fahren, weil da freuen wir uns auch immer, wenn wir so in diesem Flow der Jahreszeiten sind. Und tatsächlich war es ja so, als Milo bei uns zu Gast war, damals ja wirklich noch in Natura, also ist er nach Chemnitz gefahren und war dann bei Alex und mir im Studio drin, wir waren zu dritt da gesessen, es war echt ein legendärer Abend so. Und das war ja auch Sonnenwende, die Wintersonnenwende vor eineinhalb Jahren, schätze ich mal. Ja. Und Milo, jetzt mal einfach gefragt, so seit du das letzte Mal bei uns warst, vor anderthalb Jahren, wie ist es dir denn seitdem ergangen? Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, du hast ein durchaus abenteuerliches Leben geführt, so in den letzten anderthalb Jahren. Wie geht's dir denn? Ist bei dir alles okay im Leben, Milo? Ja, das erste Mal kann ich sagen, ist alles okay. Also seit dem ersten Tag, seitdem wir dieses Interview gemacht hatten, oder auf dem Rückweg alleine schon, haben sich schon Flows ergeben, die mich echt überrascht haben. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Anhalterin mitgenommen, die, was ich sonst nie mache, und sie sprach auch mich an. Und dort kam auf dem Weg dann halt eben zum Thema Boxsaga und dass ich gerade vom Interview komme. Und da hatte ich noch dieses Alphabet, was ich mir aufgeschrieben hatte, da diese Skizze, hatte ich da noch griffbereit und habe dann während der Fahrt dann halt dieses Alphabet vorgelesen. Und dieses Mädchen da, das war total verändert auf einmal, so positiv. Ne? Also man hat richtig gemerkt, dass da ist irgendwas bei ihr angekommen. Irgendeine Energie, irgendeine Art von Wahrnehmung, ja, die ich dahin nicht einordnen konnte. Und sie meinte, da sie auch Yoga macht, hätte das auch viel mit dieser Tamilensprache auch in Indien zu tun. Und sie erkennt da durchaus die Phonetik wieder. Und warum ist das wichtig? Wichtig ist es deswegen, weil ich dann Wochen später halt echt einen Haufen E-Mails bekommen habe. Und also alle E-Mails, die von Frauen kamen, wollten mehr über dieses Alphabet wissen.
Und da fiel mir halt die Anhalterin wieder ein und ich dachte mir so, das muss irgendwie eine weibliche Antenne sein, die dort angesprochen wird, durch halt eben diese Schwingungen, die durch die Sprache halt eben entstehen. Und wir wissen, ist Zaubersprache oder Sprache, die man als zu Zaubersprüchen halt mal benutzt hat, ist immer ein natürlicher Ursprung. Und da ist die Root-Sprache natürlich eine ideale Möglichkeit, um das eben wirklich den Leuten näher zu bringen. Und das ist ja schließlich auch letztendlich der Grund, warum mich die Boxsaga ja auch so tangiert hat. Weil, wie gesagt, eine Geschichte kann jeder sich ausdenken, aber die Sprache dazu halt nicht. Und es geht ja auch weniger um die Begrifflichkeiten, die wir heute noch teilweise benutzen, sondern mehr halt eben um die Schwingung. It's all about the sound. Es geht also immer nur um Vibrationen, um Schwingung. Und in welchem Bereich das heute reinfallen kann, also bis hin zum Feinstofflichen, das wissen wir ja nun alle. Ne? Und der tiefere Sinn, der sich mir dann daraus erschlossen hat, war, dass die Sprache eigentlich der eigentliche Schlüssel ist zu einer Art Erkenntnis, die eine chronologische Abfolge von Daten und Fakten, wie wir sie sonst so gewohnt sind in einer linearen Geschichte, damit nichts zu tun haben. Sondern die Sprache ist der Schlüssel. Und wie sich's rausgestellt hat, ein paar Wochen später hat sich dann einer von den Jüngern, kann man so sagen, von Io Bock bei mir gemeldet, direkt aus Berlin. Und das war derjenige, dem wir alle Video- und Audioaufnahmen von Io Bock zu verdanken haben. Und er hat mir, nachdem wir uns 2-3 Mal dann in Berlin getroffen haben, genau das erzählt, was ich halt schon vermutet habe. Es geht um einen Schlüssel zu bekommen, ja, der uns zu unserem natürlichen Ursprung und zu unseren natürlichen Fähigkeiten zurückführen kann. Das ist letztendlich die Message, die Io Bock vermitteln wollte. Und dann habe ich auch erst eine Audioaufnahme bekommen, ich glaube, die geht 9 Stunden. Da hat Io Bock in einer holländischen Universität mal die ganze Saga erzählt, so wie sie zu erzählen ist. Und das ist halt eben wichtig, dass man die Worte dann auch so benutzt, wie sie auszusprechen sind, damit sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Und deswegen bin ich halt auch angehalten worden, halt nicht groß über diese Sprache öffentlich zu sprechen, sondern abzuwarten. Es ist gerade ein schönes Audiobuch, also so ein Hörbuch mit einer Internetplattform in Arbeit. Es wird auch bald fertig sein. Und dort kann man dann wirklich praktisch die Sprache lernen, wenn man möchte. Das ist auf jeden Fall, was ich sagen kann. Ich kann nur den Zeitraum nicht genau eingrenzen, wann das genau sein soll. Aber zurück zu dieser Originalsaga von Io Bock, von der Aufnahme aus der Holländischen Universität. Das war das allererste Mal für mich selber ja auch, dass ich die Saga überhaupt erst gehört habe. Und da muss ich sagen, meine Interpretation der Interpretation, die mir zur Verfügung standen, die kratzt nicht mal an der Oberfläche. Also nicht mal an der Oberfläche von dem, was dieses tiefere Wissen, diese tiefere Selbstwahrnehmungsfähigkeit, die man dort zurückbekommt, die einen befähigt, sein bewusstes Sein voll auszuleben und in einer Mitte zu sein, aus einer selbstbestimmten Perspektive. Also sowas habe ich vorher noch nicht erlebt. Einfach nur, weil ich dieses Bewusstsein durch das Verständnis der Saga halt entwickeln konnte. Also es ist auch nicht mal notwendig, die Sprache zu können, um durch dieses tiefere Verständnis zu sich selbst zu finden. Und das war die Fähigkeit, dann irgendwann sein Ego nicht mehr als das zu sehen, was es hat einen befähigt, das Ego dann das allererste Mal zu erkennen, was es wirklich ist, nämlich nur eine Schutzfunktion unserer Psyche, das sind nicht wir selber. Also wir definieren uns gerne über unser Ego, aber genau das ist ja nicht die ganzheitliche Sichtweise, die für uns natürlich wäre, die wir bräuchten, um überhaupt erst in so einen ausgeglichenen Zustand zu kommen, um dann erst ganzheitlich wahrzunehmen. Und das ist eine Sache, die habe ich echt unterschätzt. Und da bin ich auch, ich habe sie zwar erlebt, aber ich konnte sie nicht erklären. Jetzt im Nachhinein, nach dieser ganzen Geschichte, konnte ich das. Und jetzt versuche ich tagtäglich mein Leben danach neu auszurichten. Und ich wünsche mir, andere Menschen daran teilhaben zu lassen, dass sie diesen Weg halt auch für sich erkennen, nicht, sondern einfach, dass sie das sind, was sie sind. Nämlich, das bedeutet, das Mensch zu sein. Also wirklich, wirklich spannend, weil diese Sendung, die wir vor 1,5 Jahren hatten, Milo, also mich sprechen auch heute immer noch Leute darauf an. Das hat bei ganz vielen Leuten was bewegt. Es gibt auch ein paar Leute, die können damit gar nicht, aber es gibt einen Haufen Leute, die haben, also das hat bei denen irgendwas ausgelöst im Inneren, ne? Und das finde ich faszinierend, also weil du jetzt ja auch erzählst, dass nach der Sendung
es für dich dort auch ganz viel Resonanzen gab, Synchronizitäten und du hast auch von E-Mails gesprochen, da waren bestimmt auch Leute dabei, die dich halt da gehört haben, oder bei uns? Ja, ausschließlich. Ja. Ausschließlich. Aber ich habe auch mit einigen Kontakt aufgenommen. Ne? Und dieser Zugang, den wir ja durch das Ringschließen ja wieder zu uns bekommen können. Ne? Ihr Bock hat einen schönen Satz geprägt, den ich von dem seinem Mitstreit aus Berlin bekommen habe. Der hat gesagt, the man who drinks his seed is followed by his destiny. Mhm. Vielleicht. Dieser Einwand, um das abzuschließen, so, ich kann das nur bestätigen, das stimmt wirklich. Man ist seinem Schicksal echt einen Schritt voraus und es passieren, wenn man den Flow erkennt und sich dem halt vertrauensvoll hingeben kann, passieren unglaubliche Dinge, die schon nicht mehr mit Zufall zu erklären sind. Permanent, es ist ein Dauerzustand, das ist meine Realität. Ja, also das ist ja der Flow, von dem wir auch die ganze Zeit sprechen, halt. Das, wir sind beseelte Menschen und da entstehen Verbindungen miteinander oder sind verbunden miteinander und da entstehen natürlich auch da ist Austausch da, da ist Flow da ist Entwicklung da ist Dynamik da und je mehr wir uns das auch zulassen und uns dem auch einfach vertrauen, desto mehr von diesen Dingen passieren auch. Ja, Wurzeln schlagen, einfach nur Wurzeln schlagen. Roots. Genau. Aber hier, da ziehst du die Energie raus. Aber hier, Milo, bevor wir jetzt so richtig tief reingehen, und das ist echt, ich spüre auch schon bei dir so, ey, du hast echt eine Menge am Start und so. Yeah. Aber lass uns vielleicht noch manche von unseren neueren Hörern mal abholen. Ich meine, wir haben ja angekündigt, wir werden jetzt nicht die ganze Boxsaga wieder hier aufdröseln. Ja? Wir werden jetzt nicht irgendwie das wiederholen, was wir schon gemacht haben. Und wir hatten eine ganze Sendung dem Thema gewidmet. Aber vielleicht nur noch mal so in ein paar Sätzen einfach nur überhaupt den Leuten mal kurz nahebringen, von was reden wir eigentlich? Boxsaga, das geht zurück auf einen Finnen, der heißt Ior Bock, und vielleicht ganz kurz, vielleicht kann es auch Deckel machen oder sowas, einfach mal nur noch mal kurz zusammenfassen, was ist eigentlich das Thema heute, um was geht es bei dieser Boxsaga? Also das ist ja irgendwie, die Sprache ist wichtig, der Inhalt von der Story ist wichtig und es gibt aber auch Orte auf der Welt, also sozusagen potenziell archäologische Orte, die da auch eine Rolle spielen. Vielleicht nur so eine Art Einleitung, ja, und für alle, die da nicht mehr Bescheid wissen, kann man nur sagen, okay, ist heute so, aber wir gehen jetzt tief rein in den Stuff und sei nochmal verwiesen auch auf unsere erste Sendung, die wir gemeinsam hatten. Ne? Also, die Boxsaga ist von Ior Bock veröffentlicht worden in den 80er Jahren und beinhaltet eine der ältesten Mythologien und Entstehungsgeschichten, die seiner Aussage nach die Menschheit kennt. Beziehungsweise das ist unsere Entstehungsgeschichte und die fängt vor 100 Millionen Jahren eben an. Dort, wo Frey und Freya als erste Mann und Frau aus dem Ursprung, das wäre der Nordpol, heute vor den sechs Inseln, früher waren es mal sieben, vor Helsinki war, das heißt damals vor dem Polsprung, dem ersten Ragnarök, war der Nordpol halt dort, wo sich Helsinki heute befindet. Und dort war 24 Stunden Sonnenschein, so wie es heute bekannt wäre am Nordpol. Und in diesem Ringland war die erste Asen-Zivilisation, die erste König und Königin der Menschheit, die ersten Allvater und Allmutter im wahrsten Sinne, die Erzeuger allen anderen folgenden also Menschen auf diesem Planeten. Und dort gab es halt diese natürlich gegebene Sperma-Ordnung. Das heißt, also die nächste Generation, die vom Allvater und Allmutter abstand, hatte nur noch 50% des Seelenpowers, was im allvaterlichen und allmütterlichen Sperma und ihrer Essenz vorhanden ist. Und wenn die wiederum Kinder kriegen, haben die nur noch 25%, dann 12,5% und dann 6,5%. Und weniger wäre von Natur aus halt eben nichts. Und deswegen entsteht diese natürliche Ordnung von fünf Ringen, beziehungsweise dieser Klassengesellschaft. Und das war 50 Millionen Jahre lang die Ordnung. Und nach 50 Millionen Jahren hat sich diese Spermalinie hat sich unterbrochen, weil was von oben kam, wurde ja von unten wieder zurückgegeben. Das würde man heute Beten nennen. Man hat dann praktisch seine Essenz, seine wichtigste von Natur ausgegebene und herstellbare energetische Flüssigkeit hat man wieder dem Allvater zurückgegeben, um halt diesen keinen Verlust entstehen zu lassen von der Seelenenergie. So, dass der Allvater immer wieder das zurückbekommen hat, was er rausgegeben hat.
Also ein natürlicher Kreislauf, also immer wieder ein Ring. Und diese Ordnung wurde unterbrochen und dann war das erste Ragnarök, beziehungsweise die erste Verschiebung des Polsprungs, das heißt also eine Änderung im kollektiven Bewusstsein der Menschheit, hat stattgefunden und dazu geführt, dass sich der Nordpol heute befindet, wo er sich befindet. Und dann eine Eiszeit entstanden sein soll, die den Bereich um Hell eisfrei gehalten hat, weil der Golfstrom halt eben unter dem Eis dort die Möglichkeit gegeben hat, dass dort eine Zivilisation überdauern kann. Und zwar weitere 50 Millionen Jahre. Und dieses im Allland ist, also das ganze Land ist Eis, also diese Atlantis-Ursprungsgeschichte mit allem Möglichen, mit, wie sagt der Erfindung des Schachs, der Kartenspiele, des der Landwirtschaft, ne, der Agraraufforstung, das Züchten von Hunden oder Nutztieren, das musste alles dort entstehen oder ist dort entstanden. Und nach 50 Millionen Jahren ist das Eis dann geschmolzen und die mittlerweile weißen Brüder sind halt zu ihren alten Brüdern, die auch die dunkel geblieben sind, ne, weil sie ja außerhalb des Eises in der Sonne weiterhin gewohnt hatten, sind halt wieder zurückgekommen. Und dort kann man sagen, setzt dann die Ursprungsgeschichte der Menschheit ein, also die biblischen Mythen kann man dort nahtlos dann weiter übernehmen. Der indische Ursprung des Sanskrit oder ähnlichen ja genauso. Hier mit der Brahma-Kuh. Also wir haben überall die nachgewiesenen Ursprungsmythologien der heutigen Völker, die mit dieser Boxsagen gar als Ursprung definitiv in Verbindung zu bringen sind. Und das macht die ganze Geschichte halt so glaubhaft. Wie gesagt, ich habe versucht immer was zu widerlegen, aber es hat bis jetzt immer gepasst. Also es ist ein universeller Ursprung, ein Weg, den man als Ursprungsweg für sich mal in seine Parameterüberlegung mal mit einbeziehen sollte, weil dann hat man ein Gesamtbild der ganzen Menschheitsgeschichte, was ich für sehr wichtig halte. Weil da wissen wir, von wo aus wir kamen, wer wir mal waren und wo wir jetzt sind, wo wir hin müssen und was mit uns getrieben wird. Und ich hoffe damit, mit dieser Sage halt eine Basis für uns alle zu schaffen, dass wir diese Wurzeln wieder schlagen können, ja, zur Menschheitsfamilie, zu unserem wahren Ursprung, damit wir eine Vergleichsmöglichkeit haben, die wir für uns vielleicht nutzen können im Alltag. Und das ist das, was ich eben täglich versuche. Ja, das war mal ein grober Abriss von dem Inhalt von der Story, die natürlich beim ersten Hören absolut mindblowing ist, weil es natürlich mit ganz vielen Dingen kollidiert, die wir so glauben zu wissen. 100 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, wow. Ich meine, das sind natürlich extrem große Zeiträume und auch diese verschiedenen Polsprünge und Kataklysmen und so weiter. Das ist so der eine Teil von der Geschichte. Natürlich könnte man auch den ganzen Abend nur dem widmen. Also wie du selber gesagt hast, die Originalsaga zu singen dauert eine ganze Nacht, nur um dem zuzuhören. Aber das ist sozusagen nur einer von drei wichtigen Teilen, aus denen dieses Thema besteht. Das nächste wären, oder erzähl doch mal darüber, wer Archäologie ist. Diese Geschichte spielt an gewissen Orten, die es tatsächlich hier bei uns auf der Welt gibt. Und im Zentrum von der Geschichte ist dann auch Finnland, Helsinki. Erzähl doch mal da was, bitte. Ja, also dort ist es nun mal so, dass es drei Stellen gibt, an denen Artefakte gefunden werden können, aber nicht dürfen. Und in dem einen, das ist das Museum auf den einen von den sechs Inseln. Dort ist eine alte Burg extra versetzt worden, damit das geflutet werden kann, um dort ein Elektrizitätswerk zu bauen. Damit man nicht mehr, also das heißt, wenn man buddeln würde, würde man auf Wasser stoßen. Aber dort ist halt aber auch eine private Radarbodenmessung auch hat da stattgefunden. Und es ist nachgewiesen, dass dort ein Metallkoffer, also Metallkiste ist, 1,80 Meter mal Meter, glaube ich, oder 80 Zentimeter mal Meter, in 7,5 Meter Tiefe, also das haben wir schwarz auf weiß. Und dort drin befinden sich die echte Krone und das echte Zepter der König und der Königin von Finnland. Und zwar den Paganenkönigin, nicht die installierten, die man heute da in dem Museum da angucken kann. Also dort ist es
möglich, dort sofort etwas nachzuweisen, aber es wird natürlich alles daran gesetzt, es nicht zu tun. Die zweite Möglichkeit wäre, glaube ich, außerhalb ein bisschen von Helsinki. Dort waren die Kristallkugeln, drei Kristallkugeln vergraben, die die Morses, also die Sehenden, also die Horoskop, praktisch die siebte Tochter immer, die übrigens auch als Moses nachher von der Bibel dann als Mann dargestellt worden ist. Das ist die, die die Bibel geschrieben haben, das erste Mal schwarze Worte auf weißen Papieren. Daraus ist die Tora nachher entstanden. Und von denen, die Kristallkugeln, die liegen dort. So, darf man auch nicht hin. Dann gibt es noch einen dritten Ort, der ist Gott sei Dank im Privatbesitz. Und das ist halt ein alter Zugang zu dem wohl ältesten Tempel, den die Menschheit überhaupt kennt. In dem halt viele, viele über Millionen, ich wiederhole, über Millionen Generationen hinweg Artefakte gesammelt worden sind. Und dort sind wir dabei, eine Ausgrabung halt zu organisieren und halt umzusetzen. Und es fanden da schon mal Ausgrabungen statt. Und es wurde halt definitiv nachgewiesen, dass der Zugang dort von Menschenhand versperrt wurde und nicht zufällig irgendwie da so ein Findling da irgendwie reingerutscht ist. Und warum hat man das gemacht? Vor 1000 Jahren ist ein Söldnerheer, 20.000 helvetianische Söldner vom Vatikan nach Finnland ins Ringland geschickt worden, um Finnland, dieses Ringland wirklich auch im Ring zu okkupieren und von außen nach innen dem Erdboden platt zu machen. Und um das zu schützen, wurde der Zugang halt versperrt. Praktisch das Fortschreiten der katholischen und später auch die orthodoxen Religion haben halt die letzten König und Königin der Allvat- und Allmutterlinien dazu genötigt, in den Norden dann ins Exil zu gehen. Das Schloss kann man heute noch besichtigen, es ist über 10.000 Jahre alt. Und dort hieß es dann ja auch, der Mann mit dem weißen Bart musste in den Norden gehen. Ne? Das ist zum Beispiel der märchenhafte Ursprung des Weihnachtsmannes und nicht die Coca-Cola-Interpretation, wie wir sie heute haben. Also das rührt alles daher. Also es gibt Möglichkeiten, dort das nachzuweisen, was in der Sage erwähnt wird. Eine davon würde ja schon reichen, um es zu tun. Und wir hoffen, dass der Tempel dann uns halt die Möglichkeiten gibt, wenn es soweit ist, mehr darf ich dazu nicht sagen, dass wir den Zugang dann bekommen, den wir alle als Menschheitsfamilie wirklich mal verdient hätten. So, weil dann können wir uns entspannen. Milo, warst du denn selber schon mal dort? Also wir reden ja von Orten, die in Finnland sind, bei Helsinki. Ja, also warst du denn selber schon mal dort in der letzten Zeit? Nein, war ich nicht. Und das mit den Ausgrabungen, weil da hatten wir schon vor eineinhalb Jahren drüber gesprochen, die sind geplant, aber hat man, weil das ist wirklich wichtig auch, hat man denn jetzt schon Ausgrabungen begonnen und hat man schon irgendwelche Artefakte gefunden? Also ist schon wirklich was rausgekommen oder haben die Ausgrabungen noch nicht begonnen und wenn ja, warum eigentlich nicht? Ist ein Finanzierungsproblem. Die ersten Ausgrabungen haben mehrere hunderttausend gekostet und von den meisten Leuten damals ihr ganzes Erbe, was sie hatten und ihre ganzen Häuser. Und der Mann, der das jetzt finanzieren sollte, der wurde halt noch nicht stinkfest gemacht. So, und da gab es wohl noch ein paar Schwierigkeiten, ne, um das vorsichtig zu formulieren. Mehr weiß ich nicht. Weil ich kann mich erinnern, da war doch schon der eine Amerikaner, der hat doch schon, die haben doch schon in den 80er, 90ern dort schon angefangen, einfach mal zu versuchen, den Ausgang frei, also den Zugang zu diesem uralten Tempel-Kultort freizulegen. Und warum ist das so schwierig? Ich meine, warum soll das auch so teuer sein? Ich habe selber früher in der Archäologie gearbeitet, das ist eigentlich low budget. Ein paar Männer mit Pickel und Schaufel und los geht's. Das ist nur eine Frage von Zeit oder was sind da die besonderen Schwierigkeiten, die, dass man sich also nicht so einfach machen kann? Timing ist wichtig so und wie gesagt, mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Das ist, weißt du, das kann ich auch voll verstehen. Nämlich, es ist ja überhaupt mal eine Frage, auch die könnte man diskutieren. Soll man das überhaupt aufmachen? Ja? Und wenn, zu welchem Zeitpunkt? So ein bisschen erinnert mich das auch an den, hier wäre es nochmal, der Padman Abaswamy Tempel in Südindien, so der Golden Tempel, wo auch da so eine Kammer ist, die seit Generationen keiner mehr aufgemacht hat und wo auch da so Schlangen drauf sind. Also sieht so aus wie Warnung, ja. Und da wird auch schon lange spekuliert, was dahinter ist. Und man hofft halt auf große Goldfunde, weil man in diesem Tempel schon Gold in Milliardenweise rausgeholt hat.
Aber das ist ja auch so eine Frage, vielleicht sollte man solche Dinge gar nicht aufmachen. Oder wenn, dann wann das richtige Timing ist. Und meinst du, dass so ein Moment aber jetzt schon nahe ist, weil wir doch irgendwo in, ja, so, einem Zeitfenster sind? So. Ja, man hat das Gefühl, man ist jetzt Teil eines großen Wandels, ne? So, aber wann denn nicht jetzt, ne? Ja, aber ohne irgendwas schmälern zu wollen, ich bin da auch voll dabei und ich fühle ja auch eine Veränderung. Aber Veränderung heißt ja nicht, dass es positiv enden wird. Vielleicht ist dieser Zeitpunkt, wir wünschen ihn uns jetzt, aber vielleicht kommt er erst ein bisschen später. Oder vielleicht erst kommt der Schmerz, bevor die Befreiung kommt. Na, also ich bin da, wie gesagt, momentan die Situation, also es macht Spaß, das zu verfolgen, auch diese QAnon-Sachen und so, aber Trump ist halt nicht der Erlöser. Ja, das ist nun mal so. Ja. Und, zurück zu diesem einen Ort, hier da, dort, wo dieser Tempel ist. Das Land ist in Privatbesitz, richtig? Ja. Was sind das eigentlich für Leute, denen das gehört? Haben die das extra deswegen gekauft? Also gehören die so zum wie soll ich sagen, zu diesem Kreis von Bock, also von Leuten, die sich damit auskennen? Ja. Oder ist es irgendwie irgendjemand, den man halt darum bitten muss? Oder wie ist das? Das war eine schöne Geschichte. Das waren zwei Yoga-Lehrer. Das Haus, was daneben steht, ist eine alte Yogaschule. Und dort hat Iobok ja auch gelebt. Und als Iobok ja nun verunglückt wurde, das zweite Mal, sollte das, weil er ja keine Nachfahren hat, im staatlichen Besitz übergehen. So, und jetzt hieß es, man müsste das freikaufen, das Haus, ne, um das halt im Privatbesitz zu behalten. Aber man hatte nicht so viel Geld. Und wie der Zufall, also wie das Schicksal dann wieder hinterherhängt, hat man einen Schuhkarton gefunden dann beim Ausräumen des Hauses, wo genug Geld drin war, damit man das ausbezahlen konnte. Und seitdem gehört es diesen beiden Yoga-Lehrern. Und die sind der Sache auch offen gegenüber, ja? Ja, klar. Die kennen das, auch, ist ja, das kann dann oft ein Hindernis sein, weißt du? Ich meine, wenn Land auf einmal Eigentum ist von irgendjemandem und der sagt nein oder so, oder auch der Staat. Das ist ja das Nächste. Ich meine, hat denn der Staat Finnland, und da hatten wir, glaube ich, auch schon seinerzeit drüber gesprochen, haben die überhaupt ein Interesse, dass diese Sachen veröffentlicht werden? Also zum Anfang war schon Joa Bock, also in Finnland ist der bekannt, der Name, die Menschen kennen den, aber der Staat versucht es jetzt nicht unbedingt zu fördern, oder? Um das mal harmlos auszudrücken. Naja, wer hätte schon Interesse daran, dass alle gängigen Menschheitsmythologien und Religionen innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde obsolet sind. Das ist ja eigentlich blanke Chaos, wer würde dann ja auch entstehen können. Es gibt ja solche Orte. Ne? Es gibt ja solche Orte auf der Welt. Ich habe schon diesen Padmanabhaswamy-Tempel angesprochen, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir natürlich auch der Tempelberg von Jerusalem ein. Das ist auch so, ey, da kannst du nicht. Wirklich, es ist einfach nicht möglich, irgendwas zu graben. Es wäre super interessant, es wäre total spannend, aber das ist emotional, religiös, spirituell so aufgeladen, dass das einfach nicht geht. Und nicht zuletzt, dass man da vielleicht auch Sorge hatte, man könnte dort Informationen finden, die halt dann vielleicht den großen Weltreligionen auch Wind aus den Segeln nehmen. Ähnliches gilt ja auch für das Gizeh-Plateau, wo man könnte dort schon noch genauer gucken und hat es vielleicht auch gemacht, aber eben nicht öffentlich, weil man Sorge hat, da könnte man vielleicht Dinge finden, die dann Vatikan und andere religiöse Machtzentren halt nicht gut finden, ne? Ja, wie gesagt, man muss halt gucken, welche Sachen man dort finden kann. Und wenn man, wie gesagt, eine ganz andere Timeline nachweisen kann, indem man nur eine Tür aufschiebt oder ein Fels beiseite legt, ne? Ich meine, in der Pyramide dann irgendwas rauszufinden, war schon ein bisschen schwieriger. Aber hier würdest du ja dann vor den ganzen Beweisen stehen. Du könntest ja die ganzen Generationen ja zurückrechnen bei den ganzen Sachen, die dann dort drin zu finden wären. Und das ist eben das Problem. Das würde uns ja zeigen, was unsere Wurzeln wirklich sind. Und wenn wir uns dahin zurückbesinnen, dann kann man uns ja auch nicht kontrollieren. Man kann uns ja nur kontrollieren, indem man uns ja entwurzelt. Ne? Deswegen hat die Kirche ja auch missioniert und die Leute mit dem alten Wissen aus dem Weg geräumt, damit die nächste Generation der Naturvölker abhängig war von deren Missionaren und von dem, was die predigen. So füllst du die leeren Gefäße. Deswegen dürfen wir ja nicht zu diesem Ursprung zurückfinden. Deswegen findet ja auch alles statt, damit wir nicht in diese ausgeglichene, ganzheitliche Wahrnehmung kommen, damit wir uns unserer selbst ja nicht bewusst werden. Wir müssen durch unser Ego gesteuert werden. Deswegen ist unser Ego unser größter Feind.
Und weißt du, deswegen habe ich ja nach diesen Artefakten gefragt, weil wenn da nur ein einziger Artefakt rauskommt, richtig, der definitiv aus einer ganz anderen Timeline kommt oder sowas, das allein würde er schon ganz viel umschmeißen. Und ich meine, wir sind aber jetzt in diesem Trend drin. Wir haben letztens auch viel über Archäologie gesprochen hier und wie sagt Graham Hancock, stuff keeps getting older. Wenn jetzt da aus diesem Tempel Artefakte kommen, die vielleicht eine Million, vielleicht noch älter sind, dann würde das ja von so oder so erstmal alles umschmeißen. So. Und deswegen sind natürlich super heiße Sachen. Und auch wenn dort Ausgrabungen stattfinden, auch die Leute, die es machen, muss man sich auch bewusst sein, boah, ey, da hältst du wirklich Hot Stuff in den Händen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man sich auch genau überlegen, wie geht man eigentlich damit um? Also es ist nicht nur, dass es jetzt auch einen gewissen materiellen Wert hätte, hier Kunsthandel und so weiter und Begehrlichkeiten wächst, aber auch vielleicht am besten gleich direkt so veröffentlichen, dass es nie mehr wieder rausgeht. Also weil das sind natürlich absolute, wär absolute Hot Stuff. Und da muss man echt genau überlegen, wie geht man mit solchen Dingen um? Also auch sowohl die Ausgrabung als auch potenzielle Funde, wie dokumentiert man das? Damit das nicht irgendwie unterdrückt werden kann, sondern sofort irgendwie rausgeht. Also so eine Frage letzten Endes, der sich viele Whistleblower auch gegenüberstehen. Also dass sie die Info sofort total öffentlich machen, damit es nicht unterdrückt werden kann. Ne? Ja, mit Wissen kommt Macht und mit Macht kommt die Verantwortung, ne? Wenn man menschlich, ganzheitlich handeln und denken muss und will. Und deswegen ist Timing wichtig. Ja, Timing und dann echt, wenn dann der Moment käme, kommen wird, also wo man so eine Kammer aufmachen kann. Das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, genau. Und dann, wenn man dann die Kammer aufmachen kann, also dann echt das Dokumentieren ist auch super wichtig. Dass für alle Zeiten klar ist, dass da nicht manipuliert ist, sondern was findest du dort und wie läuft das ab? Das ist super wichtig. Und ich meine, erinnert euch vielleicht vor ein paar Jahren, da haben sie doch in Ägypten, haben sie das ganz groß zelebriert, da diesen einen Kanal, den der Ganten bringt, mit seinem Robot dort entdeckt hat. Und die sind da ganz groß angekündigt haben, live werden sie es dann übertragen, so wo aber alle schon wussten, dass man schon vorher geguckt hat und jedem klar war, dass da nichts dahinter ist. Aber sowas in der Art, weißt du, wenn es echt um sowas Großes geht, dann ist es auch super wichtig, dass echt richtig gut zu dokumentieren und am besten gleich raushauen in alle Welt, dass es nicht mehr verschwinden kann. Ne? Ja, aber jetzt habe ich ja einen guten Freund, der sich um sowas kümmern kann. Also es ist alles in Arbeit, so mehr kann ich echt nicht sagen. Ja. Was sind das eigentlich für Menschen, die diese Arbeit machen? Also, ich meine, bist du doch schon vernetzt mit Leuten. Also, ich meine, was für Leute sind das? Jetzt auch, weißt du, wir auch Leute, die vielleicht das ganze Thema skeptisch sehen. Ist das irgendeine Art religiöse Gruppe oder gar sowas wie eine Sekte, irgendein Kult von Leuten? Ja. Welche Art von Organisationsform gibt's da überhaupt? Du hast ja gesagt, der Yor-Bok, und das muss man nochmal klarstellen, die Bok-Saga ist sozusagen eine Familiensaga, die in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und mit Yor-Bok ist der Letzte der Familie gestorben. Wer hat sozusagen jetzt das Erbe in der Hand und wer entscheidet, was passiert und was nicht? Wir. Ja. Nur wir. Es geht ja auch nur um uns. Darum geht's, genau darum geht's. Das ist die Message, die Yor-Bok vermitteln wollte. Und das hat er meinem Freund in Berlin vermittelt, indem er ihn eine Dreiviertelstunde lang nur angeguckt hat. Das erste Mal, dass er nicht geredet hat mit ihm, sondern nur geguckt hat. Und da hat mein Bekannter verstanden, da hat er mehr gelernt als 15 Jahre vorher mit Yor-Bok zusammen. Und da hat er verstanden, worum es wirklich geht. Um gemeinsames bewusstes Sein. Verbunden mit dem Ursprung. Einfach nur glücklich in der Gewissheit, dass es so ist, wie es ist. Weil es natürlich ist. Kein Problem mit dem Gewissen und im Einklang mit sich selber und mit seiner Umgebung. Das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, was diese Menschen ausleben, 65 an der Zahl, und sie organisieren sich halt in einer Facebook-Gruppe. Das heißt, verstehe ich dich richtig, es ist halt, und da bin ich auch voll bei dir, es ist eine Frage von Timing. Und so eine Entscheidung, wann wir so einen Tempel öffnen oder nicht, das können wir vielleicht nicht aus unserem Kopf heraus machen, also wo wie du das nennst, das Ego halt auch ist, weil das ja sozusagen gar nicht unsere wirklichen Roots sind, sondern es geht eher so darum, dass der Mensch oder die Leute, die sich damit beschäftigen, die da mit zu tun haben, es geht darum, eher darum, dass die sich eingrooven in den großen Spirit und halt einfach dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die richtigen Dinge tun.
Und wenn jetzt wir so unserer journalistischen Pflicht nachgehen und fragen, hey, wann macht ihr denn auf? Wann wird denn entschieden? Wer ist denn da der Boss oder so? Dann kann man eben da so eine Antwort nicht geben. Also, oder lege ich dir jetzt die Antworten halt im Mund? Perfekt, ich hätte es nicht besser sagen können. Nächstes Thema. Ehrlich, war super. Genauso ist es. Ja, genau. Du denkst ja auch ganzheitlich. Du siehst es so wie es ist, so wie es sein sollte. So sollte jeder halt eben sehen. Und mit der Saga bekommt man halt einen Eindruck von seinen wahren Wurzeln, ob man es jetzt für sich akzeptieren will oder nicht. Ne? Aber wenn man sich wirklich damit mal wirklich ein paar Stunden oder vielleicht wirklich 2-3 Wochen mal wirklich intensiv auseinandersetzt, hoffentlich bald auch mit dieser Audiobuch und Internetplattform, also dann kann man ja selber denn wirklich die Sprache auch recherchieren, das ist der Sinn der Sache. Dann sieht die Sache schon, dann kommt ja noch mal ein anderes Bewusstsein, zumindest bei den Leuten, die sehr empfänglich dafür sind. Und wie gesagt, die Reaktion der Frauen nur auf das Alphabet alleine war schon sehr beeindruckend. Und geschweige denn, wenn man dann anfängt zu sprechen, so. Und das ist etwas, was man halt echt, ich kann es nicht so, ich kann es schlecht wiedergeben, aber wie gesagt, wenn man erstmal EOBOX sein Mantraartiges Wiedergeben dieser Laute, damit wir uns deswegen auch diese Ringerzählweise, dieses Wiederholen, ne, weil von jedem Ring, der dazukommt, bringt dich das wieder aufs nächste Level. Das ist eine ganz andere Art von Lernen. Das ist ein natürliches Mitteilen von Informationen. Das ist nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben, so dieses befohlene, autoritäre Pauken von Stumpfsinn, sondern es entsteht dadurch, indem man miteinander kommuniziert und sich in die Augen guckt und seine Seelen miteinander vermischt, ne? So dieses Gegenteil davon, was wir heute haben, ne? Diese Bildschirmgeneration. Ne? Und bis dahin geht's ja auch. Also wirklich weit weg von unserem wahren Ursprung werden wir ständig getrieben. Also müssen wir uns doch mal irgendwie bewusst sein, was bedeutet überhaupt ein natürlicher Ursprung? Was bedeutet es, eine natürliche Ordnung, eine Gegebenheit zu sein und zu leben und autark und selbstbestimmt? Und in welchem Bewusstsein bin ich denn dann, wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich wirklich einen Familienbaum gepflanzt habe? Da verbinde ich mich auch mit der Umgebung. Ich habe Wurzeln, ich bin stimmberechtigt über mein Land, von Naturrecht gegeben, organisiert in Glaubwürdigkeit und in einem Handschlag, weil man sich in die Augen guckt. Das meine ich mit natürlichem Ursprung. Und heute, wenn wir diese ganze virtuelle Scheiße sehen und versuchen irgendwie in ernsthaften sozialen Umgang miteinander zu pflegen, werden uns da ständig irgendwie Steine im Weg gelegt. Neuerdings schreibt man sich eher, bevor man sich anruft. Ne? Also das meine ich. Wir entfernen uns immer so voneinander und wissen gar nicht eigentlich wovon. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir echt bereden sollten, den die Boxsage uns halt eben durchaus vermitteln kann. Nicht nur das, sondern wenn man das jetzt weitergeht, die Veden zum Beispiel sind ja wie eine Anleitung in einer Boxsager-Umgebung, sich zu verhalten. Und diese Art von Recht, also Naturrecht, die dort gesprochen wurde, die auch jedem zustand, die ging nachher bis hin zum friesischen Recht, Frankie. Ne, das war kurz bevor der 30-jährige Krieg losging. Ne? Also bis dahin zieht sich diese Wahrnehmung von selbstbestimmten lokalen Gemeinschaften vor Ort. Ne? Und wenn du herrschen willst, dann musst du ja irgendeine Gewaltform haben, die du darüber stülpen kannst. Also ist durch den 30-jährigen Krieg auch dieses selbstbestimmte Recht, Magdeburger Recht ist, glaube ich, auch noch parallel gewesen zum Friesenrecht damals, das musste verschwinden. Und deswegen, alles, was die Leute gegeneinander aufhetzen kann, ist halt nun mal die Religion. Und das haben die Venezianer halt schlau missbraucht. Aber das war auch der Grund, das war zum Beispiel der Punkt, wo wir das Naturrecht aberkannt bekommen haben und seitdem dem Handelsrecht unterliegen als juristische Person. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist dieses Entseeltwerden, was du ständig erwähnst, Frankie. Mhm. Ja, wir müssen uns wieder selber beseelen. Das bekommt nicht von außen. Dieses Beseeltwerden von außen ist das ganze Knicken. Das ist Ego-Haltung. Ne? So, das Ego ist nach außen gerichtet. Das muss weg. Ja, wir müssen uns selber erlauben, uns zu beseelen. So, und eins von den Dingen, wie wir das machen können, ja, das ist eben über Ton und Sprache und Laute und Mantren und so weiter. Und da möchte ich an dieser Stelle nur Erich Hambach erinnern. Letztens, vor 2 Wochen, zusammen mit Micha vom Kulturstudio, haben wir den interviewt. Und der ist der Gründer oder der hat so eine Idee ins Leben gerufen, die nennt er den Friedensweg. Dass zu gewissen Zeiten sich Leute überall vor Ort, wo jeder kann das selber so eine Gruppe gründen irgendwie, dass Leute dann gemeinsam wandern und im Namen des Friedens.
im Sinne des Friedens, ja. Aber nicht zentral, sondern überall, wo sie halt sind. Und eine von den Dingen, was er auch macht, also der Hambach, die gehen halt an alte Orte, an heilige Orte, Kultorte und so weiter. Und wie hat er es genannt? Was die dort machen, ist tönen. Ja, und das ist genau das. Also sie nehmen so die Urlaute, die Vokale, so au und so weiter. Und ja. Fassen sich an der Hand und bauen einfach dieses Energiefeld auf. So. Und wenn du das dann auch noch auf dem Land machst, an Orten, die Kraft geben, da passiert eine Wechselwirkung, da passieren Dinge. Das ist was wirklich. Jemand, der davon keine Ahnung hat, der würde meinen, was sind das für komische Leute? aber da passiert wirklich was. Der Ton hat einen direkten Einfluss auf unsere Körper. So Ideen wie Summlöcher sind auch, gab schon in der Steinzeit, was so ein Loch, wo du deinen Kopf reinsteckst und dann selber summst, um diesen Ton zu finden, diese ganzen Resonanzen und so. Das heißt, dieses Tönen, wie es der Hambach nennt, oder Chanten, Vokale, Mantren, wie auch immer man es nennen mag, Das ist sozusagen wirklich, was etwas physisch auslöst und eben so alten Stuff auch wegspülen kann. Und das hat eine große Kraft. Ja, ja, aber es ist ein Tool. Man benutzt es, um Resonanz zu erzeugen in der Gruppe. Das ist das Gleichklangprinzip. Und deswegen ist A-E-I-O-U auch das älteste Mantra, natürlich, von den natürlichen Lauten, die wir produzieren können, ja, das älteste und natürlichste Mantra, was wir haben können. Wie gesagt, ich bin ja schon so skeptisch, so diese Om-Geschichte und so, ne? Und wir haben nachher, glaube ich, hier Deckel noch was vorbereitet, eine schöne Audiopräsentation, die Katara-Hymne, also die letzte Hymne der freien Menschen, der Reinen. Und dort ist der Refrain dieses A-I-O-U, was er halt in verschiedenen Emotionen singt. Und das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sich dem mal hingibt, also ich benutze das, um mich halt runterzufahren, so. Das ist dann so meine 5 Minuten bewusst werden, ne? Und das AIOU hat Io Bock in seinen Aufnahmen auch mehrfach wiederholt. Ja, also das ist etwas, was uns definitiv in eine Art Reset-Zustand uns wieder erdet, praktisch uns resonieren lässt, uns in die Mitte bringt, wenn ihr so wollt. Uns auch bewusst, wenn man es benutzen kann, auch bewusst. Ne? Und hat sich dann aus diesen Urlauten, die einfach erstmal nur reine Phonetik sind, da sind noch keine Bilder drin. Ein A ist halt A, ja. Und ja. Aber jeder Urlaut, jeder Ton hat eine gewisse Frequenz natürlich und die hat Einfluss auf unseren Körper. Wir haben das auch alle schon mal durch, ja. So der Unterschied zwischen Om und Grr, was da so im Körper passiert, zum Beispiel im Steiß unten und so weiter, kann ja jeder selber sehen. Ja, das ist natürlich hat das eine Wirkung. Jetzt ist es denn so, dass sich dann aus diesen Urlauten und auch aus dem Wissen von den Urlauten daraus dann irgendwann Sprache gebildet hat und die Ursprache ist dann eben diese Root Language, die dann schon eine Sprache ist, wo du Inhalte transportieren kannst, die nicht nur reine Töne sind, wo aber dann die Inhalte immer noch in einer guten Resonanz sind mit der Schwingung, also das halt eine phonetische Sprache sozusagen, also es ist das, genau. Was dann die Root-Sprache ist, oder? Ja, ganz genau. Und was dem sehr ähnlich kommt, ist, wie gesagt, die Warnsprache wird ja von Schweden noch gesprochen, die kann man sich anhören. Aber was dem auch sehr ähnlich kommt, ist das Ungarisch. Die Ungarn sind ja auch so ein Phänomen. Die ungarische Volk sagt selber von sich, dass sie von Wikingern abstammen. Und die einzige Sprache, die aus dem Raum überhaupt mit denen irgendwie ähnlich ist, ist Finnisch. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen geforscht, Sprache, wie sich die entwickelt hat und ähnliches. Und dann habe ich Folgendes recherchiert, dass es eine Ursprungsmythologie des ungarischen Volkes gibt, die Folgendes besagt. Und zwar ist während der Eiszeit vor 12.000 Jahren, als das Eis geschmolzen ist, ein Bereich im Eis eisfrei gewesen. Und zwar der Bereich das Karpatenbecken. In Ungarn. Das ist so eine Tiefebene mit hohen Hügeln. Und dort sei wohl der Vulkanismus so nah an der Oberfläche, dass dort eben kein Eis sich gebildet hat. Und dort der Ursprung der Ungarn heute, ich glaube, die Pananen hießen die. Pananen. Oder Panon? Ja, irgendwie so. Ne? Und dass das auch der Ursprung praktisch ist für alle weiteren Sprachen und eben der Beweis dafür, dass von Norden halt eben nach Mesopotamien hin sich das entwickelt hat und nicht umgekehrt. Bis hin sogar zu den
Hunnen, die ja eigentlich das Paganentum ja wieder zurückbringen wollten, über die lateinisierten keltischen Völker in Europa. Die wollten uns eigentlich befreien, wurden aber wieder mal als Wilde dargestellt, so wie die Wikinger. Ja. Aber faszinierend. Ich meine, diese Story, dass da so da in den Karpatenbecken irgendwie so eine grüne Insel inmitten des Eises war, ja. Das kommt uns bekannt vor. Ich meine, das ist doch hier genau Teil, eine von den Kernthemen aus der Boxsage, wo aber berichtet wird, dass diese eisfreie Zone halt ein bisschen weiter im Norden war. Aber allein, dass sie das in der Mythologie von den Ungarn hält, ist natürlich interessant. Ja, das ist auch so ein Freigeist, wie wir, der 20 Jahre lang 500 Bücher gelesen hat über den Ursprung der Sprache. Und das war seine Interpretation dessen, was passiert ist. Und dann habe ich mal, bin ja auf der schlauen Seite des Lebens groß geworden, die Rutsprache mal mit dem Pananisch mal verglichen. Und was soll ich euch sagen, es ist fast 1:1 zu übernehmen. Es gibt allein schon im Sumerischen, also im Sanskrit, 6000 ungarische Wörter, die sich gleich aussprechen und eine gleiche Bedeutung haben. Im Griechischen 4000 Wörter. Also, dass der Ungarische, wie er sagt, der Ursprung der Sprachen ist, von Griechenland und von den alten Zivilisationen, von den Hochkulturen, ist ja genau das, was die Boxsage auch sagt. Also ob die jetzt beim Karpatenbecken raus sind oder aus Finnland raus sind, das ist da auch nochmal von außen so ein Nachweis über die Sprache, ne, dass es der gleiche Ursprung sein muss. Und das ist ja das, was letztendlich die Sage auch wirklich so glaubwürdig macht. Ja, das ist wirklich spannend, ne? Hier, was hältst du denn von Erhard Landmann, den kennst du bestimmt auch, der das Buch geschrieben hat, Weltbilderschütterung, dieser geniale Sprachkopf. Und der hat doch die These aufgestellt, und der kann sie durchaus gut belegen, dass Althochdeutsch, wenn ich mich recht erinnere, Althochdeutsch war es, so die Wurzelsprache für ganz, ganz viele, wenn nicht gar alle oder sowas, aber halt für sehr, sehr viele moderne Sprachen ist. Hast du davon schon gehört? Und das ist die Warnsprache. Das ist nicht das Rot, sondern das Warn. Das ist das, wo, wenn man, ich könnte es wetten, ich hau das jetzt so raus, aber ich könnte wetten, wenn man das mit diesem schwedischen Warn heute vergleichen würde, dass da Parallelen sind. Das heißt sozusagen, also aus deiner Sicht wäre das Althochdeutsch, das ist noch nicht der Ursprung von diesen Dingen, sondern das Althochdeutsch ist aber halt relativ nah dran an der ganz alten Root-Language und die moderneren Sprachen, die sind dann halt später gekommen und so. Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätschen muss, du weißt aber schon, dass die deutsche Sprache 13 Mal reformiert worden ist in den letzten 1000 Jahren, ne? Ja, ja, deswegen rede ich auch von Althochdeutsch, also oder Landmann sagt da ganz bewusst Althochdeutsch, das ist ja dann frühes Mittelalter oder so, ne? Plattdeutsch geht in die Richtung. Das ist zum Beispiel das, was heute noch gebräuchlich ist und womit du überall durchkommst. Wo diese gewisse Ethnie vorhanden ist. Die sprechen alle das. Die sprechen das alle noch. Und da kommst du phonetisch schon eher in den Root-Bereich rein, als wenn du jetzt mit Deutsch sprechen würdest. Weil dieses Deutsch, was wir heute sprechen, hat mit dem Ursprung wenig zu tun. Leider. Aber es ist eine mächtige Sprache und man kann Deutsch auch als Tool benutzen. Und die Wortwahl sind schon sehr manifestierend, wenn man Gedanken äußert und wenn man sie in die Realität bringen will. Also das ist nicht umsonst die Sprache auch der Wissenschaft. Ne? Aber es ist halt definitiv die am meisten reformierte Sprache Europas. Und im Gegensatz dazu haben wir ja dieses Latein bekommen, diese tote Sprache, die ja diesen letzten ursprünglichen Bezug zur Ursprache, den man ja hatte, also lokale Dialekte oder ähnliches, ja auch vernichten sollte. Das ist ja das, was Religion uns ja auch noch gebracht hat, ne? So die Sprachverirrung. Und der Ursprung ist definitiv Ethnien verbinden, was ich so schön finde. Und nicht nur das, sondern man hat auch in so einen Sinnbildern gesprochen. So, das kenne ich, ich spreche ja fließend Serbisch. Und es gibt da so einen schönen Begriff, den ich mal so als Beispiel benutzen muss. Vielleicht diejenigen, die Russisch oder Slawisch können. Rod. R-O-D. Rod. Es gibt, Rod ist so wie von Natur aus das Geburtrecht habend, also Stammeszugehörigkeit. Dann gibt es Narod, bedeutet Volk. Ja. Und dann gibt es Priroda, das bedeutet natürlich auch Natur, also die Natur, die halt gebärt, ne? Also Sinnbilder. Und das fehlt in der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist halt sehr, ja, ich sag mal, ganzheitlich kastriert worden auf eine fachlich nüchterne, juristisch aber sehr interessante, also dem Handelsrecht angepasste Sprache mittlerweile.
Und die russische Sprache ist zum Beispiel eine, die da dem Sinnbildsprech, den man damals auch durch die Rutsprache benutzt hat, viel mehr Verbundenheit und viel mehr Bewusstsein mit sich selber und mit seinen Wurzeln hat. Und Rot und Rut, ne? Also Rot bedeutet ja die Wurzel, Stammeszugehörigkeit, das ist ja da, wo du fest bist. Und auch wieder ein Hinweis darauf, dass die Boxsara da durchaus passen kann. Und das ist das, worauf die arisch-slawischen Veden zum Beispiel auch aufbauen. Ne? Das ist das, die Verwurzelung, die man von der Boxsara halt so ideologisch bekommt, dort real umsetzt in die tägliche Praxis mit einer Anleitung, wie man es zu tun hat. Ja, also ein schönes Grundstück befrieden, das beackern, beziehungsweise sich autark versorgen können. Dann halt eine Frau haben, Kinder. Und dann hat man zum Beispiel auch erst ein Stimmrecht. Weil erst wenn du, und man muss einen Familienbaum natürlich pflanzen. Und erst wenn du das gemacht hast, dann hast du in der Gemeinde auch ein Stimmrecht. Und die höchste Instanz war ein Bürgermeister. Der hat vor Ort entschieden, was zu entscheiden, entscheiden werden musste. Aber wichtig ist halt diese Verwurzelung. Du wurdest erst ernst genommen, wenn es dir ernst war. Und wenn du nachgewiesen hast, dass du deinen Raum im Kleinen um dich herum erschaffen kannst, dann warst du glaubwürdig, dass du mit deiner Stimme den äußeren Raum auch mit beeinflussen kannst. Und das ist ein schöner Gedanke. Und dann kann man auch mal, da habe ich auch ein paar Links so, die können wir dann auch mal dann posten bei YouTube. Da gibt es jemanden, der das sehr schön erklären kann. Ne? Und dann hat man mal so ein Bild, okay, wir haben die Boxsara so als ideologische, mythologische Grundrichtung, ne? als Herkunft, als Ursprung. Aber die Veden sind dann letztendlich doch eine praktische Anleitung, wie man es wirklich heute auch noch umsetzen könnte. Und es gibt auch Modelle, die es tun. Man kann es direkt in Deutschland auch machen. Und da bin ich jetzt privat als nächstes dran, da mal vor Ort zu gehen und mich zu informieren. Aber da kann man mal ein andermal drüber reden. Auf jeden Fall gibt's da schöne Sachen, die sich daraus entwickeln lassen können. Und es macht einen zufrieden und sich selber immer wieder bewusster, wie wichtig doch die einfachen, natürlichen, gegebenen Dinge sind. Und wenn man die befriedigt, dann hat man so viel Potenzial frei für die wichtigen Dinge. Das ist einfach, ja, einfach geil, was soll ich sagen? ich hätte mal eine Frage nochmal. Ja, bitte. Es gibt ja, du meintest ja, du bist ja viel darauf gekommen, auch von Mario Prass, und dann gibt's ja noch Joe Kreisel, der mal dieses Video gemacht hat, es liegt viel an dir. Und da erklärt er auch so ein bisschen, wo die Buchstaben und sowas alle herkommen. Und der meinte, das funktioniert halt auch nur in Deutsch oder halt in, ja, hattest du das mal gesehen oder was hältst du davon? Das würde mich mal interessieren. Ja, aber ist halt, gehört zu dem Teil, der danach passiert ist, wo die Boxsara keinen Anteil mehr drauf nahm. Man darf ja nicht vergessen, es ist der Sound, der die Schwingung, die hier zugrunde liegt. Und es ist ja keine Sprache, die in Schrift zu fassen ist. Deswegen ist es ja so schwierig für uns, dieses Audiobuch zu erstellen, weil Lautschrift und das auch richtig auszusprechen, weißt du so, das ist schwieriger, als wir dachten. Aber es ist halt wichtiger, dass wir diesen Wahnursprung wahrnehmen, also uns dem bewusst werden und nicht der Verballhornung danach. Weil alles, was mit Schrift zu tun hat, ist kein natürlicher Ursprung. Mhm. Schrift bedeutet menschlicher Einfluss. Und Buchstaben, die man jetzt aus Symbolen wie den Runen jetzt zum Beispiel abgeleitet hat, das ist eine Sache von der heutigen Wahrnehmung, wie der Ursprung der Schriftsprache vielleicht ist. Aber es führt A, dich letztendlich nicht zum Ursprung, B, führt es nicht, dich nicht zum tieferen Verständnis, weil du die Frequenz nicht wahrnehmen kannst dessen, was mal war und nicht aufgeschrieben ist. Ne? Also ist die Schrift immer eine Abkehr dessen, was natürlich ist, und es dient immer irgendeinem Zweck, sonst hätte man sich die Mühe nicht gemacht. Und Entschuldigung, meiner Ansicht nach ist es so, dass man, als der Wechsel war zwischen den Blutlinien, zwischen den Spermen und den Blutlinien, also praktisch als man jetzt einen Nachfolger installieren konnte, was vorher nicht gegeben war, weil jeder war ja dein Vater und deine Mutter. Jetzt konnte man Macht, Einfluss und vor allen Dingen Geld konnte man vererben. Und das geht nur, wenn du die Leute in ein Bewusstsein zwängst, in eine reale Wahrnehmung der Realität zwingst, ja, mit der du langfristig umgehen kannst. Und das geht mit dem Schriftwerk, mit Anleitungen, super. Mit dem Sanskrit haben wir es ja gesehen, was dann zur Folge hatte. Du siehst ja, wie Indien heute ist. Also die Brahmanen haben da nichts zu suchen. Das sind die Interpretation machen. Ne? Jeder irdische Vertreter. Du brauchst niemanden, Mann. Es ist immer nur du selber,
wenn du dir selber bewusst wirst, nimmst du die nächste Person ja auch anders, völlig anders wahr. Oder du nimmst es erstmal bewusst wahr und nicht durch dein Ego. Ja, und das ist etwas, was wir auf dem Reasse-Camp zum Beispiel erleben, weißt du, dass du Gleichgesinnte mal in die Augen gucken kannst. Du guckst auch gerne hin ins Gesicht, weißt du, weil du siehst da, hey, ne, da ist eine Resonanz. Das ist ja das, was wir vermissen heutzutage. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns diesem Ursprung so bewusst werden und diese Zusammengehörigkeit auch irgendwie ausleben. Und das hat nichts mit Religion oder Esoterik oder schieß mich tot da irgendwie zu tun, sondern es ist einfach nur eine bewusste Wahrnehmung deines Selbst und des anderen auch. Und dann siehst du, was passiert. Und dann folgst du diesem Flow. Und seitdem ich das mache, wie gesagt, ich bin meinem Schicksal einen Schritt voraus. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern ich habe auch drei Freunde, die das Gleiche durcherlebt haben wie ich. Die sind also auf dem gleichen Wahrnehmungslevel wie ich. Und das sind andere Menschen. Völlig gesund. Spannend, was du auch über Schrift und Sprache halt sagst, weil in der Welt, wo unsere Kinder aufwachsen, so Schulwelt und so weiter, Schulwissen, das ist ja genau das Gegenteil. Es ist auch wieder da eine komplette Umdrehung. Also im Grunde genommen, in unser Bewusstsein, so wird uns das anerzogen, Geschichte ist das, was geschrieben steht. Mhm. Und tatsächlich ist das, was es Geschichte sogar definiert. Das ist eben Geschichtsschreibung. Und alles, was nicht mit Schrift zu tun hat, ist dann quasi nicht existent. Also es gibt Archäologie und so weiter, aber guckt euch das an in unserer Welt. Jedes Mal heißt es dann, wenn du nachguckst, wie alt ist irgendeine Stadt oder sowas, dann kommt immer gegründet oder erstmals urkundlich erwähnt. Also es gibt auch Städte, die gegründet wurden, neue, da kann man das sagen. Aber genau, es ist so auf einmal ist es eine Urkunde, so, weißt du? Genau. Und alles, was davor ist, ist, als ob das nicht existent wäre. Also es tritt ins Licht, in unser Licht des Bewusstseins rein, ab Schrift, ab Urkunde. Und alles, was keine Schrift hat, das wird als primitiv angeschaut und mittlerweile ist uns klar, dass das völlig falsch ist. Also unsere Vorfahren, die Menschen, die ja früher gelebt haben, zu Stammeszeiten, Germanen, Kelten und so weiter, all diese Leute, das waren keine Primitiven, also keineswegs so, aber die haben halt nicht geschrieben, weil sie eben in dieser mündlichen Tradition gelebt haben und in diesem mündlich würde ich auch sagen, das ist wie du es auch vorhin gemeint hast, das ist ringmäßig, das ist spiralmäßig, ja, das ist auch eine Art zu denken, also man denkt spiralmäßig und du kannst dann in diese mündlichen Dinge, du kannst dann so, wenn der Barde singt, du kannst da jederzeit einsteigen und auch jederzeit aussteigen, so, während unsere schriftliche Geschichtsschreibung, die ist eben linear, es gibt einen Anfang, gibt ein Ende, die ganze Heilsgeschichte und so weiter und es sind tatsächlich komplette eine komplette Umkehrung, es sind wirklich so Polaritäten, so, denkst du spiralmäßig oder eben so linear. Ne? Ja, perfekt, Frankie, perfekt. Als ob du da gewesen wärst und ein Wochenende verbracht hättest mit den Leuten. Genau so ist es. Ja, schön. Ja, dich hab ich. Bin auch ein alter Bock, oder was? Ja, total gut. Das ist eine ganzheitliche Wahrnehmung so. Das hast du halt drauf. So. Und du hast dein Ego auch unter Kontrolle. Ja? Du weißt, was ich meine damit. So. Das ist einfach dieses sich selber zurücknehmen und dann, weißt du, so im Flow sein. Aber die machen das auch, wenn du nur ein Wort kommst, nicht im Flow. Das ist ja die Falle. Sobald du im Ego bist, ne, ist vorbei. Und da ist es, wie gesagt, das habe ich auf dem Reasse-Camp ja erlebt, ne, als ich im Raucherraum war, als ihr die Bühnenvorstellung hatte. Da habe ich halt viele Menschen kennengelernt, aber halt jeder war so auf der Suche nach der Wahrheit, weil er irgendwie gemerkt hat, irgendwas läuft hier falsch. Und dann hat er irgendein Thema gefunden, wovon er dann überzeugt ist, dass es so ist. Aber das war's denn auch. Also, weißt du, ich meine, ein ganzer Raum voller Spezialisten, aber keine ganzheitliche Wahrnehmung. So, also ich habe mich da, also ohne jetzt, ich will nicht arrogant klingen oder so, aber ich habe mich da in Anführungsstrichen alleine gefühlt, weil ich dachte eigentlich, dass alle so in die Richtung denken. Wir wollen ja die ganze Wahrheit. Ich will ja nicht nur eine Wahrheit. Das ist mit diesen Flat Earthern, ne? Das ist, die denken, eine Wahrheit gefunden zu haben und beharren jetzt da drauf. Das ist genauso wie die Globeheads. Also beide bescheuert. Beides Ego. Ne? Und das siehst du, wenn du dann so bei Facebook da mal so die Kommentare verfolgst. Also das ist eine pure Ego-Falle, diese Scheiße. Das ist kein vernünftiger Austausch möglich. Man würde sich anders verhalten, wenn man sich im Ring gegenüber sitzen würde. Im Ting. Und dort besprechen würde, gemeinschaftlich, mit dem gemeinsamen Feeling für die Gruppe. Ne? Da würde man, weiß nicht, meinen so. Das ist das, was nicht stattfinden darf. Sonst werden wir unsere, und deswegen müssen wir es irgendwie einen Weg schaffen, alleine halt den Weg erstmal zu uns zu schaffen und zu unserem bewussten Sein und dann halt andere damit anzustecken und zu überzeugen, dass die natürliche Sichtweise der Dinge das ist, was uns zufrieden macht und alles darüber hinaus eine Manipulation darstellt, um uns genau davon wegzubringen.
Das ist Yin und Yang, hell, schwarz und weiß, gut und böse. Das ist der rote Faden. Wir müssen diese patriarchalische linke Gehirnhälfte müssen wir bewohnen die ganze Zeit, damit der System funktioniert. Alles andere würde uns zu dem machen, was wir sind. Und da sind alle Grenzen offen, bis hin zur höheren Bewusstsein und Licht, Energiewesen und Ähnlichem. Zumindest verbunden sein mit seinen Ahnen und die Reinkarnationsmöglichkeiten auf der Erde hier überhaupt erstmal schaffen, damit unsere Seelen auch wieder zurückfinden. Ist doch nicht so schwer. Man muss doch nur einen Baum pflanzen und die Sache ernst nehmen mit seinem Nachwuchs, Herrgott, nochmal. Was machen wir stattdessen? Steuern zahlen. Aber apropos Assecamp, ihr könnt euch jetzt auch schon anmelden, wenn ihr das möchtet. Anmeldung@radioemergency.de. Dann kommt das auch an. Ist mir nur gerade eingefallen, dachte ich, wäre mal eine gute Brücke dazu. Ja, sehr cool, Dergel. Sonst fällt uns das immer ein, so. Irgendwo um 12:30 in der Nacht oder so. Ey, wir haben das noch gar nicht erwähnt. Genau, jetzt mal zu Primetime hier mal in eigener Sache mal was sagen. Sehr gut, Dergel. Ja, genau, und von Anmeldung Modalitäten wäre vielleicht noch, wenn wir wüssten, wie lange ihr bleiben wollt. Also wir machen ja vom Donnerstag diesmal bis zum Dienstag, also über das ganz lange Wochenende. Also vom 30. bis zum 4. Und ja, wie lange ihr bleiben wollt oder ob ihr im eigenen Zelt ankommt oder ob ihr ein fertig aufgebautes Zelt benutzen möchtet, Gemeinschaftszelt. Cool, also ich bin auf jeden Fall dabei die ganze Zeit. Ja, dann muss ich anmelden. Habe ich doch gestern. Ach, hast du nicht? Irgendeinen Knopf gedrückt. Okay, dann schreibe ich dich gleich mit rein, weil eben ist auch schon wieder eine Anmeldung reingekommen. Ding, ding. Ja, aber noch, warum machen wir das mit Anmeldungen? Weil da manche Leute meinen, ja, aber es ist nicht schon wieder Kontrolle und Manipulation. Nein, es ist halt, der Platz bietet halt begrenzt nur Zugang. Ja. Wobei, macht euch keine Sorgen so. Also es ist jetzt nicht, dass die Plätze jetzt schon rar werden oder sowas. Es ist schon ein bisschen Platz, aber wir sollten es halt vorher wissen und nicht zuletzt auch geht es darum, Lebensmittel einkaufen und so weiter. Und letztes Jahr haben wir viel zu viel gehabt und so weiter. Deswegen ist das ist der einzige Grund davon. Es werden ja keine Daten gespeichert. Hier ist Radio Emergency. Ja. Wir brauchen kein neues Datenschutzgesetz, weil wir greifen sowieso keine Daten ab. Also es geht wirklich um rein praktische Dinge so und nichts anderes. Und ich schreibe auch nur die ganzen Spitznamen und so in die Liste. Also da ist dann auch nichts. Und die wird auch hinterher natürlich auch wieder gelöscht, wie wir es letztes Mal auch schon gemacht haben. Rituell verbrannt. Die wird verbrannt, genau, wollte ich gerade sagen. Außerdem, also der Datensatz. Ja, außerdem haben noch viele Leute nach der konkreten Adresse gefragt. Ich hau die direkt mal in den Chat rein. Also wenn ihr das bei Google eingebt, da könnt ihr das finden. Genau. Das ist nämlich auch schon oft angefragt worden. Da mal schauen. Nee, ja, Assecamp. Ist ja gar nicht mehr weit, ne? Ja, ist nicht mehr lang. 2 Monate. Mhm. Ja. Mensch, ich wollte gerade noch so ein paar Sachen einwerfen. Ich konnte euch ja gar nicht, ich wollte ja jetzt nicht so reingrätschen. Aber ich habe gerade so interessante Sachen über die Rootsprache, diese Om-Klänge oder auch diese Katara-Hymne, die habe ich mir auch schon ein paar Mal angehört. Solche Sachen, solche Klänge, die deuten ganz, wie Milo auch gerade sagte, auf diesen ursprünglichen Zusammenhang hin zwischen der Verbindung von Emotionen und Frequenzen. Also quasi die energetische Manifestation bestimmter Töne bei Meditation oder auch so Klangschalltherapie, sowas kennt man ja auch, ne? Dass halt bestimmte Klänge und Frequenzen ganz klare emotionale Reaktionen hervorrufen, die scheinbar so indigene einprogrammiert sind. Das kann man zum Beispiel hier bei Moll und bei Dur-Musik. Ist ja Moll, hört sich traurig an, ist so Trauermucke. Und dann Dur ist so eine fröhliche Musik gerne. Ja, das ist ja unabhängig von Kultur. Du kannst jetzt irgendwo in den tiefsten Busch fahren, Leute, die noch nie irgendwelche moderne Musik oder irgendwas gehört haben, synthetische Klänge. Du spielst eine Melodie in Moll vor und die fühlen sich dadurch traurig, beziehungsweise wird diese Melodie das Gefühl hervorrufen. Ne? Und bei Dur eben das Gefühl. Ich bin nicht sicher, du. Meinst du nicht? Also ja, das sagt man auch so leicht, traurig und fröhlich, aber ich weiß nicht, ich meine, die Worte im Original sind italienisch, Moll weich und Dur hart. Also. Ob das ist, ja, für manche Leute wirkt es traurig, aber bei mich zum Beispiel nicht. Also so Moll macht mich jetzt nicht traurig in dem Sinne. Okay, traurig ist ja in dem ist ja vielleicht der falsche Ausdruck. Diese energetische Qualität kann vielleicht auch als Trauer interpretiert werden. Aber das ist halt mehr eine bestimmte Frequenzmuster, das schon. Also es hört sich doch schon ganz, ganz klar anders an, wenn man das sich anhört. Ne? Und ich glaube nicht, dass es nur kulturelle Einflüsse ist. Also ich glaube schon, dass es irgendwo in uns drin ist. Ich bin ja voll bei dir. Wahrscheinlich waren es echt nur die Worte. Weil in der Tat, das ist ja dann die Kunst des Musikers, eben Töne so zusammenzusetzen, zu Melodien, zu Chorden, die natürlich eine Emotion hervorrufen, Gefühle hervorrufen beim Hörer. Das ist ja, um was es bei Musik geht, ja, völlig klar.
Aber also wie genau das ist, weißt du, das ist eben, das ist dann nicht, das ist nicht so einfache Schubladen, sondern da kommt dann eben, das ist wesentlich tiefer. Also vielleicht war es tatsächlich nur die Worte. Was ist denn unser größter Resonanzempfänger im Körper? Der Bauch. Unser Leitungssystem? Also unser. Nein. Was wird denn durch Frequenzen beeinflusst? Wasser. Ja, das stimmt. Ja, ja klar. Ich hätte jetzt auch, ich dachte jetzt. Wir resonieren im wahrsten Sinne des Wortes mit den äußeren Schwingungen, die auf uns einprasseln. Ein Freund von mir sagt, der mit der Boxsager-Geschichte jetzt sein Erwachen hatte vor anderthalb Jahren. Und der Junge war 16, jetzt ist er 17. Der ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit zu einem richtig angesagten DJ geworden, weil er sich mit Frequenzen auskennt, weil er die Rootsprache anders verarbeitet hat mit seinem jungen Gehirn als wir oder als ich. Das ist schon echt beeindruckend. Der erzeugt Stimmung, Wahnsinn, weil er halt dieses Bewusstsein dafür entwickeln konnte, durch diese Frequenzen, die durch die Rootsprache bei ihm eine Wirkung hervorgerufen haben. Also egal, was passiert, Menschen reagieren positiv darauf. Und die Frequenzen, die wir übernehmen, also praktisch, benutzen wir ja auch zum Meditieren, deswegen sind diese Mantren ja auch so wichtig, weil wir uns dann ja in diese bewusste meditative Resonanz ja hineinsummen oder hineinsingen. Aber dann ist ja auch noch die Frage, wie gesagt, die Abkehr dessen, was ja heutzutage stattfindet, meiner Meinung nach persönlich, ist halt diese Meditation, die dann daraufhin folgt und das mit den Chakren. Also ich gehe davon aus, dass wenn Wasser wirklich ein Informationsspeicher und ein Frequenzresonator ist, dass nun mal unser Samen oder die Essenz, die wir von Natur aus erzeugen können, also diese Flüssigkeit, die wir von Natur aus erzeugen können, die können wir auch mit Energie beladen. Demnach findet das Konzentrieren unserer ganzen Energie ja zwischen den Beinen statt und nicht in Richtung Kopf, die man sonst meditiert. Also wir meditieren in die falsche Richtung und auch nicht im Kreis. Und deswegen verpufft die Energie nach oben hinweg und nach oben hin, das ist für mich eine hierarchische Ordnung. Deswegen ist die Meditation, auch dieses Om-Zeichen, so aus meiner Sicht kein natürlicher Ursprung. Du musst nur meditieren, wenn du dissonant bist, um dich zu resonieren. Aber wenn du von Natur aus in deinem naturgegebenen Recht und Umfeld dich wahrnimmst und deiner selbst bewusst bist, brauchst du das nicht. Du bist genau darauf wollte ich hinaus, dass die Meditationstechniken ja dazu dienen sollen, eine bestimmte Struktur innerhalb des Körperwassers anzuordnen oder das neu zu strukturieren, neu auszurichten, neue Informationen, das neu in Form zu bringen, das ganze Körperwasser, die Struktur darin. Ja, und dann wird's halt abgesaugt. Du behältst es ja nicht du hältst es ja nicht im Kreislauf, ständig am Laufen. Du produzierst sie und leitest sie nach oben ab, richtig? Ja, schon. Aber man kann sie auch eine gewisse Zeit lang halten, manchmal. Siehst du, mit dem Ringschließen verlierst du nichts davon. Und je mehr du meditierst beim Beten, ja, umso energetisch geladener ist es ja auch. Deswegen ist es das Plasma, was du selber auflädst, ja, was du für dich verfügbar hältst. Ja. Und das ist das, was deine Wahrnehmung und deine Resonanz, wenn du resoniertes Wasser, resonierte Flüssigkeit zu dir nimmst, in dem Fall auch noch eigenproduziertes Plasma, ist es das Geringste, was du von Natur aus tun kannst, um dein Energielevel nicht nur aufrechtzuerhalten und dein Immunsystem zu stärken und Ähnliches, sondern halt eben auch diese Anerkennung an die natürliche Ordnung zu geben. Also ein bewusstes Offering. Ne? Und darum geht's auch. Und das ist die einzige meditative Übung, die ich mache. Gentlemen, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal den Stab weiterreichen an den Tonmeister von Radio Emergency? Und mal gucken, welche Harmonie ein Deckel zusammenstellt hier. Lass uns mal eine kleine Pause machen. Ja. Ich muss bei mir auch unbedingt mal durchlüften und muss mal auch auf den Top. Ja, alles klar. Milo hat es ja schon verraten. Ich hatte natürlich schon was vorbereitet. Und zwar, Hymn of the Kataras. Ja, in der 432 Hertz Version. Die letzte Hymne der freien Menschen. Viel Spaß, ja. Und da sind wir wieder zurück heute Abend mit dem Boxsager Spezial. Der Milo hat uns ja schon gerade einiges erzählt über die Root Language, über die Frequenzen, über die Ursprünge der ganzen Sache. Gerade haben wir auch nochmal die Katara-Hymne gehört, zum Eingang der Pause. Sehr interessantes Stück, muss ich sagen. Also ich höre mir das auch ab und zu mal gerne an, um ein bisschen runterzukommen.
kann man sich ab und zu mal geben, auf jeden Fall. Weil da gibt es da noch ähnliche, ja, gerade im Chat habe ich gesehen, wurden auch schon ein paar Links ausgetauscht über ähnliche Musikstücke. Ja, finde ich auf jeden Fall mal hörenswert, sowas. Apropos hörenswert, morgen Abend haben wir auch was Hörenswertes für euch. Und zwar der Deckel hat da was am Start mit dem Frank zusammen. Deckel, wolltest du mal erzählen, was ihr da ausgeheckt habt zusammen für morgen? Ja, und die Kissy auch. Und zwar haben wir morgen, wie gesagt, heute Abend feiern wir so gesehen ja die längste Nacht und morgen feiern wir den längsten Tag. Nein, die kürzeste Nacht und heute morgen feiern wir den längsten Tag. Und ja, wir werden dann, wenn das Wetter gut ist, sogar aus dem Garten senden. Und ja, ich werde da mir morgen was einfallen lassen. Auf jeden Fall machen wir morgen so ein kleines Special über die Sommersonnenwende. Ja, es ist ja immer etwas, mit dem wir auch gerne mitschwingen, so die Jahreszeiten, diesen Rhythmus, die Kardinaltage, so. Das ist wichtig für uns, so wie es unsere Vorväter auch schon gemacht haben, um eben so in Tune zu bleiben. Das ist auch eine Art von Frequenz, weißt du, die Sonne ist ganz oben, Sonne geht wieder weiter runter, ist auch eine Welle, eine Frequenz, nichts anderes, ja. Ja, und spannend wird es auf jeden Fall auch musikalisch morgen, weil Deckel, du kriegst da heute wieder echt, hast du heute Abend auch schon wieder die Trickkiste gegriffen. Also, ey, ganz großartiger Move eigentlich von dieser Katara-Hymne dann hin zu Killing Joke und ganz ehrlich, so Judas Goat, da hast du auch drüber nachgedacht, oder? Sicher, ein bisschen, aber so ein bisschen bereitet man sich ja dann ab und zu auch mal vor. Sehr gut, ja. Also schaltet morgen ein, ab 20 Uhr sind wir am Start, Open End, wissen nicht, längste Nacht. Nee, Quatsch, umgekehrt. Längster Tag, kürzeste Nacht, so rum ist es. Ja, lass uns wieder zum Thema kommen hier. Und hier, Milo, an dich die Frage, die ich mir auch stelle, so im Zusammenhang mit der Boxsage. Bist du ein bisschen vertraut mit dem Thema Rhesusfaktor, also so Blutgruppen? Ja? Das ist da diese Blutgruppe oder Gruppe 0 Rhesusfaktor negativ. Das ist so eine besondere Blutgruppe und da gibt's ja ganz merkwürdige Ungereimtheiten in den Blutgruppen bei Menschen und auch dort, wo kommt das eigentlich her? Siehst du da, bist du mit dem Thema ein bisschen vertraut und wie siehst du das aus in dem Kontext des Wissens der Boxsager? Also ich fange mal mit dem Kontext an, das ist leichter, denke ich. Eine Sache muss ich noch hinzufügen zu dieser ganzen Timeline, was die Boxsager betrifft. Und zwar einen Teil lassen wir außer Acht, der wird auch in der Boxsage soweit auch nicht erwähnt. Und zwar 50 Millionen Jahre lang außerhalb des Eises. Es ist ja nicht so, dass die Erde keine Menschen mehr beherbergt hat. Die braunen und dunklen und chinesisch aussehenden Brüder und Schwestern, die haben sich ja weiterentwickelt. Beziehungsweise bildet das einen zweiten Ursprung von Informationen, Mythologien und Entstehungsgeschichten. Ich erinnere da an die Anunnaki, das wäre von der Zeit her, glaube ich, auf bis zu 700.000 Jahre vor Christus zu datieren, dass die dort, wenn es sie denn gegeben hat, immer, ne, wisst ja, ist ja nur meine Meinung, dass die dort den Einfluss und eventuell den Unterschied der Blutgruppen mit reingezüchtet haben bei uns. Und dass die Breakaway Civilization der Asen ja parallel dann dazugekommen ist vor 12.000 Jahren. Zu diesem Happening, den wir als Buch des Enochs kennen oder die Fabelwesen oder halt die Chimären und Minotauren und diese ganzen Geschichten. Von mir aus auch Außerirdische, wer es möchte oder ähnliches. Dass das außerhalb stattfand. Und deswegen müssen wir das trennen und auch nicht vergessen, dass viele mythologische Entstehungsgeschichten ja auf beiden basieren, weil der Einfluss von den Asen, die 12.000 Jahren dazugekommen oder vor 10.000 Jahren dazugekommen sind, wird ja in der Arche Noah ja verarbeitet. Aber dennoch gibt es ja auch das ältere Testament, wo ja auch noch die Riesen und Ähnliches erwähnt werden. Also es gibt dort Vermischungen und deswegen finden wir dort aus der Richtung ohne diese zweite Timeline der Boxsage auch nicht eigentlich zum wahren Ursprung. Wir wissen noch nicht, was wir voneinander trennen müssen. Deswegen versucht euch da mal reinzudenken, wie das Leben außerhalb ausgesehen hat mit diesen ganzen Mythologien, die wir ja sonst noch übrig haben. Die kann man dort dann einordnen. Und das ist gerade echt interessant. Da wir den gleichen Ursprung ja haben, vom gleichen Allvater und Allmutter, stellt sich die Frage der Blutgruppen ja soweit nicht. Wir müssten ja alle irgendwo ja ähnlich sein. Deswegen kann dieser Rhesusfaktor nur von außerhalb kommen. Wo auch immer die dann noch hergekommen sein mögen, ob es jetzt vom Weltall ist oder vom anderen Kontinent,
lasse ich außer Frage. Auf jeden Fall gab es da Einflüsse zu unserem Nachteil von, und diese Pyramidenstruktur ist ja das, was die Anunnaki laut der Aussagen, ja, die man recherchieren kann, ja dagelassen haben. Die haben ja einen General dagelassen. Seitdem haben wir ja diese militärisch-hierarchischen Gesellschaftsformen überhaupt. Und das ist dieses böse alte Wissen, wogegen wir mit unserem jetzt dazugewonnenen natürlichen Ursprung halt jetzt was entgegensetzen können. Ja, das finde ich wirklich, das ist ein super spannender Punkt hier, Milo, auch an dem ich selber jetzt schon seit geraumer Zeit hänge. So. Die Frage. Hallo? Oh, sorry, jetzt hatte ich kurz wieder Mikroaussetzer. Ich bin wieder da, sorry. Ausgehen jetzt. Ja, es ist eine super spannende Frage. Bei der Rhesus-Geschichte, das ist ja wirklich unklar. So, ja. Und es ist die Frage, gab es da einen Einfluss von außen? Und du hast es ja selber gerade angesprochen, Nibiru oder eventuell, vielleicht gibt es auch noch andere Kontinente oder Innererde oder was auch immer so. Äußert sich da die Boxsager dazu? Weil wenn das eine Geschichte ist, die über 100 Millionen geht, kommt in dieser Boxsager so ein Thema vor, dass irgendwas von außen gekommen ist? Also seien es Götter, Aliens oder sowas. Was spricht die Boxsager? Weil das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, geht es wirklich nur um hier, um das Leben hier auf der Erde? Oder gibt es noch irgendwas außerhalb? Was sagt die Boxsager dazu? Die Boxsager sagt eindeutig, ein Plan, ein Planet. Planet bedeutet ein Plan, ein Planet. Die Sonne, der Mond, die helle und die dunkle Seite und die Sterne. Also praktisch all das, was du von der Erde aus siehst. Das ist real. Es wird nicht erwähnt, ob es ein Weltall gibt, ob es ein Sonnensystem gibt, ob die Erde flach ist oder kreisrund ist, wird nicht erwähnt. Und die Asen, die das Ragnarök ja überlebt haben im Eis, die konnten ja von diesen ganzen Veränderungen draußen nichts wissen. Überlegt mal, die sind 50 Millionen Jahre lang eingeschlossen, kommen raus und denken, die Erde sieht so natürlich gegeben aus wie früher auch. Nur, dass die Leute halt vielleicht noch dunkelhäutig sind. Und dann kommen sie raus und auf einmal sehen sie Sodom und Gomorra. Ne, und da erinnere ich ja noch ans Mahabharata. Ne, Rat bedeutet Krieg auf Slawisch. Auch so ein Root-Ursprung. Und dort kann es durchaus sein, dass die alte Asenzivilisation gegen die vorherrschende, gegen das Babylon, Sodom und Gomorra-Prinzip ja gekämpft haben. Also, dass diese Abkehr dessen von Natürlichen, womit die Asen nicht gerechnet haben, mit dem mussten sie sich auseinandersetzen. Und wie das ausgegangen ist, das, wie gesagt, kann man ja nun in den letzten 4.500 Jahren oder bis 8.000 Jahren, das Mahabharata, glaube ich, ja zurückverfolgen. Also da ist dann schon einiges passiert. Also man kann das schön einweben, ne, in das ganze Konstrukt. Und die zwei Timelines dennoch sind der Punkt, den wir meistens außer Acht lassen. So, es gab definitiv eine Entwicklung von uns, die uns zum Bösen geführt hat. Und bis hin, der letzte war Jesus Christus, der letzte von der ältesten Familie, von den Ringfamilien, von den Rosette, deswegen ja auch die Rosen, die in Verbindung mit Jesus stehen. Das war der Letzte, der versucht hat, diese Lebensweise, die man ja arisch-vedisch ja denn nachlesen kann, wieder einzuführen. Ne? So, und diese Verbundenheit mit sich selber und mit allen anderen. Also praktisch diese ego-freie Sichtweise der Dinge, diese natürlich gegebene. Und das war dann der letzte Versuch. Ne? Sehr, sehr interessant. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass Jesus aus einer von diesen alten Familien stammt. Das ist ja, okay. Ausgerechnet jetzt, wo es Hotspotter. Du hattest ja gesagt, Jesus stammt auch aus einer von diesen alten Familien. Nun ist ja die Tradition, so wie es in der Bibel steht, wenn ich mich recht erinnere, geht es ja zurück, dass Jesus eine Blutlinie hat zu David, also dem legendären König David. Wie siehst du bei den Hebräern, bei den Juden das, die auch ein großes Gewicht drauf legen, auf diese Blutlinien und auf Wie siehst du deren Rolle in der Boxsage? Ich meine, im hebräischen Erbe gibt es auch diese Story von den 12 Stämmen, die dann irgendwie versprengt sind auf der Welt und dann teilweise nicht mehr voneinander wussten und so. Siehst du da auch Ähnlichkeiten, Resonanzen, dass sich das da irgendwie einfühlt? Ja, weil das Buch, was ich meinte, was die eine von den Glaskugeln, die Damen, dargelassen hat als Anleitung, ist ja die Tora. Und welche Interpretation der Tora es nun mal gibt, kann man nachvollziehen. Es gibt also mehrere.
doch die westliche und die babylonische Dora. Die haben sogar Krieg untereinander geführt. Und dort überliefert in der Boxsage sind auch die Rabis, die Brüter praktisch, also die den Rod, den Stamm gründen sollen. Ja, und das waren ja nun mal 12. Und also das ist schon der Ursprung. Also die Boxsage knüpft da nahtlos an und erklärt die Ursprungsgeschichte der Hebräer genauso mit. Ne, weil hier geht es nicht um Religion, hier geht es um unseren Menschheitsfamilienursprung, unseren gesamten. Ne, das ist so die Boxsager-Schablone, die man da aufsetzen muss, weil man uns ja als gesamte Menschheit alle vom gleichen Ursprung ja aus betrachten müsse. Das wäre natürlich. Und da sind die Hebräer, wie gesagt, die Orthodoxen, glaube ich, dort näher dran als alle anderen. Ne? Und wie gesagt, die Beschneidung ist dann der Versuch, diesen Ursprung umzukehren und halt in eine Pyramidenstruktur umzuwandeln und anzupassen, nur damit diese basierende Ringstruktur halt eben nicht mehr wahrzunehmen ist. Und von der Kabbala, die Ursymbole, die sind in arischen Veden ja genauso verzeichnet. Ne? So, und die Dreifaltigkeit etc., ne? Der Wotan-Knoten, ne? Alles ist da mit drin. Ne? Hier, Mirko, weil du bist mir so Gentleman auch und aber ich bin mir sicher, zu den letzten Sachen, die hier besprochen wurden, da hast du auch ein paar Dinge zu sagen. Und vielleicht hole ich dich da ins Boot mit der Frage, was schätzt du oder was sind deine Gedanken dazu? So, gibt es so einen Einfluss von außen auf die Menschheitsgeschichte? Einflüsse von außen, ja. Was ist das Außen, ist da die Frage, ne? Außerirdisch oder jetzt flat-earth-technisch, außereisisch? Keine Ahnung, also, oder außer, oder was Unmenschliches quasi, was nicht Menschliches sein, Einflüsse, energetische Strukturen. Also, ich kann mich da ganz schwer festlegen, sowieso nicht. Also, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die ich auf jeden Fall in Betracht ziehen würde. Ob diese Einflüsse jetzt, wie die vonstatten gehen, da wollten wir sowieso später nochmal drauf kommen. Unnatürlich, das reicht doch. Es ist einfach unnatürlich. Okay, unnatürlich. Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also, unnatürlich ist ein Begriff, ja doch, der würde schon sprechen. Unnatürliche, wir wurden denaturiert. Wir wurden durch bestimmte Einflüsse denaturiert und von unserer eigentlichen, ursprünglichen ja, Naturverbundenheit weggeführt. Das würde ich auch so sehen. Ganz interessant fand ich auch gerade in Bezug zur Boxsaga jetzt diesen Übergang nach der Eiszeit, was der Milo beschrieben hat. Also vorher war es ja eine weltumfassende Kultur quasi. Ne? Dann kam diese Katastrophe, ob es jetzt der Polsprung war oder dass der Äquator sich ein Stück verschoben hat, wie auch immer. Da auf jeden Fall diese Katastrophe weltweiten Ausmaßes, wonach dann diese eigentliche Weltkultur zersplittert war in viele kleinere Gruppen. Einige davon auch im Eis eingeschlossen und ja, 50 Millionen Jahre sonst gewesen sein, glaube ich, später, ne? Nach dieser eigenständigen Entwicklung, unabhängig voneinander, kam dann dieses alte Wissen, was ins Eis eingeschlossen war, wieder zurück und hat sich erstmal angeguckt, was so da abging auf der anderen Welt, ne? Diese Leute mit dem Wissen. Und dann ist ja auch ganz klar, dass Leute, die noch so altes Wissen haben, diesen Wissensvorsprung haben gegenüber den denaturierten Völkern, die diesem Einfluss ausgesetzt waren, ne? Dass die probiert haben, wieder das zurück zu diesem alten Strukturen hinzuführen, ne, zu diesem alten, dieses alte Wissen wieder zu etablieren. Und dass die Einflüsse jetzt, diese negativen Einflüsse oder denaturierenden Einflüsse noch bis heute wirken, merken wir ja jeden Tag eigentlich, würde ich sagen. Ständig. Ja, unsere Realität, unsere Matrix ist darauf ausgerichtet, genau das zu bewirken, ständig. Deswegen wissen wir nicht mehr, wie es ist, ein natürlicher Mensch zu sein. Und was es bedeutet, natürliche Bedürfnisse zu befriedigen. Und ohne den Gedanken an Abhängigkeiten und angstfrei in seiner Mitte, in seiner bewussten Wahrnehmung zu sein. Wir wissen noch gar nicht, es gab keine Lehrer, die uns das gezeigt haben. Vielleicht noch meine Oma vom Dorf oder so, die uns noch ganzheitliche Sichtweisen noch vielleicht mitgegeben hat. Weil sie noch eine Clan-Gesellschaft erlebt hat. Mit den Ahnen-Erbe und mit den Nachkommen, mit der Zukunft, mit, weißt du, drei Generationen unter einem Dach, so. Das ist ein Rot, das ist ein Stamm. Und nicht heute alleine in der Single-Wohnung zu sitzen und die Eltern so früh wie möglich ins Altersheim abzuschieben. Versteht ihr? Wir werden ständig auseinandergerissen. Alleinerziehende Mütter überall. Es ist alles gewollt, nur damit die Kinder vorm Fernseher sitzen und dort das konsumieren, was man ihnen übrig lässt. Ja, wir sind ja nicht nur gesellschaftlich gespalten, die meisten von uns sind ja, oder viele sind ja sogar im Inneren in sich selbst gespalten. Da fängt es ja schon an. Ja, weil sie keine Verbindung zu ihrem Ursprung haben, weil ihnen keiner den Ursprung mal erklärt hat. Weil den Teil lassen sie ja immer weg. Der Teil wird in der Archäologie ja nie nachgeforscht oder heimlich nachts irgendwie rausgehämmert aus irgendwelchen Wänden.
Das ist doch genau der Punkt. Was verheimlichen die vor uns? Wovor haben die Angst? Wozu sind wir in der Lage, wenn wir uns dessen bewusst sind? Und dann kommen wir in eine Resonanz. Wenn wir eine kritische Masse erreicht haben in der Bevölkerung, dann schwappt das auf alle über. Deswegen müssen wir ja auch geteilt und beherrscht werden. Es funktioniert ja gar nicht anders, die Abkehr dessen, was natürlich ist. Die muss so geteilt werden, damit wenige über viele herrschen können. Und das ist das Prinzip, seitdem wir Blutlinien haben. Seitdem große Gebäude gebaut werden mussten, gibt's Nahrung mit Hefe. Warum? Weil das in den Zucker umgewandelt wird und den Blutzuckerspiegel ständig sinken lässt. Deswegen gab es Bier und Brot für die Sklaven. Und dann wurde Geld eingeführt, weil die haben gemerkt, dass sie immer ständig mehr Nachschub brauchen von dem Zeug. Das geht bis heute hin. Geht doch mal in so einen Supermarkt. 80% der Lebensmittel sind immer noch zuckerhaltig. Zucker ist die neue Sklavenhefe. Mehr als 90. Also um die 90 würde ich sogar eher sagen. Ich habe mir das mal genau angeguckt und zuckerfrei mich ernährt eine Zeit lang. Jetzt weißt du, warum. Und da probier jetzt immer noch. Ja, das jetzt ist weißt der du, warum. Und jetzt weißt du, seit wann es so ist. Seit 4.500 Jahren haben wir diese Scheiße, die bis heute vorherrscht. Wir haben Volksdrogen, die wir sang- und klanglos konsumieren. Was meinst du, um die Religion hier und Alkohol erlaubt? Ja? Und so weiter und so weiter. Also das zieht sich immer von der Abkehr der natürlichen Lebensweise, der natürlich gegebenen Lebensweise und das Einführen des künstlichen Systems der Blutlinien. Seitdem der Blutkult vorherrscht, seitdem Blut wichtiger ist als andere. Und wir wissen ja, wenn man seine zu opfernden Leute lange genug quält, entsteht ja Adrenochrom im Blut, was ja dann oxidiert und dadurch entsteht ein Rauschmittel, was seinesgleichen sucht. Ja, und das ist dann irgendwann den Leuten aufgefallen, ne, als sie durch Opfergaben dann sich irgendwann mal ein Herz im Mund gesteckt haben. Und das ist das, womit dann ein Teil der Machtelite ja die Leute halt abhängig macht. Rotwein heißt das in der Szene übrigens in Hollywood. Aber ein Rauschmittel, wie ich hier unbedingt anmerken möchte, ein Rauschmittel, was den Menschen keineswegs irgendwie weiterbringt oder irgendwie dein Bewusstsein erweitert, ja? Weil, nee. sondern das sehen wir auch aktuell. Ich meine, da im Syrienkrieg zum Beispiel, da sind auch solche Szenen vorgekommen, wo dann Leute von getöteten Gegnern da die Organe rausrupfen und reinbeißen. Und ganz ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass diese Menschen irgendwie weiterwirft. Also ich meine, es mag vielleicht irgendeine Art von Rausch geben, das mag schon sein. Aber wenn dann auch wieder nur so das Ego berauschen, aber nichts, was einem wirklich weiterführt oder irgendwas zeigt oder in Verbindung bringt mit der Natur oder mit irgendeinem anderen Bewusstsein oder sowas. Ja. Also es ist nichts, was einem hilft. Nein, du bist destruktiv. Du denkst, du bist der Teufel persönlich. Und deswegen ist dieses die Illusion der Omnipotenz. Ne? Das so verführerischer geht's ja kaum. Aber das ist das halt, worauf die halt eben dann irgendwann gekommen sind und worauf die halt eben abfahren. Und das ist der Grund für viel Elend heutzutage. Ja. Aber mal zurück zum, das, was Dirk gesagt hatte. Das war, hilf mir nochmal, Dirk. Mirko, wieso komme ich auf Dirk? Mirko, hilf mir nochmal bitte. Ich weiß, warum du auf Dirk kommst, weil mein zweiter Vorname ist, apropos Synchronizität. Ja, genau. Ach ja, hier, worauf... Worauf, ich wusste es doch, worauf es halt eben ankommt. Ja, was ist denn altes Wissen? Ne? Welches alte Wissen wird denn für uns versteckt? So, und meinem Erkenntnisstand nach ist die Möglichkeit, durch Selbsterkenntnis sich einem Bewusstsein anschließen zu können, einem energetischen Flow, einer gewissen Frequenz, ja, connected zu sein, sich selber dazu befähigt und befreit haben, dass das eine Sache ist, die wir nicht unterschätzen sollten. Und das ist das, was uns alle letztendlich verbindet. Ich erinnere da, wenn ihr Bilder braucht, so hier Avatar, weißt du, wo alle vom Baum sitzen, verbunden mit den Wurzeln. So müsst ihr euch das vorstellen. Weißt du? Ja, connected mit der Quelle. Wie so eine Art WLAN auf einer anderen Ebene. Das ist das, was wir nicht, und wie gesagt, ein Avatar, finde ich, steckt sehr viel Wahrheit drin. Nur, das zeigt, wozu wir mal fähig waren. Also, ne? Und das, in der Bibel steht es auch, weißt du, Gott wohnt in jedem von uns. Ja? Wir sind ja die Schöpfer. Guck mal, wir haben eine Idee, wir sind kreativ. Ne, unsere Seele ist hier irgendwo reinkarniert in eine physische Existenz und dann kommt ein Geistesblitz und du setzt es um, praktisch du manifestierst, also du bist schöpferisch tätig, ja, und veränderst damit deine Realität. Ne? So erfindest irgendwie den, keine Ahnung, wie Tesla oder so, erfindet irgendwie den Raumkonverter, ne? Kann damit ein Auto betreiben, also ohne Akku. Ja, gab schon vor 80 Jahren die Technologie. So. Und Tesla sagte selber, er hat die Informationen bekommen, er konnte sie ablesen aus dem Äther. Also Tesla hatte eine Möglichkeit, durch seine Geräte sich technisch seine Eigenfrequenz zu erhöhen, die ihn dann
gewisse Verbindungen zu Frequenzen ermöglicht hat, mit denen er in Resonanz gehen konnte. Und dann hat er Zugang zum kollektiven Gedächtnis der Menschheit zum Beispiel. So, sowas zum Beispiel. Das ist das, was wir nicht erfahren dürfen. Ja, dass wir also zu Dingen fähig sind, die wir gemeinsam nur erreichen können, die aber nicht mehr in der Lage sind. Ja, und es hat auch viel mit Reinkarnation zu tun. Ja. Zum Beispiel, dass bei den Rothschilds halt die letzte Reinkarnationsstufe nicht überwinden können, weil die dafür unser Allverständnis bräuchten. Da wir uns dessen aber nicht bewusst sind, dass die ständig reinkarnieren, teilweise auch in Gruppen, nicht nur einzeln, kommen die halt nicht weiter. Das ist halt deren Hölle. Ne? So, die herrschen über uns, aber die können auch nicht aufs nächste Level steigen. So, und deswegen muss diese Struktur geändert werden. Und das ist das, was gerade passiert. So, und dann kommt der Moment der Erleuchtung und alles wird tutti. Und dann werden wir mal sehen, in welche Richtung wir uns dann beugen müssen. Ne? Also das ist immer noch hegelische Dialektik aus meiner Sicht. Ne? These, Antithese, Synthese. Es ist immer noch Teile und Herrsche. Und ich bin für jede Veränderung dankbar, die diesen Blutkult eliminiert, definitiv. Das unterstütze ich sofort. Aber ich bin auch nicht blind genug, weil ich ja meine Wurzeln jetzt kenne, ne? Um halt irgendeine esoterische alternative neue Weltreligion, wahrscheinlich der Neokatholizismus, dann nachher überwechseln zu müssen, weil ich sonst keine Lebensmittel bekomme oder so, weißt du? Ja, also wenn sowas kommt, dann ihr wisst ja, kennt ja den Satz, ne? Wir sind von der Regierung, sie können uns vertrauen. Ja. Also deswegen müssen wir uns da energetisch auf jeden Fall frei halten und uns immer noch, egal wie das enden wird demnächst oder sich verändern wird, müssen wir trotzdem unseren wahren Ursprung kennen. So. Und dann wird doch alles andere an Zukunft, an Manipulation, was nicht mit dem im Einklang ist, einfach absurd für uns und nicht mehr akzeptabel. Und diese Art von Haltung und Selbsterkenntnis, die wurde uns halt genommen. Die letzten, die das hatten, das waren noch die Landwirte auf dem Felde, bevor sie in die große Stadt mussten, um dort am Fließband zu arbeiten. Neokatholizismus, das ist ein faszinierendes Wort, das muss ich mir merken. Ja. Ich finde es noch wichtig. Ja. Welches Wort? Neokatholizismus. Ja, kann ich super erklären. Das ist keine Kunstwort, sondern das ist die jesuitische Agenda, zu der Trump nun mal auch gehört. Er ist nun mal Jesuite und nicht irgendwie Nachfahre eines Templermeisters, wie ich gehofft hatte erstens. Und er ist, vergesst nicht, auch nur das Instrument des globalen Prädiktors, den wir alle nicht kennen. Ne, Rothschild ist ja nicht der Spitze der Pyramide. Die Pyramide ist, die Spitze ist immer ab. Ne, die Spitze kennen wir gar nicht. So, und das ist das, wo wir uns da nochmal Gedanken rufen sollten, wer sitzt denn da wirklich und regiert? Ne? Sind es denn vielleicht, ist es wirklich eine Entität oder Black Goo verseuchter Außerirdischer? Keine Ahnung, kannst du den Kopf drehen. Auf jeden Fall ist es immer irgendjemand, der versucht, uns zu beeinflussen und der sagt, in welche Richtung das lang geht und wann wir welche Technologie erhalten sollen und zu welchem Zweck wir sie nutzen dürfen. Das war schon immer so. Und das muss uns auch bewusst werden. Und wenn wir, das ist praktisch die Spitze der Unnatürlichkeit. Und wenn wir dagegen unsere Ringwahrnehmung setzen, ne, dann können wir uns dort klar von abgrenzen. Egal, wer da oben sitzt. Das interessiert uns dann ja auch nicht mehr. Und das ist der Punkt, wo dann Potenzial frei wird, weil wir uns nicht mehr mit den Details beschäftigen, sondern aus einer ganzheitlichen, bewussten, sich selber bewusst im Sein befindlichen Wahrnehmung befinden und dementsprechend verwurzelt uns nicht wegbewegen brauchen. Weil es ist kein natürliches Recht eines anderen über dich zu bestimmen, definitiv nicht. Wobei der kategorische Imperativ ein Naturbedürfnis ist. Ja, also das funktioniert von sich aus. Er darf halt nur nicht prosperieren, ne? Das ist das Problem. Das ist, als ob man Immanuel Kant Handschellen anlegen würde zum Kotzen. Ja, das ist meine Wahrnehmung der Dinge, die heute so stattfinden. Im Gegensatz zu unserem natürlichen Ursprung. Und deswegen ist sie natürlich. Guck mal, was sind denn die Grundsachen, die wir haben müssen? Wir brauchen, können eine Faust ballen und dann könnt ihr an euren Knöcheln könnt ihr die 5 Bedürfnisse abzählen. Das ist einmal sauberes Wasser, wenn es geht, Quellwasser und so weiter, ne? Das Thema kann man ja vertiefen. Dann Kleidung in der Reihenfolge. Natürlich sinnvoll, ökologisch, nicht von Kinderhand und so weiter, ne? Kann man ja gucken. Das dritte ist gesunde, biologisch-ökologische Nahrung, am besten selbst angebaute, was ja auch schon fast ein Verbrechen gleichkommt in der EU, das zu machen. Und dann fünftens hast du die Unterkunft, die du brauchst. Ja? So. Und was bleibt da nur noch übrig? Die Gesellschaft der anderen Menschen. Und wenn du das hast, brauchst du nichts anderes. Und wir waren tausende von Jahren so glücklich, in Anführungsstrichen, zumindest in der Selbstbestimmung, in der Möglichkeit, eher auf dem Land, weil wir autark waren,
Aber erst recht, als die Großstädte anfingen und mit Kohle und Dampfmaschinen da in diese Zinsabhängigkeit und Geldmachenschaft und unnatürliche, wirklich Sklavenumgebung, ja, zu integrieren. Das war der Punkt, wo wir angefangen haben, unsere Wurzeln zu verlieren, definitiv. Und wenn ich jetzt so meine serbischen Wurzeln jetzt betrachte, so, also ich weiß, was eine Identität bedeutet und sich irgendwo dazugehörig zu fühlen und ähnliches, aber das ist nicht auf mein Blut begrenzt, so, sondern das gilt für alle Menschen so. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, ja, dass wir alle so wahrnehmen sollten wie uns selber, was schon schwierig genug ist, weil die meisten ja nicht so ticken und so offen sind, sondern man muss ja immer ständig gegen deren Ego ankämpfen. Also wenn man das im Alltag dann irgendwann für sich ab und zu mal zumindest mal versucht, ja, es menschlich zu belassen und nicht sich auf die linke Seite zu ziehen, dann kann man definitiv wieder Kontrolle über sein Denken und Handeln bekommen und man ist sich dessen dann viel mehr bewusst und irgendwann wird es zur Routine. Und dann ist man auch ein guter Ratgeber für andere. So, ne? Man kann gut zuhören, man kann objektiv sein. Man kann Menschen zu menschlichen Dingen wieder bringen, wenn man will. Das klappt beim Amt immer ganz gut oder bei irgendwelchen Einkäufen oder so. Wenn man sich halt ganzheitlich menschlich verhält, das ist etwas, was sie nicht erleben. Und man wird immer danach mit einem Lächeln empfangen. So, man kann immer was weitergeben. Das sind so Kleinigkeiten zum Beispiel. Ja, aber die Selbstentscheidung, sich selber zu befreien von diesem ganzen unnatürlichen, materialistisch geprägten, technokratisch eingeführten Manipulationen, das ist ein Schritt, das kann nicht jeder. Ich nutze ja auch gar Computer und so, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie im Wald wohnen musste. Ne? Aber es geht ja darum, dass man sich damit dann bewusst auseinandersetzt. Man benutzt es dann bewusst, ne? Und das muss man ständig üben, so, weil wir jede Sekunde auf unser Ego hin getriggert werden müssen, um halt nicht in diese ganzheitliche Wahrnehmung zu kommen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man sich Auszeiten nimmt am Tag bewusst, ob es mal jetzt hier 5 Minuten runterkommen, mal meditieren ist oder so. Egal was, irgendwas für sich irgendwie, sich seine 5 Minuten nimmt, dann ist einem schon viel geholfen, weil man sich dann in eine resoniertere Schwingung bringt und nicht in eine Disharmonie hält. Und man kann dann auch weiterhin ganzheitlich dann auch agieren und handeln. Und als das, was ich das Ego sehe, Ego ist, finde ich, eine Reaktion unserer, notwendige Reaktion unserer Psyche auf unsere Eindrücke und Einflüsse, die von außen kommen. Und da viele Menschen ja nun ihr Ego nach außen stellen und wir mit deren Ego, ich weiß gar nicht, wie das so plural ist, mit den Egos zu tun haben, dann verlieren wir unseren Bezug zu uns selber und wir definieren uns dann halt durchs Außen und nicht durchs Innen. Das ist praktisch äußere Welten, innere Welten. Und nur mit reiner Meditation, ohne verwurzelt zu sein, das ist so wie Kettenkarussell ohne Ketten fahren wollen. Ja, Milo, ich wollte auch noch mal was nachfragen. Und zwar, du hast ja gerade die 5 Dinge aufgezählt, diese essentiellen Bedürfnisse oder natürlichen Bedürfnisse eines Menschen. Ne? Ja. Also Wasser, Kleidung, Essen, Wohnung und das Umfeld, die Gesellschaft, hast du da gesagt. Ist das so in der Reihenfolge auch wichtig? Wichtiger? So habe ich das gerade verstanden. Ja, das ist die Bedürfnispyramide. Wenn du also die Kleidung? Die Kleidung ist, als wenn demnach du keine Kleidung hast, als du essen? Ja, weil ach so, okay. Du kannst es ja eher erfüllen als, genau, als verhungern. Alles klar. Ich dachte jetzt auch, es geht um die Art der Kleidung. Wie jetzt zum Beispiel, dass ich sauberes Wasser trinke, dass ich natürliche Nahrung esse, natürliche Lebensmittel. Und deswegen dachte ich jetzt auch, dass eine bestimmte Art von Kleidung da essentiell ist. Ja, immer aus deinem natürlichen Bedürfnis heraus. Ne? Und je nachdem, wie dein Umfeld ist. Das ist ganz einfach. Immer bei Null anfangen und immer sagen, die natürlichen Bedürfnisse voraussehen. Wenn ich im Wald stehe, was brauche ich? Weißt du, oder wenn ich in der Natur mich befinde? Vielleicht ich rede ja nicht, ich rede ja nicht von davon, nackt in der Stadt rumzu. Alles klar, okay. Aber eventuell noch immer, um zu differenzieren, das wären dann die Grundbedürfnisse. Aber habe ich mal in Sozialkunde gelernt. Dann hat man die Bedürfnisse, wie Unterhaltung, dies, das, jenes. Und dann gibt's halt auch den Luxus dann halt auch noch. Also nur mal ganz kurz. Ja, das ist die materielle. Das ist nicht die natürliche Bedürfnispyramide. Das ist dann die, hier Schulpyramide, die ihr dann lernen sollt. Damit ihr auch brave Konsumenten werdet. Nee, aber von wegen der Grundbedürfnisse und Bedürfnisse, das meine ich nur. Das war ja, also das, was du aber meinst, heißt, das Grundbedürfnisse sind. Das ist basic, genau. Ja. Das ist der Ursprung. Das ist das, was du wirklich brauchst.
So, und wenn du mal Leute auf dem Land oder einer Dorfgemeinschaft das Privileg hast, die mal zu beobachten, oder ich kenne das in Serbien ja ganz viel, das ist ja noch archaisch, sage ich mal, in manchen Orten. Und da merkst du aber, da ist Kultur, Tradition und Rituale und Ähnliches sehr präsent. Ne? Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass wir halt auch keine Initiationsriten mehr haben. Also im Grunde genommen, da wir uninitiiert sind, sind wir eigentlich so geistig gesehen ja noch Kinder. Wir sind ja noch nicht zu Erwachsenen initialisiert worden. Die Kirche hat da so eine Reformation und Konfirmationsscheiße draus gemacht. Aber dieses, wann werde ich zum Mann, weißt du, diese identitätsfördernden Initiationen, die in den Naturvölkern ihren Sinn haben, die lassen dich ja dann in einer anderen Bewusstseinsschwingung ja dann dich selber wahrnehmen, weil du dann ja dir bewusst bist, durch die Bestätigung der Gruppe, dass du jetzt vom Jungen zum Mann gereift bist. Und sowas fehlt unserer degenerierten Jugend ja schon völlig. Ja, die werden nur ins Teile und Herrsche, Open-Air-Käfig, Gefängnis gepackt hier in die Schule. Und dort hast du ja schon eine Klassengesellschaft. Ja, dort weißt du ja schon als Erstklässler, mit wem du am besten spielen solltest und mit wem nicht. Ja. Ist dann der Geburtstag wichtig oder geht das dann nach wirklich nach geistiger Reife oder wie auch immer? Ich verstehe die Frage nicht. Naja. Du meinst, ab welchem Alter es denn macht? Ja. Ja, Boxer danach war mit 7 Jahren die Initiation. Da bist du halt vom Kind, ja, bist du als Junge zu den Männern mit 7 und als Mädchen bist du mit 7 Jahren zu den Frauen. Und die Gemeinschaft, das ganze Umfeld, dein Geschlecht hat dich dann ja erzogen mit den Sittenbräuchen und Ritualen, die du dann ja lernen solltest, weil von Natur aus gegeben du ja eine Frau bist. Da ist die Abkehr dessen davon heute zum Beispiel unsere Gender-Thematik. Das ist dann der unnatürliche Gegenpol. Ja, ich meine aber auch weitere Geburtstage wegen dem Kalender, ob der dementsprechend dann auch damals schon so seine Wichtigkeit hatte. Also dort war ja Mondkalender, ne? Das ist schon mal das Erste. Und die Abkehr davon war ja unser Sonnenkalender, den wir heute haben, mit den ungenauen Tagen. Aber es war ja der Zeitpunkt, gerade die Sommersonnenwende war ja der Tag, wo man ja die Kinder ja gezeugt hat. Beziehungsweise dort fand der Geschlechtsakt ja statt. Und demnach haben ja auch alle das ähnliche oder gleiche Geburtsdatum gehabt. Also es ist eher eine Jahreszeitgeschichte gewesen, aber keine, die auf irgendwie Zahlen basiert, weil die gab es ja nicht. Ne? Es gab ja, wo wir bei den Bedürfnissen waren, so der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, wie es so schön heißt. Und da wollte ich mal eine Frage reinschmeißen, die aus dem Chat kam. AEIOU, so heißt der User, fragt Milo, ich zitiere es jetzt einfach mal, ja, Bewusstseins-Irgendwas-Verbindungen außer Seed trinken. Gibt's was über andere Entheogene wie Bier, Tabak, Fliegenpilz übermittelt? Und als dann kommt noch eine Subfrage, welche Rolle spielt der Schamane Weihnachtsmann? Aber entscheidend, glaube ich, hier mal... da kann ich ein Riesenfass aufmachen. Thema Fliegenpilz und so weiter, Tabak, überhaupt alle möglichen, was man, hier wird Entheogene benutzt als Begriff, aber allgemein, was man psychoaktive Drogen nennt, gibt es dort eine Connection auch hin zur Boxsage, auch eine Tradition und so weiter? Ja, Gras auf jeden Fall. Das ist, Marihuana haben sie alle geraucht. Also Hanf war immer da. Das ist das Kraut der Box. Ja, yeah, ich wusste es. Ja, natürlich. Ja. Und Fliegenpilz spielt ja auch eine große Rolle im Norden, auch bei den Finnen doch auch, bei den diese alte schamanische Linie im Norden, sowohl in Sibirien als auch in Finnland und so weiter. Ja, ich weiß ja nicht, welche Pilzerfahrung so jetzt jeder für sich gemacht hat, aber mit einem guten Pilz, ja, der aus dem echten Wald mit echten Wurzeln kommt, ja, fühlst du ja die Verbundenheit. Das ist ein schönes Verbundenheitsgefühl, eine Art ausgeglichener Zustand, der dich mit Gaia resonieren lässt oder dich zumindest wieder erden kann, gerade in einer natürlichen Umgebung. Und das ist ein Riesengeschenk. Nicht nur das, sondern es ist auch menschheitshistorisch ein ständiger Begleiter gewesen und hat riesen Einfluss bis heute. Sogar der Hut des Papstes ist nicht umsonst so geformt. Ja, und der Pilz, und das ist die zweite Weihnachtsmann-Geschichte. In Sibirien gab es ja damals diese runden Hütten, ja. Und da schon mal interessant, dort haben die Männer links geschlafen, die Frauen rechts vom Feuer. Ne? Immer 12-12.
Und im Winter, wenn man jetzt praktisch 4-5 Monate halt eingeschneit war, war ja oben in der runden Hütte ja der Kamin praktisch der einzige Zugangspunkt, wo man rein und raus konnte. Und der Zugang für denjenigen war vorgesehen, nicht nur um den Rauch abzuleiten, sondern auch für den Pilzsammler. Und der Pilzsammler, der hatte halt rotes Kostüm nicht, aber halt roten Stoff oder rotes Leder und weiße Zipfel dran. Und der hat Pilze vorbeigebracht, die er im Wald gesammelt hat. Und diese Pilze, die wurden dann über dem Feuer getrocknet. Das, was die Amis heute noch machen mit ihren Säckchen über dem Kamin. Und die Pilze und die fraktale Wahrnehmung, die visuelle, ne, die man dann ja dann hat, wenn man dann praktisch auf eine Zeltplane guckt, ne, für ein paar Stunden, hat man dann erstmal schön Kopfkino. Und es gleicht ja unser Gehirn biochemisch ja auch noch aus. Das heißt also, Depressionen haben noch nicht mal eine Chance. Und so sind wir halt glücklich über den Winter gekommen. So konnten wir unsere Eigenschwingung aufrechterhalten mit natürlich gegebenen Geschenken, die wir überall sammeln konnten, und hat eine triste Umgebung für uns erträglich gemacht. Und wie kreativ man in diesen Zuständen dann so ist, da wundern mich so eine Spiele, die entwickelt haben, ja, oder wer weiß was ich, Technologie oder so, würde mich ja nicht wundern. Aber halt immer in Verbundenheit, im Einklang und in der Ganzheitlichkeit. Und deswegen sind Pilze eine Sache, die wir nicht unterschätzen sollten und definitiv auch nur als therapeutische Maßnahme in Erwägung zu ziehen sind, auf jeden Fall. Was hältst du von Ayahuasca, was auch in den letzten Jahren mehr und mehr sich verbreitet und was wohl auch ein ganz starkes Entheogen ist? Ja, es ist ein das ist natürlich dann bewusst sein eigenes Inneres erleben wollen. So, man will sich halt läutern und reinigen und sich dann halt wirklich dem Tod auch stellen und sein muss. Auf jeden Fall ist man danach auf jeden Fall richtig bei sich selbst. So die Erfahrung der Leute, die das gemacht haben. Dafür müsste man jetzt, kommt da das Problem, auch wirklich vor Ort bei einem Schamanen das auch durchziehen und nicht bei irgendeinem Touristenschnickschnack, sondern auch wirklich mit der Ehrfurcht und der Verbundenheit vor Ort sich auch das Wasser trinken vor Ort. Verstehst du, was ich meine? So sich erstmal energetisch angleichen, ja. Und sich dann dem hingeben. So, alles andere halte ich für unwürdig, was dieses Erlebnis angeht. Ich selber habe es nicht gemacht. Aber sagen wir es mal so, ich habe auch nicht das Bedürfnis, weil ich auf meiner inneren Reise auch irgendwo angekommen bin. So, ich, weißt du, so, das ist Ayahuasca ist dann immer noch so, ich bin noch nicht irgendwie ich brauche noch irgendwelche Fragen beantwortet. So, das ist einfach, man muss da hingehen, weil man sich selber voll bewusst ist und sich dem bewusst stellt und ist da bewusst als Positive ist, verstehst du, man muss dort frei hin und nicht irgendwelche Fragen zu beantworten. Das ist schon mal der Grundsatz so. Und aus dieser Perspektive heraus gehst du nicht, um zu Frust abzufeiern und um zu flüchten, ja, sondern gehst halt bewusst hin, um halt bewusst zu feiern. Weißt du, oder dich halt bewusst zu genießen in dem Moment oder dir bewusst etwas zu gönnen. Das ist eine ganz andere Art von Wahrnehmung. So kann auch keine Sucht entstehen, zum Beispiel. So, das ist nur noch lächerlich. Sucht ist einfach nur noch. Das ist eine Ego-Schleife, das ist eine kleine, fiese Ego-Schleife. Bin da voll bei dir. Interessant vielleicht eine kleine Anmerkung noch mit dem Ayahuasca. Das hat ja auch zu tun, oder die Schamanen aus Südamerika, die verbinden das ja auch wiederum mit dem Singen und den Tönen. Ne? Das ist, hängt miteinander direkt zusammen. Vielleicht hier Grüße mal an das Spirit Berlin, falls irgendjemand von dort zuhört oder so. Dort sind auch ab und an so Ayahuasca-Sessions und der Schamane, der das macht, auch Südamerikaner, der singt die ganze Zeit dazu. Also das ist im Grunde genommen das Einzige, was dort passiert. Das Ayahuasca wird eingenommen und die Leute gehen dann dadurch durch krasse körperliche und geistige und emotionale Tsunamis so. Und was der Schamane die ganze Zeit macht, zumindest was äußerlich, also was du siehst, ist, er hat die ganze Zeit spielt er Gitarre und singt dazu. Und singt halt auch alte Mantren, alte Töne. Es ist old stuff und das gehört zusammen, unbedingt. Also ja, es ist ein Tool. Das ist untrennbar, ja, genau. Einfach ein Tool, um natürlich zu resonieren, um dich in Gleichklang zu bringen, um dich in einer ganzheitlichen Wahrnehmung zu positionieren, damit du Zugang bekommst, damit du zum Äther. Lass uns ihn Äther nennen, das finde ich mal sehr passend. So, und das ist das, auf dieser Welle, das siehst du beim Goa-Festival zum Beispiel oder so, wenn alle im Gleichklang sind und so, das ist endlich mal so eine energetische Gruppenerfahrung. So, und das ist besser als jeder Urlaub, weißt du, so, um diese Energie aufzunehmen. So, weil wir es im Alltag halt nicht haben, aber vorher haben wir so gelebt.
Das ist dann so dieses Wow, ne? Aber Leute gehen halt zum Beispiel da auch hin, um zu dekompensieren, weil sie es im Alltag halt nicht bekommen. Weißt du, immer irgendwie, immer fehlt irgendwie ein Teil. Die gehen ja nicht aus ganzheitlicher Sicht hin, so. Das ist das Entscheidendste überhaupt. Aber es geht nicht, wie gesagt, die Schwingungen sind immer ein Tool, um uns in einem natürlichen, das ist altes Wissen. Genau das ist altes Wissen. Naturwissen. Naturvolk. Indianer mit ihren Trommeln und so weiter, diese Trancezustände und so weiter. Das wird ja heute missbraucht. Wir werden ja nicht ohne Grund mit 440 Megahertz bestrahlt. Und weil du Trommeln ansprichst, ja, das ist ja auch sowas. Die Trommel ist schon immer eins von diesen Attributen gewesen, die man dem Schamanen zuteilt. Egal wo. Der Schamane hat immer eine Trommel, wenn der da ist. Weil es ein Tool ist und es gleich Klang erzeugt. Nicht mehr, das ist immer der gleiche Grund. Rhythmus, Frequenz, Trance, Tune. Ne? Und das ist auch aus meiner Sicht, das schmeiße ich jetzt nur raus, weil Radio Emergency, wir sind natürlich auch ein Rocksender, so. In unserer abendländischen Musik, die basiert halt alle auf Kirchenmusik. Und dort ist genau dieses Element von Anfang an nicht nur rausgenommen, verbannt, sondern das wird als das Böse per se gesehen. Also deswegen ist dort jeglicher Rhythmus und Trommeln und so weiter ist dort weg. Das ist auch letztens ein Beispiel. Also unsere Musikgeschichte ist ein Beispiel, auch wieder, wie man Wurzeln abschneidet. Also das was aus den unteren Chakren kommt, ist der Rhythmus, der Groove, das Sinnliche, auch das Sexuelle natürlich, das wird abgeschnitten. Und natürlich hat trotzdem unsere Musikgeschichte große Blüten entwickelt, aber die sind halt dann, das ist rein vom Kopf her. Uns fehlt irgendwie so dieses die Root-Chakren sozusagen. Ja? Ja, ganz genau. Und deswegen ist diese Sprache auch so wichtig, sie so einzuführen, wie sie auch wirklich ist. Genau, damit wir auch genau das erreichen, hoffentlich. Jetzt hätte ich eigentlich schon fast wieder eine ideale Brücke gebaut zu Deckel. Ich weiß aber nicht, ob schon zu früh ist für eine Pause. Nee, ich denke, ist in Ordnung, ne? 22. Können wir machen. 6. Und damit könnten wir. Ja, Kriegermusik. Das sind Rockbeats. Ja, Kriegermusik hätte ich jetzt hier. Midor. Ja, pass auf, da habe ich eine ganz kurze Geschichte. Und zwar, Frankie, weißt du vielleicht, wie Julius Caesar zu dem Namen der germanischen Völker gekommen ist? Zu diesen Germanen. Weißt du das? Erzähl. Ger bedeutet ja Speer. Und Julius Caesar hat diese Männer beobachtet und sie Speermänner genannt. Und jetzt könnte man glauben, das sind Speere jetzt, weil sie ja jetzt in den Krieg ziehen sollen gegen die Römer, ne? So wie man es ja in Geschichte gelernt hat. Weit gefehlt. Der Ger symbolisiert Folgendes. Wenn ihr jetzt so einen germanischen Krieger vorstellt, ja, der einen Speer in seiner Mitte hält, ja, und seinen Arm ausstreckt und den Speer auf die Erde stellt. Dann hat er vor sich, an seinen Füßen, hat er Utgard, das Gestern. In der Mitte hat er Midgard. Und nach oben hat er Asgard, das Morgen. Das heißt, in der Mitte hält er die Gegenwart. Das war die Überzeugung und der Grund, warum sie diese Speere mit sich geführt haben, damit sie sich ständig ihrer selbst bewusst sind im Hier und Jetzt. Also ständig im bewussten Sein. Das hat ihnen den Namen Germanen gebracht. Ah, sehr gut. Hey, das freut mich jetzt, Mido. Ganz ehrlich, und in diesem Sinne kommt jetzt eine schöne Hymne. Ganz ehrlich, muss ich doch sagen, weil es ist gerade schon so sexuell aufgeladen. Ich habe jetzt schon, als du gefragt hast, warum heißen die Speermänner, ich habe schon gedacht, der Julius hätte die so genannt, weil die alle so eine große Erektion hatten. So. Solche Bilder habe ich jetzt mit der Schlacht. Deswegen finde ich es gut, dass du das hier klargestellt hast. Ja. Gerne. Die Speermänner, wisst ihr? Und damn, Deckel übernehmen. Also, für den Milo hier, Manowar und Warriors. Für uns alle. Vom Milo, für uns alle. Warriors of the World, United. Jawohl, da sind wir wieder. Heute mit der Boxsaga und als Special Guest Milo, der uns schon schön berichtet hat, was es heißt, Mensch zu sein. Ja, bis hierhin echt schön. Ja, so ein schöner Abend und auch wieder tolle Musikauswahl, Deckel. So. Und möchte nochmal hinweisen, morgen Abend feiern wir auf Radio Emergency ein Special Sommersonnenwende ab 20 Uhr. Ich will nicht sagen, dass es ein All-Nighter wird, weil das weiß man nie, aber es ist ein besonderer Abend und wir freuen uns, dass wir den feiern können auf Radio Emergency. Akustisch, soundmäßig, vibe-mäßig und würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und der Deckel ist gut in Form hier rund um die Sommersonnenwende, das merkt ihr schon. Ne? Ja.
Ja, kommen wir zurück zum Thema. So, heute Thema Boxsager und wir haben, nein, mehr als Boxsager, ist, der Weg zum Menschen. Es geht um wirklich große Fragen und wir haben Milo zu Gast. Und Milo, mir ist hier im Laufe, im Gespräch irgendwann mal was aufgefallen oder was eingefallen, habe ich so einen Gedanken gehabt. Als es drum ging, da haben wir gesprochen, ob es auch in anderen Mythologien, beispielsweise bei den Hebräern, bei den Israeliten, ob es da auch irgendwo, und wir hatten auch schon die ungarischen Mythologie und so, ob es da so manchmal so Anspielungen gibt, wo sich das bestätigt oder sowas, ja, wo man vom selben spricht. Und da sind mir zwei Dinge eingefallen, die in der Bibel stehen und wo ich vielleicht auch so eine Synchronizität sehe. Mal sehen, was ihr davon haltet. Das eine ist die Geschichte mit der Sintflut. Ja, das ist auch so ein Kataklysmus-Ereignis. Und wenn man sagt, die Sintflut hat die Welt mit Wasser bedeckt, dann ist es ja wie eine Allegorie auch vielleicht auf mit Eis bedeckt. Eis ist auch nichts anderes als Wasser. Also Land ist unter Wasser, es ist frozen, wir können darauf nicht mehr leben. Also das finde ich interessant. Und dann ist mir noch die Geschichte eingefallen mit dem Turmbau zu Babel, ja, wo die verschiedenen Völker der Welt gemeinsam so ein großes Projekt gehabt haben und dann die Götter entschieden haben, oh, das wir müssen die abschneiden, wir müssen die beschneiden, wir müssen die klein halten. Und was war der große Gag, der dann kam? Die Sprachverwirrung. Und wie plötzlich alles aufgespalten wurde und in verschiedene Sprachen. Seht ihr diese beiden Dinge, also ist das so eine Resonanz zu der Story, die Boxsager erzählt, oder verrenne ich mich da gerade? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Das Babylon-Prinzip, ne, das war ja die Abkehr dessen, was die Boxsager-Leute, die Asen, die aus dem Eis herkamen, ja zu Gesicht bekommen haben. Das war etwas, was in manchen Teilen der Erde zur Auseinandersetzung geführt hat, zu einer Neuordnung. Und mit einer großen Flut, soweit ich bibelfest bin, ist ja auch das alte Zeitalter der mythologischen Ursprünge ja auch besiegelt gewesen. Das war praktisch eine Ära hat sich geändert und ein Neuanfang hat stattgefunden. Als das ist es zu sehen. Praktisch ist die Arche Noah, also der Ursprung der Artenvielfalt, der Genetik, der Landwirtschaft und Ähnlichem, auch in der ungarischen Mythologie zu finden. Gerade Landwirtschaft hochentwickelt wurde öfter erwähnt, dass das Wissen mitgebracht worden ist. Das heißt also wieder das Wissen über die Möglichkeit der Autonomie und der Selbstversorgung, ja, und eine gesellschaftliche Struktur, die gerecht ist, also mit dem Naturrecht ja entspringt, und nicht die Abhängigkeit der Hefe- und Zuckerwaren der Sklaventreiber, ja, dass man dem nicht mehr ausgesetzt ist. Also im Grunde genommen ist es ein Whitehead gewesen, ja, oder ein Whistleblower. Ja. Man hat den Leuten Informationen zukommen lassen, die sie befreien können. Das ist das, was wir hier auch machen. Das letzte Mal, als es funktioniert hat, war das die Zeit der Aufklärung. Danach ist die Französische Revolution ja praktisch automatisch entstanden, als die Menschen bewusst waren, was passiert ist. Also so eine Veränderung können durchaus dann stattfinden, wenn ein Bewusstsein sich ändert. Und deswegen ist wieder das bewusste Sein zum Ursprung ein Recht, was uns vorenthalten wurde. Und dieses Wissen sollte jeder von uns zumindest mal gehört haben und sich versuchen, damit zu identifizieren, weil sich alle Zwiste und alle gemachten Konflikte und Ideologien danach eigentlich in ihre Bestandteile auflösen. Sie haben keine Bedeutung mehr auf einmal. Nur aus dem Grund, weil man verwurzelt ist. Und das ist, das Babylon, dazu zurück nochmal zu kommen, ist das Abbild dessen, was nicht sein darf, was aber trotzdem irgendwie überlebt hat und sich leider Gottes peinigend durch die letzten zwei Jahrtausende durchgeschliffen hat. Aber damals war es definitiv der große Wandel und ein großer Wechsel der Ära. Und deswegen gibt es auch verschiedene Ursprungsmythologien und beziehungsweise die Ursprünge dort sind immer wieder dieselben. Ja, und die Überflutung hat ja nun mal stattgefunden und so ein geologisches Ereignis ist nun mal nicht wegzudiskutieren, aber es hat auch eine Neuordnung stattgefunden, wobei natürlich nicht alle erwischt wurden, ja, das ist klar. Aber es wurde danach halt eben missbraucht und falsch dargestellt und da wird die Missinterpretation der Tora bestimmt auch ihren Anteil dazu beigetragen haben, um halt gewisse Glaubensrichtungen oder ähnliches halt eben über andere stellen zu können.
und sich dadurch halt eben diesen Pyramidensystem halt eben voll hingeben, ohne halt zu wissen, dass es halt die falsche Seite ist oder die Abkehr. Und das wird halt, das ist halt altes Wissen, was zurückgehalten wird und die Menschen halt auf diesen schlechten Pfad halt laufen lässt. Das ist auch ein Grund, warum das so wichtig ist, zu wissen, wie es mal gewesen ist und wie wir damals gelebt haben und sich in dieses soziale Gefüge reinzudenken. Weil man wird dann automatisch nur noch grinsen und glücklich sein, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, die Lebensweisen. Und das ist auf jeden Fall weiter recherchieren. Wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen verlinken und das sollte man sich anhören. Ne? Und wie gesagt, diejenigen, die sich mit den Veden auskennen, die können das ja jetzt schon nachvollziehen, wissen, was ich meine. Aber gerade auch mich als Slaven interessiert das. Das heißt ja germanisch-arische, slawische Veden. Ne? Also das bezeichnet ja auch nochmal unseren gemeinsamen Ursprung. Und mir steht da Kopf nichts im Wege, mich damit nicht auseinanderzusetzen. Und parallel dazu erfährt man halt auch schöne Sachen über den Ethnienstamm der Deutschen und dessen Ursprung. Gerade weil ich auch diese zwei Sprachen spreche, also sowohl dieses slawisch-sinnbildliche verstehen kann, als auch dieses ursprünglich deutsche Rationale, hat sich bei mir bei der Boxara natürlich da echt viel aufgeschlüsselt. Und die Leute, die da halt eben Lust drauf haben, kann ich Mario Prass halt nochmal empfehlen. Der knüpft praktisch da an, wo die Kirche in Finnland alles dem Erdboden platt gemacht hat, also vor 1000 Jahren. Und er erklärt, wie die deutsche Sprache sich von ihrem Ursprung halt weiterentwickelt hat. Und er erklärt, und das fand ich halt sehr gut, auch mit der Farbe Blau und Rot, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Also der Wechsel von einer roten matriarchalischen, also emotionalen, gesteuerten Sicht, also Gesellschaftsform, hin zum patriarchalischen. Ja, und viele, viele Katara-Künstler, so wie Botticelli oder so, oder Da Vinci, die haben das auch in ihren Gemälden im Vatikan ja auch versteckt. Die Gemälde zeigt da auch, wie dieser Wechsel halt von der Kirche gewollt dargestellt ist für die Eingeweihten. Und dieser Wechsel von Rot zu Blau, ich sage immer, Blau ist linke Hälfte und Rot ist die rechte emotionale. Wenn man das so als Spektrum aus einer dritten Perspektive, aus einer Seelenperspektive, aus einem dritten Auge ein bisschen sich zurücknimmt und mit seinem wahren Ursprung erstmal angleicht, ja, und dass er aus dieser inneren Position heraus sich nach außen konzentriert, dann mit der Sprache auch noch Frequenzen freisetzt, die keine Ahnung zu welchen Potenzialen oder Zugängen in unserem Gehirn noch führen können und das dann noch mit anderen zu teilen. Jobock sagte auch, die Sprache muss man sprechen, also untereinander. Also es ist im Grunde genommen, wir heilen und würden uns heilen und zu höheren Schwingungen befähigen, indem wir nur mit dem anderen sprechen. Also das hört sich für mich natürlich an, nur die Natur kann sowas Schönes hervorbringen. Und dem sich zu verschließen, nur weil man jetzt irgendwie ein neues Handy kaufen will oder seine Rechnung bezahlen muss, ne, also ganz schwierig. Ne? Wie gesagt, das Ego ist überall präsent, das ist praktisch ein definierter Feind. Und es ist aber möglich, auch Zugang zu Menschen zu bekommen, einfach nur, weil man so ist mit seiner ganzheitlichen Sichtweise. Und ich habe schon viel positives Feedback bekommen. Und aber mehr, darum ging es mir nicht. Es geht darum, dass ich den Menschen irgendwie einen Schritt weiterbringen konnte mit irgendwas. Ne? Und das ist das, was man den Menschen mitgeben kann. Und so hinterlässt man halt nur Lichtbrücken, die man dann irgendwann vielleicht mal ernten kann. Ne? Aber zumindest ist es im Äther drin, die Resonanz ist raus und ich hoffe, das wird sich dann vervielfachen. Ne? Also immer schön Ohren offen halten. Ne? Auf jeden Fall. Frage beantwortet, oder? Ja, ich bin gerade noch zum Überlegen, ob es fallen uns eigentlich noch weitere Mythen ein, also aus anderen Kulturkreisen, die irgendwo auch auf diese Ereignisse hinweisen. So. Da bin ich gerade so am Rumüberlegen. Spontan fällt mir da nichts mehr ein. So. Spontan, also erstmal so die Abkehr, so dass Teufelshörner zum Beispiel auch, oder der Teufel halt so sinnbildlich dargestellt wird oder visualisiert wird, als ob er irgendwie ein Mischwesen mit einem Ziegenbock ist. Ja, da kann man zum Beispiel einführen, dass die erste Warnfamilie, also die Pi-Ruet-Familie, die Kreisfriedensfamilie, heißt das übersetzt, dass die Pi-Ru heute auf Finnisch Teufel bedeutet. Da kann man mal sehen, wie Sprache ins Gegenteil gewandelt wird, um ihren Ursprung zu verdecken oder negativ zu belegen. Das haben wir mit den Runen auch, ne? So mit dem Hakenkreuz, der Swastika, die Sigrune,
Ne, das, wir wissen dann die Verballhornung der positiven Wahn. Und damit verraten sie sich ja. Das ist ja unser, damit, indem sie uns unseren Wahnursprung madig machen wollen, verraten sie sich damit ja, dass das ja die Lösung unserer Probleme wäre. Die Wahrnehmung dessen, wenn wir aus der Perspektive sehen könnten. Da fällt mir spontan was ein, hier diese Einweihungsfeier am Gotthard. Ja, genau. Das ist die Abkehr dessen, genau. Das ist der böse, ich habe recherchiert, das ist der böse Berggeist gewesen, da der Ziegenbock. Mhm. Oder auch Pan wird er auch immer so dargestellt, also so als teuflisch und das so sexuell aufgehypt und so weiter. Ja, Pan ist ja der Gründungsgott der, wie heißen sie denn? Auf Kreta ist doch hier die Insel ja geteilt, ne? Dem Ringland nach ist ja die Welt in Hemisphären aufgeteilt worden, in vier Himmelsrichtungen. Und eine Linie geht ja genau durch Kreta und einmal um die Erde rum ja über Hawaii. Ne? Und das ist der Grund, warum wir in Kreta ja zwei verschiedene Gründungs- und Stehungsmythologien und auch die meisten Tempel überhaupt haben. Da gibt es eine schöne Doku jetzt neuerdings. Und die ältesten Symbole, die da gefunden worden sind, auf Malta auch, sind Spiralen. Und Spiralen sind ja das Symbol für die Verbreitung des Lebens. Weißt du? Das sind ja auch noch so. Und dann haben wir noch die heilige Geometrie, die haben wir ja ganz außer Acht gelassen. Ja, wir können ja an der geologischen, natürlich gegebenen Lage und der Entstehung der Beschreibung des Ringlandes können wir Pyramid ableiten, also den Namensursprung der Pyramide. Hat nichts mit dem griechischen Feuer zu tun. Das ist eine Rutsprache, so Rutursprung. Einfach nur, weil es natürlich Geometrie Nummer ist. Das ist der Kreis, ne, mit einem Radius verbunden zum Mittelpunkt. Ne, der Mittelpunkt ist Miet, dann der Ra und dort außerhalb ist das Pi. Also Pi zu Ra zu Miet, Pyramid. Und das ist die Quadratur des Kreises. Die Zahl Pi kannst du ableiten und die Pyramiden kannst du in der Proportion daraufhingehend ja auch berechnen. Mhm. Warte mal, da muss ich noch mal kurz rein. Das ist echt eine kleine Perle, die habe ich so noch nie gehört. Wie war das nochmal? Pi, wie die Zahl Pi, also ist auch die Kreiszahl auf genannt. Ja, genau. Ra meinst du mit, also von wegen Pi. Radius, also von Pi, vom Kreis mit Radius in die Miet, in die Mitte. Ja, Pyramide. Genau. Das ist echt cool. Ja, und das ist Radius, haben die Lateiner dann draus gemacht. Mhm. Ne? So, aber interessant ist auch, weil eben die Pyramide das doch auch, hier Leute, wir hatten es doch letztens bei Archäologie, ja, die feature doch genau das auch, diese Zahl Pi ist doch tatsächlich auch in dem Bauwerk drin und diese geografischen Codes, geometrischen Codes, die da eingearbeitet sind. Ne? Und wenn du, und was ist jetzt der Ra in der natürlich mythologischen Entstehungsgeschichte? Ra ist ja der König. Ra ist also der Strahl, der nach außen tritt, von der Mitte raus. Ja, und trifft den Kreis. So, und an diesem Schnittpunkt, ja, setzt du einen Zirkel an und ziehst nochmal einen Kreis. Und dann ziehst du an den Schnittpunkten wieder gleich große Kreise. Das ist die Blume des Lebens. Natürliche, heilige Geometrie kann nur einen natürlichen Ursprung haben. Und der ist dort sowohl geografisch als auch mythologisch festgehalten. Und ableitbar und sehr einfach, versteht ein Siebenjähriger. Interessant, aber Pyramide heißt ja, dass dann das von außen kommt, also vom Kreis in die Mitte. Aber das ist vielleicht auch schon eine Umkehrung. Vielleicht sollten wir die Dinge umgekehrt nennen. Vielleicht sollten wir sie Mitrapie nennen oder sowas. Also ja, aus der Mitte mit dem Strahl ins Außen gehen soll. Ja, weil der Punkt, wo Ra den Pi, den Kreislinie trifft, das ist symbolisiert den Austritt des Bewusstseins. Also das ist das erste Mal, dass das Bewusstsein nach außen tritt. Das ist das erste Mal, dass das bewusste Sein sich seines bewussten Seins bewusst ist. Mhm. Deckel, du wolltest was sagen? Ja, nee, wir hatten im Gespräch dann noch von wegen, wir hatten ja irgendwie berichtet, dass das vielleicht ein Energiekraftwerk sein könnte und ich hatte mit Emilio auch gesprochen und vielleicht könnte, er meinte dann, oder könntest du auch selber sagen, ja. von wegen, dass es... Ja, es sind... Ich weiß, was du meinst. Da wir jetzt viel von Schwingungen gesprochen haben und von Initiation, hatte ich damals auch gesprochen, und von einer Technologie, die von außerhalb kommen musste, weil die Pyramiden sind ja vermutlich vor der oder während der Eiszeit erst gebaut worden.
Und also nicht von den Asengöttern aus Atlantis, ne? So, das bin ich mir sehr sicher. Und die, wo soll ich da anfangen? Naja, wir waren ja bei dem Thema, letztens hatten wir das auch länger gehabt, Pyramiden und die ja, das jetzt hat zu tun mit diesem Sache altes Wissen, ja, was Pyramiden Initiation sind und vielleicht auch eben Technologie. So. Initiation. Ich war ja auch mal in Ägypten und so, ich habe mir ein paar Sachen ja auch angeguckt und gesagt, empfehle ich jedem, weil das, was du im Fernsehen siehst, das wird dem nicht gerecht. Und es ist so, dass so vom Nil-Ursprung bis hin zu den Pyramiden 13 signifikante Tempelanlagen hast. Und diese Tempel, die wir heute so als kaiserliches Wohnzimmer betrachten oder Palast, hatten einen anderen Sinn. Und zwar waren das Initiationsorte. Dort musste man Prüfungen bestehen, um zur nächsten Bewusstseinsebene sich vorzuarbeiten. Das ist übrigens die Basis für die Stufenhierarchie bei den Freimaurern. Die höchste 13. Erkenntnisstufe war in der Resonanzkammer in der Gizeh-Pyramide, wo ich denke, dass du da entweder eben Phasen verschoben durch Frequenzen dich in verschiedenen Dimensionen bewegen hättest können oder halt eben so weit es möglich war, dass du vielleicht aufgestiegen bist zum höheren Bewusstsein. Oder aber es war symbolisch nur, ne, dass du halt eben ja, diesen rituellen Prozess, der für die Adligen vorgesehen war oder keine Ahnung, dass du den halt durchgemacht hast, damit du halt fähig bist zu regieren. Und so gesehen halten die uns unter der dritten Stufe, was das angeht. Also wir sind vielleicht Stufe 3, aber die meisten sind 2 oder 1. Weil uns eben diese bewussten Sachen halt eben fehlen, diese bewussten Eindrücke, Einflüsse und Initiationen. Während aber auch da wieder so eine... ritualisieren und verherrlichen nonstop. Ohne das geht's bei denen ja gar nicht. Aber da ist es doch auch wieder so wirklich solche Einweihungen brauchen wir doch gar nicht, sondern es geht ja für uns Menschen wirklich nur darum, zu unseren Roots, zu unseren Wurzeln zu kommen. Das ist zu uns selbst zu kommen. Das ist doch das ist eigentlich das war der egoistische. Und das war der weil egoistische. Diese Einweihung, die das ist ja auch diese ganze Ideologie, die dann in Logen ist und in Maurern Einweihung und magisches Wissen und dies und das. Aber das sind doch letzten Endes, ja, auch alles nur Ego-Trips, die einen irgendwie in so einem Rad halten. Und so laufen auch all diese Pyramidenstrukturen. Weißt du, du bekommst immer eine Einweihung und dann musst du erstmal jahrelang dich wieder bewähren. Dann kommt, das ist wie der Esel, dem die Karotte halt vorgehalten wird. Und irgendwann merkst du dann aber, hey, das ist doch alles völlig überflüssig und hat mich vielleicht nur abgelenkt von dem Wesentlichen, was doch wirklich nur in sich selbst ist. Und da die Roots finden und da seine eigene Seele, sein Spirit irgendwie fühlen und das ist es doch, da brauchen wir gar keine Einweihung dazu. Brauchen wir keine Pyramide bauen oder sowas. Deswegen ist der Obelisk ja als Ego und Potenz und Machtsymbol ja auch in den drei fahlen Orten dieser Welt ja auch zu finden. Rom, London und in Washington. Ne? Das ist ja der Bezug darauf. Das war ja diese Ego-Scheiße, die sie uns ja aufdoktriert haben. Natürlich reicht nicht. Man musste ja Macht demonstrieren, ne? Und die Leute auf die falsche Fährte führen. Ja. Keiner von denen ist aufgestiegen. Die sind alle initiiert, aber nicht aufgestiegen. Warum? Weil die Initiation nicht natürlich war. Und du brauchst ja nicht viel, wenn es natürlich ist. Was gab es denn damals im Paradies schon? Nix, nicht mal Kleidung. Gab ja alles, ist ja alles gewachsen. Das ist ja so, wie man sich das Paradies vorstellt. Schisse. Und so eine Tempelgeschichten brauchst du nur, wenn du eine Lücke füllen musst, weil die Menschen Führung brauchen offensichtlich. Zumindest bist du dann davon überzeugt, dass du damit eine Religion oder eine Art von Bewusstsein schaffen kannst, die dir zu nutzen ist. Ohne dass die Menschen es merken im Idealfall. Und das tun sie offensichtlich nicht seit 5000 Jahren oder länger. Ich schätze, diese Tempel, die sind aufgekommen, weil man am Anfang wollte man eigentlich nur das Tönen wieder verstärken. Ja? Also das ist genau. der alte Stuff, Mantren, Töne, wie auch immer du das nennen willst. Das ist also, weißt du, das ist egal, das hat nichts mit Indien zu tun oder so, nur weil die diese Tradition noch ein bisschen bewahren. Wir können es nennen, wie wir wollen, Mantren oder was auch immer, so, weißt du? Aber es geht um die Urtöne. Und um die zu verstärken, hat man halt Tempel gebaut. Man hat natürlich vorher auch schon Höhlen genutzt, wo besondere Resonanzräume sind. Deswegen, das kann man auch archäologisch so sehen, so Höhlen hatten immer eine besondere Bedeutung. Und ich meine, manchen Kindern wird in der Schule noch erzählt, die unsere Vorfahren hätten in diesen Höhlen gewohnt. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Die haben diese Höhlen benutzt, wie, um eben sowas zu machen, so zu chanten, zu singen, ja, zu tönen.
da genau das Gleiche ist mit den Summlöchern. Und irgendwann hat man halt dann sozusagen künstliche Höhlen gebaut. Das sind dann die ersten Tempel. Und da ging es von Anfang an nur darum, die Akustik zu verstärken, also den Effekt zu verstärken. So. Ja. Und erst viel später kamen dann diese ganzen Narrative, dass es dann da Götter gibt und dann irgendwann das Ganze mehr aufs Visuelle geht und du musst dann da irgendwas anbeten. Am Anfang ging es eigentlich nur um den Ton, um den Sound. Genau. In the beginning there was only the sound. Das war alles, was wir hatten. Und das alles andere ist eine Abkehr dessen. Also Back to the Roots macht vieles leicht. Macht vieles leicht. Und es ist wirklich so leicht. Das andere, was es kompliziert erscheinen lässt, ist das Ego, was dagegen ankämpft. Und das ist ja die Erkenntnis daraus. Das ist ein natürlicher Ursprung. Den kannst du akzeptieren und dich damit befreien und oder alles andere ertragen. Und dazu brauchst du keinen Guru, keine Religion, kein Nix. Du musst dich dazu nur selbst befähigen und es dir erlauben. Das ist alles, Mensch zu sein. Das ist echt keine Zauberei. Ja, eine Frage, die mich da auch noch beschäftigt, ist jetzt in Bezug auf das Pyramidensystem, hattest du ja gerade schon beschrieben, wie das so die Abkehr von deinem Inneren fördern soll. Ne? Also, dass du dich von deinem Inneren ablöst, von deinen Wurzeln, von den Roots ablöst und irgendwo in dieser fiktiven Scheinwelt abgelenkt wirst von dem, was wirklich natürlich ist. Bitte? Die Energie nach oben leiten, die Energie abzapfen. Genau, die Energie, genau, darauf wollte ich hinaus. Es kommt Energie da nichts abzapfen. Zurück. Genau, und das ist ja das, diese Energieerzeugung. Es ist ja mittlerweile durch ganz viele verschiedene wissenschaftliche Verfahren auch nachgewiesen, dass wir Energie erzeugen können, alleine durch die Strukturierung des Geistes, ne? Durch Absolut. Fokussieren auf bestimmte Sachen, also das Bewusstsein ausrichten. Auch Gebete und sowas können da so ein Teil davon sein. Also es geht eigentlich darum, den Geist strukturiert auf bestimmte Teile auszurichten. Ja, aber für wen betest du denn, wenn du betest? Du betest genau. an irgendeine imaginäre Person nach außen. Weißt du, ich bete auf eine andere Art und Weise. Die nur mit da wäre meine Frage, ne, ob diese unnatürlichen, denaturierenden Einflüsse, von denen wir vorhin gesprochen haben, woher die auch immer jetzt kommen mögen, ob die halt, wie du sagst, diese Energie von uns anzapfen wollten oder von diesem alten System anzapfen wollten, da aber irgendwie nicht reinkam in dieses Offering-System und um dann eben trotzdem diese Energie abzapfen zu können, erstmal dieses Ragnarök ausgelöst haben bewusst, weißt du, dass es von außen hervorgerufen wurde, um dann diese zerstreuten Menschheitsfragmente später bewusst durch diese ganzen Glaubensstrukturen beeinflussen zu können, um diese energetischen Strukturen abzapfen zu können, um diese Energie nach oben, wie du sagst, gerade halt ernten zu können, ne, um die Menschen ernten zu können. Ob das bewusst hervorgerufen würde sogar. Das ist schwarze Magie. Genau, und das ist das, darüber denke ich so nach, ob das wirklich von irgendeiner Macht von außen bewusst herbeigeführt wurde oder ob das was andere Ursachen hatte und das später dann nur dadurch die Fragmente des Wissens genutzt wurden von Menschen selber, um diese Pyramidenstrukturen aufzubauen. Also dieses alte Wissen, was dann aus dem Eis kam, ist es so, dass diese Mächte, die dieses Ragnarök ausgelöst haben, dieses alte Wissen aus dem Eis, diese Menschen, die da übrig geblieben sind, gar nicht auf dem Schirm hatten, die kamen dann zurück und haben den Leuten gesagt, ey, Moment mal, guck mal, was ihr hier macht, so war das eigentlich anders. Oder ist es so, dass diese Leute aus dem Eis kamen, oder vielleicht waren das auch parallel irgendwelche verschiedenen Breakaways, dass die parallel daherkamen und die einen haben es halt zum Guten genutzt, um die Leute halt wieder zurückzuführen zu dem eigenen Wissen, zu dem alten Wissen. Oder halt zur Kontrollausübung, dass die sagen, haha, guck mal, wir wissen jetzt, was hier abgeht, wir wissen, was wir für Kräfte haben und wir können jetzt diese denaturierten Völker hier oder diese verwahrlosten Menschenüberbleibsel quasi nach unserem Gutwollen quasi formen und so gestalten, wie wir das möchten, um die ausbeuten zu können auf dieser Energiestrukturebene. Ja, das ist ich muss in jedem Punkt mit Ja beantworten. Das ist sehr gut erfasst, das ist sehr schön. Sehr schön erklärt und ist alles möglich, definitiv. Ist alles möglich. Aber überliefert sind ein paar Ego-Trips von Botschaftern, die das Ringsystem verteilen wollten und die sind halt als Könige geblieben. Ne? Das ist zum Beispiel in Indien passiert. Ja, also es gibt welche, die dann auf dem Ego-Trip, Ego ist auch ein altes Rotwort. Und das ist ein Beispiel dafür, aus dem wir vielleicht lernen sollten, auf Grund von Yo Box Mitteilung, dass das nicht nochmal passieren sollte. Dass ein Ego-Trip zu dem führt, was wir heute haben. Ne? Eine völlige unharmonische Welt, die kurz vor ihrem Ende steht und auch die Natur leiden muss und alles nicht im Einklang ist. Und es gibt aber da jetzt aber einen Weg zurück, ne? zum Kreis. Etwas, was definitiv funktioniert. Nur, wie gesagt, die Umsetzung dessen bleibt abzuwarten. Wo du die ganze Zeit von Ringsystem sprichst, und du hast es ja auch in unserer ersten gemeinsamen Sendung genauer ausgeführt, ist
ist, was meint ihr, ist, weil ich schaue immer so nach so ob ich noch anders Mythen finde, aber ist Atlantis zum Beispiel, der Atlantis-Mythos, ist der eine Allegorie darauf? Weil da ist doch auch, Atlantis hat doch auch genau dieses Ringsystem, also buchstäblich so, eine Ringstruktur in dieser Stadt. So. Das symbolisiert die Ringländer, ne? Das ist der Expansion, das ist die Spirale. Ja, sich immer gleichmäßig ausbreitendes Leben. Also meinst du, dass bei dieser Atlantis-Mythos, die Menschen in der Antike, also ich meine, das hat ja schon Platon darüber gesprochen, meinst du, und der hat gesagt, er hat diese Story in Ägypten gehört, ja, diese Atlantis-Geschichte so. Meinst du, dass das sozusagen auch so eine Art kollektive Erinnerung ist, die Ägypter noch hatten und vielleicht auch eben über lange Zeit bewahrt haben, eine Erinnerung an Elemente der Boxsaga, eben, dass es da diese Hochkultur gab, dass es was mit Ringsystem zu tun hat und dass es dann verschüttet wurde, wie auch da wieder die Allegorie, okay, es ist so unter Wasser im Meer versunken, aber es könnte ja genau das Gleiche sein wie unter Eis. Glaubst du, das ist da auch so eine, also diese ganze Atlantis-Story ist eine Allegorie auch auf Teile der Boxsaga? Ja, die Atlanta haben ja nun Technologie gebracht und altes Wissen. Ja, das ist, wird denen ja nachgesagt. So. Und es wird eine Insel erwähnt, die im Meer versunken ist. Hell ist nun mal eine Insel und als das Eis geschmolzen ist, berechtigt, dass die Insel untergegangen ist. Die Asen sahen aus, wie Atlanta heute beschrieben werden. Groß, weiße Haut, blonde Haare, blaue oder graue Augen. Also das passt schon rein. Und die Namensgebung finde ich durch die Rootsprache auch sehr praktisch. Altland Is, das ganze Land ist Eis. Dass das Atlantis, der Begriff, ne? Ich meine, der kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Ne? So, und wenn wir die Rootsprache ja nun mal als Voraussetzung, weil egal bevor eine Schrift kam, alle haben Root gesprochen oder waren. Also alle hatten den gleichen Wortursprung. Und wie gesagt, dieser Ungar, der hat das ja auch nachgewiesen, wie viele Worte ja noch im Sanskrit drin sind. Und das war, Sanskrit war ein Versuch, aus Runensprache und Runensymbolen eine Schrift zu zimmern. Ja, deswegen ist es auch so unterschiedlich zu Sumerisch. Ja. Und Sumerer gehören dann halt zu denen, die sich draußen weiterentwickelt haben. So, aber der atlantische Einfluss, ja, definitiv war der da. Und der Pharao war ja so ein Typ von den Messengern, von den Botschaftern, die dann im Ego-Trip ja geblieben sind, glaube ich, Echnaton sogar. Der den Sonnenkult dann eingeführt hat, den Monotheismus da. Das hat aber nicht lange funktioniert. Ja, also, dass die Geschichte aus Atlantis durch ihn dort überliefert war, ist mehr als offensichtlich. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass er seine Informationen auch aus Ägypten bekommen hat. Weil Indien war er nicht, da wäre der Nächste gewesen, der das hätte wissen können. Ja, apropos Wissen. Im Chat fragt jemand, ich weiß aber nicht mehr wer, ich habe es mir gemerkt, die Frage habe ich mir gemerkt, sorry. Woher nimmst du eigentlich das ganze Wissen? Also ich meine, das Wissen um die Boxsage ist das eine, so, aber jetzt eben auch die dein ganzes anderes umfängliches Wissen, woher schöpfst du das? Hast du da, gibt's da eine besondere Quelle oder ist es einfach, bist du da auch schon ein Leben lang halt einfach auf diesem Weg der Wahrheitssuche? Also ich bin empathisch. Also ich nehme Schwingungen sehr intensiv wahr. Ich habe ja mein eigenes Sicherheitsdienstunternehmen ja mal geführt und ich war halt sehr gut darin, Ärger zu erkennen, bevor er anfängt und Menschen in Bruchteilen von Sekunden einzuschätzen, ob sie jetzt Ärger machen, den Arm vielleicht oder nicht. Na, also da fiel mir sehr schnell auf, dass ich Dinge verstehen muss. Alleine schon wenn du jetzt verschiedene Schutzpersonen beschützen musst, musst du ja auch wie ein Attentäter denken, wo könnte er was verstecken und ähnliches, ne? Wo kann man suchen, wo kann man aufklären, was kann man noch sicherer machen. Also diese kleine Art von Berufsparanoia, ja, die habe ich noch nicht abgelegt. Und was ich für einen erstrebenswerten Zustand halte dadurch, ist kognitive Dissonanz. Das heißt, also wenn mein Gehirn dahin grätscht, weil ich etwas nicht verstehe, finde ich es interessant, es herauszufinden und ist zumindest, sagen wir mal, thematisch oder in Stichpunkten wahrzunehmen. Zumindest, dass es sowas gibt. Ne, so dieses, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist halt dieses egofreie, vorurteilsfreie, objektive Aufnehmen von neuen Informationen. Aber halt nicht mich mit den Details auseinanderzusetzen und sie behalten zu wollen. Ne, das ist ja die Art und Weise des Lernens, wie wir sie in der Schule hatten. Sondern halt ich versuche,
dem Gefühl zu folgen, der Message zu folgen, dem roten Faden zu folgen. Und kam halt immer irgendwann zum selben Schluss. Alles habe ich mir angesehen, alles, was es gibt, alle eure Sendungen gehört, etc., etc. Und immer wieder, jetzt nachdem ich die Boxsaga jetzt knapp 2,5 Jahre jetzt kenne, habe ich versucht, sie immer zu widerlegen. Also ich habe immer versucht, Zusammenhänge weiterhin zu erkennen, aufgrund dessen, dass die Boxsaga doch nicht echt universell sein kann. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich es nicht geschafft, einen Beweis, Gegenbeweis zu finden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, automatisch nimmst du dann natürlich auch auf, was um dich herum passiert. Und das fiel mir halt auf bei den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Die sind halt vor 20 Jahren halt raus aus dem Thema. So, ne? Die haben den Bezug zu jetzt. Also einen weiß ich, der versteht das heute auch, ne? So wie wir jetzt. Und das finde ich halt wichtig so. Ich will einfach nur ich will die Wahrheit wissen so. Und jetzt weiß ich ja, wo ich herkomme, ne? Und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal neu aus der neuen Perspektive an und versuche mich dementsprechend anzupassen. Also das ist, jeder Tag ist eine neue Reise. Ne? Mhm. So, aber das ist interessant. Weißt du, mich fragen auch oft die Leute, woher nimmst du das alles? Und ich kann dann auch nur sagen, also es ist nicht so, dass ich mein Leben lang permanent nur diese ganzen Dinge studiere oder sowas. Aber es ist, wenn du diesen Lifestyle hast, in diesem Flow bist, dann fliegen dir die Dinge einfach zu. Also die kommen von alleine. Die Themen kommen in mein Leben. Ich suche die nicht, sondern die kommen zu mir. Was halt damit zu tun hat, ist halt meine Natur. Also jemand, weißt du, wir sind ja verschiedene Typen und mein Ding ist es halt, genauso wie bei dir wahrscheinlich, oder sonst würden wir jetzt nicht sprechen, also halt so Informationen zu bekommen, die zu verknüpfen und halt zu verarbeiten. So, das ist einfach meine Natur. Das kommt von ganz alleine. Es ist also nicht so, dass man ein endlos mühseliges Sitzen in irgendwelchen Studierzimmern. Also, das ist gar nicht. Sondern es ist das Leben selbst gibt einem die Dinge. Also zum Teil auf krasse Art und Weise. Also musst du da nicht dich ständig in irgendwelche staubigen Bibliotheken begeben oder immer nur am Internet rumhängen, sondern das Leben selbst. Also geh raus und dann kommen auf einmal die Dinger zu dir. So. Genau so ist es ja. Und in dem Flow bin ich mittlerweile auch jetzt seit 1,5 Jahren. Ja, sehr gut. Und Dinge passieren von alleine und es sind ein bisschen gute Dinge und man hat das Gefühl, echt angekommen zu sein irgendwie bei sich und bei, man kann man selbst sein. Und man sagt mir halt nach, dass ich halt Dinge einigermaßen, komplizierte Dinge einigermaßen gut runterbrechen kann, einigermaßen verständlich wiedergeben kann. Ich hoffe, es klappt. Und ich sehe das, wenn man die Boxsager-Schablone da mal anlegt, als mein Naturgeschenk, ne? Dass ich vielleicht komplizierte Informationen sinnvoll in eine Reihe bringen kann, dass Menschen das schnell und stressfrei nachvollziehen können und sie das dann weiterbringt in ihrer Sichtweise und Wahrnehmung, hoffentlich zu ihrem bewussten Sein. Das ist ja dann das, was mich antreibt. So. Und deswegen klappt auch alles automatisch, weil ich bin ja in meinem Element, ich bin ja voll ich, ne? Ich kann mein Naturgeschenk voll ausleben. Und ich habe Zeit und kann von äußeren Einflüssen bin ich komplett unabhängig. Und deswegen kann ich das für andere machen, so für uns alle machen. So, es geht ja uns alle an. Das ist ja die Wahrheit und wir sind immer Wahrheitssucher. Ja, sozusagen. Das ist halt dann deine Berufung so. Ich meine, Menschen haben verschiedene Aufgaben auf dieser Welt und dementsprechend sind sie halt, es ist ihr Archetyp oder wer sie jetzt sind und das ist halt dein Job sozusagen, ja. Genau. Ja, ich mach's gerne. Also es fühlt sich gut an, deswegen mache ich es so. Und es fühlt sich endlich mal was gut an. Ja, das ist das Schöne, weil das ist nämlich auch so. Ich meine, hey, und da kannst du bestimmt auch ein Lied davon singen. Es ist ja nicht so, dass wir alle schon irgendwie von Kind auf hier wunderbar in diesem Flow sind, sondern wir haben auch alle unsere tiefen Täler durch und so. Und viele von unseren Hörern stecken jetzt vielleicht auch in Lebensphasen, wo du denkst, oh shit, weißt du, es läuft alles kontra so. Aber da warst du auch drin und unser eins war da auch drin und so. Und wenn wir das aber so reden, es ist uns, es ist ein Prozess, wo du da hinkommst, mehr und mehr. Und es hört auch nie auf, also mehr und mehr in diesen Flow kommen und so weiter. Und gerade diese schwierigen Zeiten im Leben, wo du echt immer auf die Schnauze fällst, das sind vielleicht genau die, wo du echt diese Zusammenhänge erkennen kannst und vielleicht relativ nah dabei bist, da dann echt loslassen zu können, um in diesen natürlichen Fluss zu kommen. Also bei mir war es auch so, in der Zeit, bevor ich nach Indien gegangen bin, das war so mit einer der tiefsten Tiefen in meinem Leben. Also Wahnsinn, es war genau das so, ja. Bei mir war es die Tür, ne? Als ich dann aufgehört habe, die Firma da verkauft habe, dann fing mein Leben ja erst an. Da hatte ich erst Zeit und Muße, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt schon 7 Jahre her. Also seit 7 Jahren Vollzeit Truther. Hier, ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Clemencia, diesmal habe ich es mir gemerkt. Clemencia fragt, was ist eigentlich mit Helgoland?
kommt auch in Verbindung mit Atlantis. Und das ist interessant, allein schon der Name, oder Hel. Das sind wir über Hel, Helgoland. Und dann ist auch interessant, Helgoland, da gibt es diese Story von den Engländern, die das dann nach dem Krieg nochmal echt niedergemacht haben. Und siehst du da eine Connection zu Atlantis, oder lässt sich das auch schon das Wort Helgoland, was zu Atlantis, was zu Atlantis definitiv nicht, weil die Insel steht ja noch. Die ist ja nicht versunken. Und Hell ist die Nähe alleine schon, sag ich mal, zum germanischen Ursprung. Ne? Also die Hell bedeutet ja 24 positive Bezeichnungen. Ne? Nur einmal wird es halt von der englischen Kirche mit Doppel-L in der Bibel erwähnt und seitdem ist Hell ein böser Ort. Ne? Das ist ja, ne, diese Abkehr von dem wahren Ursprung wieder. Das kannst du überall ansetzen. So, das kannst du echt darauf runterbrechen. Das ist natürlich gegen unnatürlich, matriarchalisch, patriarchalisch. Und wenn du dir Worte und dem Wortstämmen folgst, ne, und die Boxsage als ersten Ursprung ansetzt, wir versuchen ja jetzt von jetzt nach hinten zu denken, aber wir müssen mal der Boxsage denktechnisch anfangen und dann nach vorne gucken. Dann wird ein Schuh draus. Und wenn man dazu in der Lage ist, ein bisschen diese Schablone, die ich versuche ständig wiederholenderweise zu vermitteln, dann wird man sehr schnell merken, dass es wirklich nur darauf hinausläuft, uns von diesem Ursprung fernzuhalten. Und umso mehr müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass wir die Sendung machen müssen, diese Erkenntnis. Mhm. Die Hell-Geschichte, das ist sowieso was, da sieht man es auch noch in unserer Sprache, sei sie auch öfter reformiert worden, aber selbst in unserer Sprache kann man das noch deutlich erkennen. Ne? Hell, also es ist im Gegensatz zu dunkel, Heil ist nicht weit weg davon. Ein alter Göttername ist Hella oder auch Ella, Frau Holle. Frau Holle, ganz wichtig. Und das Märchen Frau Holle ist bei dem Link, den wir dann noch runtersetzen werden, auch noch ein wichtiges Thema. Hat sehr viel mit dem germanisch-vedischen Ursprung zu tun. Also dieses Märchen ist, müsste man sich mal wirklich wahrhaftig auseinandersetzen mit jemandem, der das auch aus der Perspektive erzählt. Und obwohl ich weiß, dass er die Boxsage nicht kennt, benutzt er Vokabeln und setzt Knüpf genau da an, wo die Boxsage aufhört. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, ist auch kein Zufall. Das wäre doch mal ein schönes Audioprojekt hier, auch radiotauglich. Das Märchen von Frau Holle in Root Language oder so. Ja, irgendwas werden wir schon mal. Ja, oder vielleicht die vedische Version. Ja, er hat auch ein schönes Audio gemacht, 15 Minuten lang, mahnende Worte von Odin, also praktisch von unserem Allvater. Und kann man sich auch mal reinziehen. Habe ich mir gedacht, dass wir das hier vielleicht mal live spielen, aber das geht dann schon sehr ins Gewissen rein. Also, wenn man sich das anhört, Schelte vom richtigen Vater zu bekommen, der einen wieder gerade rückt, kann man sich das gerne mal antun. Der Kanal ist auch witzig. Der heißt Sigreich, also wie Sig die Rune. Also ganz viel Sig. Und Sig ist ja auch die Art und Weise, wie wir uns ja eigentlich bekreuzigen sollten. Hat ja auch was damit zu tun. Was mit Energien und so. Und das erklärt er ganz toll. Ja? Also das ist der Umgang mit sich selbst, mit seinen Fähigkeiten und mit seinem im Einklang sein, im ganzheitlichen, natürlichen, ökologischen, autarken Umfeld, mit seinem Stamm, mit seinen Ahnen um einen herum, mit den Geistern. Und also das ist die Voraussetzung und die Umgebung, die wir auch hier auf der Erde vielleicht schaffen sollten, damit Reinkarnation auch wieder vernünftig in der eigenen Familie dann auch klappt. Weil das ist das, warum die Wikinger so todesmutig waren. Sie wussten, sie kamen ja wieder, weil die Ahnenbäume standen ja noch. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, Milo, wo ich mir auch viel Gedanken drüber mache. So, deiner Einschätzung nach, ist es das Inkarnieren, ist es, wenn es natürlicherweise vor sich geht, inkarniert man immer wieder in dieselben Clans rein? Weil ich mich manchmal auch frage, wie kann das sein, dass bei gewissen Familien Blutlinien über Jahrhunderte oder lange Zeiträume dasselbe Muster, dieselbe Kabale gefahren wird. Und warum da nicht einfach doch mal Leute reininkarnieren, die sagen, ey, weißt du was, ich mach das jetzt ganz anders. Und vereinzelt gibt's ja auch Beispiele dafür, die dann auch sozusagen die weißen Schafe in der schwarzen Familie sind oder sowas. Aber deiner Einschätzung nach, ist das eigentlich die natürliche Sache, dass man immer wieder in dieselben Sippen reininkarniert oder wie? Ja, und zwar verrät sich die Elite wieder mal selbst. Und zwar, ich erinnere mal an den schwarzen Adel. Das sind die 13 Blutlinien des Vatikans. Das sind die
die Zugang zu alten Wissen haben, was sie dazu befähigt, sogar in Gruppen zu reinkarnieren. Dazu kann Marco aber hier, mein Mitstreiter, viel mehr dazu sagen, der ist ja Fachmann auf dem Gebiet. Aber sie reinkarnieren immer auf höheren Stufen, aber sie schaffen die letzte eben nicht. Und warum? Weil sie unser kollektives Bewusstsein, unsere ganze Resonanz, wir müssen es für sie wünschen, dass sie aufsteigen. Diese Stufe erreichen sie mit der Hierarchiepyramide eben nicht. Das funktioniert nur in einer Ringgesellschaft, dass sie dem Allvater alles Gute wünscht, damit er aufsteigen kann. Ich weiß nicht, ich meine, ich bin, wenn ich bei mir selber schaue, so, ganz ehrlich, ich bin mir mittlerweile überhaupt nicht mehr sicher, ob es überhaupt sowas wie Reinkarnation gibt. Also ich weiß es einfach nicht, ich will es nicht ausschließen, aber wenn ich so in tief in mich reinschaue, dann habe ich auf jeden Fall so, ja, wahrscheinlich ist Erinnerung, was in ist, das ist wahrscheinlich das richtige Wort, Erinnerungen an andere Leben. Und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das jetzt wirklich ich war oder ob ich nicht einfach aus dem morphogenetischen Feld irgendwelche Dinge aufpick, aber ich habe so in mir drin solche Erinnerungen und das sind aber ganz verschiedene Sachen. Also ich weiß zum Beispiel, nimm mal so das Beispiel, ich habe echt eine tiefe Connection in die amerikanischen Südstaaten zum Beispiel. Und ich weiß genau, obwohl ich da in diesem Leben noch nie war, ich weiß genau, wie der Mississippi riecht dort unten und im Mississippi Delta, wie das dort ist. Und das Bizarre ist, ich weiß das aus der Sicht von einem, Weißen, aber ich weiß es auch aus der Sicht von einem Schwarzen. Also no shit, das ist auch beides mehr drin so. Und in der Musik kann ich das schön ausleben irgendwie. Also ja. Das würde heißen sozusagen, dass ich irgendwie immer in verschiedenen Dingen irgendwo reingeboren werde. Und ich habe auch irgendwie Connections irgendwie zu noch mal ganz anders hin und so weiter. Es kann sein, es muss aber nicht. Es kann auch sein, dass du durch deine ganzheitliche feinstofflich affine Wahrnehmung ja auch partiell vielleicht Zugang zum Äther hattest und dann kollektiven Gedächtnis von anderen teilhaben konntest kurzzeitig. Dass du transzendiert bist und resoniert bist mit Menschen, die es auf der anderen Welt halt irgendwo gibt, die halt ähnliche Resonanzen halt haben. Und das aus deren Wahrnehmung, deren Erinnerung hattest du halt Zugriff. Und Tesla hat es ja bewiesen, dass es funktioniert. Und warum kannst du in gewissen Zuständen da nicht auch Zugriff drauf haben? Naja, klar, was ich nicht weiß. Aber nehmen wir an, es gibt sowas wie Inkarnationen und so weiter. Dann wäre doch auch die Frage, wäre es vielleicht natürlich so, dass wir halt immer in verschiedene Dinge reininkarnieren, so wie es auch, was weiß ich, im Osten so gelehrt wird im Buddhismus und so weiter. Du inkarnierst in Situationen, in Leben rein, damit du gewisse Dinge lernst. Und da kann es mal Sinn machen, mal eine arme Familie rein zu inkarnieren, dann mal in irgendeine reiche, vielleicht auch mal in irgendeine mächtige und dann wieder in, was weiß ich, verstehst du? Aber die Grundidee, die da vermittelt wird, ist ja, man inkarniert in verschiedene Settings rein. Und dann ist eben die Frage, all diese Bloodlines und diese schwarze Adel und so weiter, die Leute, die auf diese Blutkulte gehen, auf diese Familienbande und so weiter, das stellt sich nur so als Frage so, ob die nicht auch ein natürliches Prinzip, dass du eben in alle möglichen Schichten mal reininkarnierst, ob die das nicht manipulieren auf eine gewisse Weise, um immer in ihre Blutlinie reinzukommen und ob das nicht auch dann sozusagen ein Eingriff ist in den natürlichen Ablauf und in das natürliche Dharma sozusagen oder Karma und ja. Dass es halt auch schon dort anfängt, dieses Manipulieren von etwas. Ja? Also dass die dann immer wieder versuchen, in die gleichen Familien reinzuinkarnieren, um dadurch dann auch auf der Erde halt ihre Programme, ihre Muster über ganz lange Generationen zu fahren, während es bei uns halt nicht so ist. Also ja. Klar haben wir auch jetzt in diesem Leben hat mein Körper auch Vorfahren und so weiter und das ist wichtig, das spielt eine große Rolle in meinem Körper so, aber ich hänge jetzt nicht oder vielleicht hat so ein Familienmuster, ein Programm nicht so einen riesen Impact, wie wenn du jetzt in die Familie Rothschild reingebierst, also wo du halt echt von Anfang an da ganz eng in einem Programm auch in einem Muster drin bist, ja? Wenn es altes, böses Wissen ist und böser Zauber und böses Juju, was sie da benutzen, irgendwie scheint es zu funktionieren. Aber wie gesagt, da ist ein Kollege von mir, ein Fachmann, können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Dennoch wage ich nochmal, mich einen Schritt zurückzubewegen. Und zwar, wir müssen erstmal eine Grundlage schaffen, um überhaupt richtig zu reinkarnieren. Und wir wissen ja gar nicht, wie diese Umstände aussehen. Und wenn wir da die natürlichen Gegebenheiten und die natürliche Ordnung mal als Maßstab nehmen, ja, dann wäre die Verbundenheit zu seinen Ahnen mit dem Familienstammbaum ja gegeben. Man hätte ja seine autarke Hütte, man hätte sein Stimmrecht, wenn man Frau, Kinder und verwurzelt ist und einen Baum gepflanzt hat und
sein kleines Umfeld unter Kontrolle hat, dann hat man auch ein Stimmrecht in der Gemeinde. Ne? So, aber viel wichtiger ist, dass wir dort mit 3 Generationen mindestens unter einem Dach leben. Nur dann funktioniert ja auch eine Ehe richtig. Ja, und das Ahnenerbe, also das, was die Indianer uns immer vormachen, hier sich mit den Geister der Verstorbenen immer zu verbinden, hier mit dem Meister. So, das ist das, was wir dann wieder empfinden würden, wenn wir denn in dieser natürlichen Umgebung ja auch mal leben würden. Deswegen ist es ja wichtig, sich in dieses in den germanischen Veden erwähnte Lebensweise ja mal reinzudenken und reinzufühlen. Und dann wären wir ja in Harmonie und geerdet und in Resonanz mit unserem Umfeld. Und dann wären wir ja feinstofflich ja auch viel befähigter in dieser Umgebung, Dinge wahrzunehmen. Ne, ob es dann die Krähe ist, die zum richtigen Zeitpunkt auftaucht oder ne, diese ganzen feinen Sachen, die Indianer auch gesehen haben. Ne, das ist so eine Wahrnehmung, die in der Stadt oder heutzutage in der technisierten Welt ja uns völlig genommen werden. Ne. Also manche Menschen, die viel in der Natur sind, wer die kennt, ne, die sehen, die sind viel ruhiger und entspannter und haben ein ganz anderes Tempo. Und die können auch viel schneller in ihr Sein kommen als jeder andere. Und da muss man sich erstmal reindenken und reinfühlen und aus der Perspektive das alles erstmal betrachten. Ich bin da mittlerweile wirklich immer misstrauisch, wenn es gegenüber so diesen ganzen Blutlinien gilt und den Leuten, die darauf so eine Fixierung haben und das so wichtig nehmen. Weil aus meiner Sicht, weißt du, wenn wir bei uns selber schauen, also wenn ich bei mir schaue, dann ist doch es ist keine Ahnenlinie, auch da eben nicht linear, sondern das ist ja unfassbar aufgefächert. Ja? Gerade weil eben nicht das immer in derselben Sippe gehalten wird. Und das ist doch auch eigentlich die Natur der Sache. Und so haben doch auch die Naturvölker früher gelebt. Also auch wenn Sippen nomadisch gelebt haben, dann haben die sich trotzdem immer einmal im Jahr getroffen. Nicht zuletzt, um eine Art Heiratsmarkt zu haben, damit halt die jungen Männer aus der einen Sippe junge Frauen aus einer anderen Sippe sehen, damit die wieder, damit der Genpool halt aufgefrischt wird. Also das ist halt auch die Natur der Sache, irgendwie in eine Vielfalt zu kommen. Und wenn wir da bei uns gucken, wie lange geht das auch zurück? Ich meine, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Jahre Vorfahren, dann reden wir von unendlich hohen Zahlen, die wir als Vorfahren haben. Und jede Generation hat schon doppelt so viel wie ihre Eltern. Also ich habe doppelt so viele Vorfahren wie meine Eltern. Und ich meine, das ist so das natürliche Prinzip, so scheint es mir. Und eben auch die Sexualität verlangt es ja. Also eben, du möchtest nicht jemandem aus deiner Familie irgendwie Kinder zeugen, sondern es geht raus zu einer anderen Familie. So, das ist ja die natürlicherweise, glaube ich, in allen Kulturen mehr oder weniger so. Und es sind nicht gerade diejenigen, die auf dieses Lineare gehen, so auf das irgendwie eng halten und so weiter. Das ist doch schon eine Überhebung über die Natur. Und das ist auf materielle so. Und wenn wir da so mit Inkarnationen reden, das ist ja dann auf spiritueller Ebene so. Wer sich immer in die gleiche Sippe rein inkarniert, also ich bin da sehr misstrauisch so. Ja, gesund ist das nicht, deswegen schaffen sie die letzte Stufe ja auch nicht. Das ist ja, die haben sich ja hier eine Stolperfahrt gebastelt. Das ist ja ihr Dilemma. Deswegen erleben wir ja die ganze Scheiße immer wieder. Deswegen findet ja alles wieder in Phasen statt. History repeats, ne? Mhm. Deswegen ändert sich ja nichts. So, wenn wir die erstmal wegkriegen und zur Spermalinienordnung kommen wir ja gar nicht mehr zurück. So, aber was wir machen können, ist, dass jeder halt ein Stammvater wird. So, und das kann jeder für sich machen. Ne? Und sich dann in einer lokalen, regionalen Ordnung, wo sich alle noch kennen, halt eben vor Ort organisieren darf. So, das wäre ja zumindest schon mal ein Fortschritt, ne? Finde ich, zivilisatorisch. So, und dann am liebsten gerne auch mit freier Energietechnologie von bis. Und nicht, aber wir müssen ja nicht im Steinzeitalter leben in Harmonie. Wir können ja uns auch Solarzellen aufs Dach packen oder eine Tesla-Turbine ranbasteln ans Auto. Ne? Damit wir noch Strom haben zum Senden, ne? Das muss dann schon sein. So. Ja, verstehe. Ready Emergency Forever, weißt du? Das heißt ja nicht, dass man Eremit irgendwo in der Wüste wird oder so mit einem Badelaken um, sondern man kann sich ja wirklich vernünftig, ökologisch, sinngemäß, natürlich geordnet ja organisieren und die Technologie halt nutzen, wofür sie ist, also für unsere Prosperität und nicht zu unserer Kontrolle. Das hängt alles miteinander zusammen, sagst du ja. Deswegen ist dieses ganzheitliches, bewusste Sein, diese Menschwerdung so entscheidend, dass wir eine Perspektive dazu bekommen.
Ja, das ist faszinierendes Thema, Midoran. Wirklich, echt erstaunlich, in welche Themenbereiche wir da heute Abend so uns schon reingegeben haben. Man könnte, es gibt da noch so viel mehr, so, ja. Das ist echt faszinierend, ne? Es sind einige Themen. Schau, es ist so. Manche sehen es auch kritisch. Boxsager ist halt auch nur eine Geschichte, auch nur ein Narrativ, wenn du willst. Und bei mir ist es auch so, weißt du, ich bin Freigeister. Ich nehme Dinge an, aber ich hänge jetzt da nicht drin oder so. Also, oder hänge mich da jetzt nicht dran, dass es für mich alles bedeutet oder sowas. Aber es ist inspirierend. Es ist einfach ein richtig inspirierendes Thema, weil sonst, und das zeigt auch wieder unser Gespräch heute Abend, Milo, wenn wir uns zum Thema Boxsager unterhalten, führt uns das in ganz viele Bereiche, die ich für extrem wichtig halte und mit denen ich mich auch beschäftige. Also wir hatten irgendwann mal im Laufe der Sendung heute diese Frage, gibt es einen Einfluss von außen? Ja, oder ist hier auf der Erde das, was wir sehen, wirklich alles? Wir hatten Themen wie Rhesusfaktor und so weiter. Also es sind alles so wirklich richtig spannende Dinge, die irgendwie dort Inspiration finden rund um diesen Themenkomplex. Und das ist, was es aus meiner Sicht so spannend macht. Auch wenn wir trotzdem das auf verschiedene Art und Weise vielleicht aufnehmen, das Ganze. Aber das ist halt echt faszinierend. Und ich bin mir auch sicher, diese Jor Bock war bestimmt ein faszinierender Typ auch. Ja. Ich sehe ihn als Mensch, der mich weitergebracht hat und als Katalysator. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich halt eben nicht weiß. Und die Boxsage ist halt wieder ein Next Step, ne? Und dann geht's weiter. Und er hatte auch nicht, das muss man vielleicht auch dazu sagen, so, weil ich meine, er hat als, soweit ich das weiß, Jor Bock jetzt auch nicht sein Charisma irgendwie ausgenutzt, um da irgendeinen Kult oder eine Sekte zu gründen. Ich meine, er hatte schon Leute um sich rum, so, aber wenn ich mich recht erinnere, hat er doch irgendwann in Indien, hat er einfach diese Dinge dann auch irgendwann mal rausgehauen und so weiter und auf ganz, also eher so kreismäßig und nicht da irgendwie, er ist jetzt der neue Guru oder Personenkult oder sowas, ne? Nee, die Jungs waren halt unterwegs, Goa und so, ne? Waren jung und wild und die kannten sich glaube ich 8 Jahre, ne? Und dann auf einmal irgendwie an einem Abend fängt er dann halt an am Lagerfeuer dann halt eine komische Sprache zu sprechen, wie sie gesagt haben. Und das hat irgendwie 1,5 Jahre gedauert, bis sie nachvollziehen konnten ungefähr, was da passiert. Mhm. Und der harte Kern war, glaube ich, so 8 Leute oder so. Auf Pilzen in Goa oder so. Ja, also, ja, er hat gern gekifft, so haschisch, ne? So. Aber er hat sich immer einen bauen lassen, er hat nie selber gedreht. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich war selber lang in Indien und ich hatte da auch für mich selber und so vielen Leuten geht das dort so wirklich Erkenntnissprünge. Also gibt es echt so Momente, da geht auf einmal der Vorhang auf so. Boah, dann erkennst du Dinge. Und vor allem erkennst du Dinge über dich selber. Also das ist entscheidend. Das sind nicht irgendwie große metaphysische Geheimnisse. Im Gegenteil, das verschwindet dann alles. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig. Das hat gar keine Bedeutung mehr. Wenn der Vorhang in dir drin aufgeht, so wow. Da, weißt du, da brauchst du da keine Einweihung mehr oder irgendwelche welche Priester oder Lehrgebäude oder diese ganzen Dinge fallen dann weg. Ja, das Ego nur ein Bremsklotz. Brauchst du nicht. Es gibt da diesen schönen Film auch über die Boxsager. Ich weiß nicht, ob da schon mit deutschen Untertiteln gibt. Welcome to Hell. Wer ist da nochmal so ein Amerikaner, der das macht? Und das ist auch echt ein starker Typ. Ja, mit dem habe ich auch gesprochen, ja. Der ist immer noch im Start auch, ja? Ja, der erzählt gern von der Saga so, aber halt tiefgehende Gespräche oder irgendwie Rückschlüsse daraus sind mit ihm nicht diskutabel. Aber ich habe ihn mal ein paar Mal geskypt und er wohnt in Hawaii, kann draußen schön anbauen, also ihm geht's gut, sagt er. Ja, sehr cool. Also, weil das war für mich auch einer der Einstiege in diese Story. Du hattest mir ja selber auch Material seinerzeit gegeben. Ja, das war alles, Milo, was ich auch hatte. Und genau, es war da auch der Typ. Und ich fand es so stark, weil, weißt du, wie der da in Indien sitzt? Also, jetzt rede ich nicht von dem Ior-Bock, sondern von dem anderen, also der das damals beim Ior-Bock gehört hat. Genau, ein Amerikaner. Und der ist aber da in manches von diesen Videomaterialien ist dann in Indien aufgenommen. Und ich kann es so nachvollziehen, weißt du, wie der da sitzt und in Indien einfach. Ja, vielleicht, weil du eben weit weg bist von diesen ganzen MK-Vibes, die hier auf uns einströmen. Also in Indien kommt da ein bisschen mehr Klarheit in dein Selbst da. Und das kann ich mir so voll, ich kann das richtig nachvollziehen. Also auch wie er da sitzt und wie er das erzählt und der ruht da in sich selbst. Und ja, das ist echt schon faszinierender Stuff. Also die Saga muss erzählt werden und aus sich selbst heraus kommt die Erkenntnis.
Ich finde allerdings auch, das muss ich auch sagen, vieles von der Boxsaga scheint mir auch, wobei, das kann man sehen, wie man will, aber vieles scheint mir auch in indischen Traditionen sich auch wieder zu spielen. Also gerade in gewissen tantrischen Lehrern, da werden genau auch ähnliche Dinge auch gelehrt. Also wie das Samenschlucken und so weiter. Solche Dinge werden auch, das hat auch viel zu tun mit indischen Tantra. Das könnte man natürlich sagen, weil es hat damit zu tun, weil halt Indien als das konservativste Land also der Welt, was halt am meisten so altes Wissen irgendwie bunkert, dass es deswegen dort halt noch auftaucht. So. Aber manchmal denke ich mir auch umgekehrt, vielleicht hat auch ihr Bock wiederum Inspiration aus dem Tantra gezogen, wenn er da länger in Indien war. Hat er sich vielleicht auch damit beschäftigt. Ja, mag sein. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt wieder als Grundlage nimmt, ist es auch nur eine Verballhornung dessen, was mal gewesen ist. Und da am offensichtlichsten ist das Kastensystem, was völlig falsch gelebt wird. Ja, da haben wir ja nochmal, da haben wir ja wenigstens die drei Kasten nochmal. Das war ja in der Boxsage auch so. Da hatten wir ja einen Allvater und die Adel und dann die Jarl, Karl und Lors. Also fünf Ringe praktisch. Aber drei gesellschaftliche, bürgerliche Klassen. Und das hast du ja in Indien. Aber das ist halt jede Kaste für sich. Und das ist die Abkehr, weil damals musste ja jeder aus seiner Kaste, wenn er sich vermehren wollte, ja einen aus der höheren nehmen. Weil man hatte ja nach nur die Hübschesten, ne, sollten Kinder kriegen. So. Man hat sich ja erweiternd vermehrt und nicht degenerierend, ne, wie heute. Das ist zum Beispiel ein Riesennachteil. Also wir schwächen uns selbst, indem wir uns eigentlich nach Blutlinien vermehren, genetisch. Weil da, weißt du, ich sehe es halt da auch so, bleib mir doch im Flow. Ich meine, überlassen wir das doch einfach dem großen Leben so. Ich sehe da im Leben schon immer eine Dynamik und ich glaube, wir Leute brauchen das gar nicht. Wir Menschen brauchen nicht irgendwie züchten oder sowas, sondern überlassen wir das doch einfach dem Großen so. Ja, aber deswegen bin ich auch skeptisch gegenüber all den Eugenikprogrammen. Und zwar sowohl die Menschheit verbessern wollen, als auch die Eugenikprogramme, die den Menschen verschlechtern wollen. Das gibt's ja auch, ja. Das ist, was wir heute gerade erleben, ja. Aber das braucht's doch alles nicht. Also ich meine, für uns Menschen auch da, lass doch einfach im Flow. Und wenn Menschen im Flow sind, dann ist es auch kein Zufall, in welches Vibe du dich verliebst oder welches Vibe sich in dich verliebt. Da gibt's ja, das ist das Ding. So, wir sind da so sehr in unserer Kopfwelt gesteuert, aber im Grunde genommen sowas wie Liebe, dieser Magnetismus, da spielen so viele andere Dinge eine Rolle. Weißt du, so Gerüche, Pheromone und Blutgruppen, was passt zusammen? Und wenn wir einfach so das loslassen, so im Flow sind, dann kommen schon die richtigen Leute zusammen, oder? Und die andere merken, ey, wir passen nicht zusammen. Du bist zwar eine schöne Frau, aber irgendwie zwischen uns, weißt du, da funkt es nicht. Und das einfach so natürlich loslassen, dann mehr brauchen wir doch gar nicht. Ja, ja, wenn man sich denn überhaupt noch mal gegenübersteht heutzutage, falls man sich nicht wegtindert oder wie man das heute macht. Ja, nicht nur das, man muss sich ja auch über seine eigenen Emotionen bewusst sein und diese Impulse, die man da bekommt, auch richtig einordnen können. Das bringt ja nichts, wenn man sie jetzt triebgesteuert dementsprechend den Pheromonen nach sofort immer triebgesteuert handelt, sondern das ist dann auch ein ganz anderer Flow, den man dann hat, dann weiß man auch, dann hat man eine ganz andere energetische Bindung zu bestimmten Leuten. Absolut dann, richtig. Das meinte ich. Und dann werden auch bestimmte Verbindungen würden dann gar nicht zustande kommen, wenn die Leute sich darüber bewusst sind, was sie da wirklich wahrnehmen. Ganz und nicht genau. Wirklich direkt auf den ersten Trieb quasi reinfallen oder auf den ersten Impuls. Und es ist immer eine ego-steuerte Entscheidung. So ist es eine ganzheitliche. Ich glaube auch, dass früher die Menschen, diese Festtage, die wir früher hatten, die hatten auch eine entscheidende Rolle gespielt. Und das beste Beispiel nämlich so die Maifeiern in Süddeutschland, in Bayern. Ja. Es ist schon das 1. Mai, es ist halt hier Fruchtbarkeit und so weiter. Und ich schätze, dass es darum ging, weißt du, dass die Jugend zusammenkommt. Und da wird auch immer getanzt, weißt du, wo du dann unverbindlich auch mal mit jemandem ganz nah kommst, so Körperkontakt und gucken, ob die Chemie stimmt oder sowas. Und das musste man bei diesen Feiern auch immer machen. Also die sind immer verbunden mit Tanz und jeder tanzt auch mal mit jedem. So dass es im Grunde genommen, dass das die Wurzeln sind von diesen Feiern. Ja. Und da ist auch so viel verloren gegangen, weil wenn wir gucken, wie sind heute unsere Jahre eingeteilt? Was haben wir heute für Feiern und so? Und wir sind jetzt gerade in einer besonderen Nacht oder fängt jetzt diese Phase an, eben hier im Midsommer.
oder Sommerbeginn, wenn du willst, halt die Sonnenwende. Diese Dinge feiern wir nicht mehr. Ja, aber wir haben dann so komische Feiertage wie, was hat man letztens irgendwann mal, Christi Himmelfahrt oder sowas, wo kein Mensch weiß, was es überhaupt ist. Ja. Und ich glaube, dass es echt super wichtig war, auch früher in diesem Rhythmus zu sein und eben auch im Sinne der dass sich halt die jungen Leute zusammenkommen. Also auch das ist Teil von diesen Feiern. Ne? Ja, absolut. Absolut richtig. Apropos Tanzen, wie wär's mit Musik? Kurze Pause? Ja, passt. Hast du was am Start, was hier ein bisschen animiert, hier, die jungen Paare? Zum was Volkstümliches. Zum Schwurfen vielleicht. Ja. Nur so ein bisschen halt. Auch noch. Na klar, irgendwann nichts anderes, nur tanzen natürlich. Ne? Tanzen. Auch noch ein Wunsch von Milo für uns alle. Was? Ja, Metallica hat das auch noch, ne? Ja, yeah, na bitte. Ja. Achso. That's mad. So sieht's aus. Jawohl, da sind wir wieder zur letzten Stunde hier. Mit Special Guest Milo. So, und jetzt haben wir auch noch ein paar andere Themen, aber war ja wirklich sehr aufschlussreich bis jetzt, ja. Ja, hot stuff. Aber Milo, genau, lass uns jetzt hier die Zeit noch nutzen, die uns noch verbleibt. Und es ist Wahnsinn, die Zeit ist schon wieder echt ziemlich weit. Du hast ja auch, wir haben ja auch ja auch schon gesprochen und du hast auch viel so aktuelle Geschichten im Blick. Hast dich viel mit QAnon und diesen Geschichten beschäftigt. Ganz aktuell, Thema Trump. Viele Leute sagen, also auch in Amerika, viele sagen, dass der Trump mit dem Deep State aufräumt. Und dass es sogar so weit geht, wir haben da sogar nicht letztens auch drüber gesprochen hier in der Sendung, ich glaube schon. Manche sagen sogar, dass jetzt solche Programme wie das Chemtrailing und so weiter, dass denen auch die Energie entzogen wird. Was ist deine Einschätzung zu diesem ganzen, zu dieser Figur Trump und das Verhältnis zum Deep State? Glaubst du, dass ist da jetzt wirklich so viel in Bewegung auch? Ja? Definitiv. Also ich habe im letzten Jahr zum alten Freund zurückgefunden. Der ist Whitehead-Hacker und IT-Spezialist. Und seit der ersten Geburtsstunde von Computern dabei praktisch. Und ich habe eine neue Perspektive durch ihn bekommen. Praktisch die Perspektive eines ITlers. Und dazu möchte ich Folgendes anmerken. Also das, was wir jetzt hier so besprechen und offen kommunizieren, wussten die schon vor 15, 20 Jahren. Also Menschen, also Nerds, ja, die auf einmal konfrontiert waren mit geheimem Wissen, weil sie halt durch ihren Beruf automatisch dadurch Zugang bekommen, siehe Edward Snowden, ne? Die wissen auf jeden Fall immer als erstes Bescheid. Und mein Kumpel ist halt sehr gut in Prognosen machen und in Einschätzen von Sachverhalten, Situationen. Ist halt ein Analytiker, ne? So ein binärer Mensch. Es gibt nur entweder oder für ihn. Und das nehme ich zu meiner ganzheitlichen Sichtweise als beratende rechte Hand und für Detailfragen und Technikfragen gerne mit rein in meine Überlegungen. Und wir haben auch zusammen eine Internetseite, die ist matrixhacker.de. Und dort habt ihr halt viele Infos, viele Links, immer Originalquellen, ne, sind immer mit dabei. Also irrer Stuff, auch Originaldokumente und so. Und dort poste ich auch offiziell Sachen über die Boxsager. Ne. Könnt ihr da immer suchen. Dort findet ihr auch eine Liste der Videos in der Reihenfolge, die man sie gucken kann, um halt nochmal auf dem Laufenden zu kommen. Hier Jim Chesner ist dabei und die ganzen Dokus. Also das, was ich jetzt an Informationen hatte. Und dort werde ich dann halt auch Texte posten und vielleicht noch so ein paar Hörproben von den Audioaufnahmen, die ich habe und sowas. Also wenn ihr da noch ein bisschen Bock drauf habt. So, und zurück zu QAnon. Also mein Freund Marco, der ist halt sehr früh der Ansicht gewesen, dass es halt eine künstliche Intelligenz sein muss. Warum? Weil eine künstliche Intelligenz kann ja auch irgendwann so intelligent werden, dass es auch erkennt, wer das wahre Böse ist oder wer das wahre Böse darstellt und sich genauso gegen seine Schöpfer stellen. Das ist halt der Grund, warum wir ja noch keine künstliche Intelligenz eigentlich haben offiziell, da sie halt Angst haben, dass sie sich gegen sie wendet. Und offensichtlich gibt es ja eine militärische Variante, die fürs Eindringen in Systeme halt vorgesehen ist. Und daraus halt mit hinzugepackten Algorithmen Informationen gefiltert, in so einem Tempo raushaut,
Das ist nur, also das können noch nicht mal Leute, wenn sie zusammenarbeiten. Die Einschätzung habe ich von jemandem, der das technisch nachvollziehen kann, was da passiert. Und der hat auch Codebücher und ähnliches. Also da gibt es auf jeden Fall aus seiner Sicht keinen Zweifel daran, dass es eine ist. Dann können wir gerne mal eine Sendung mit ihm machen, dass er das mal ein bisschen ausführt. Und es ist definitiv so, dass gerade zwei Machteliten sich gegenüberstehen. Und eine degenerierte Form dieser alten Ordnung, ja, den wir vielleicht auch Satanismus bezeichnen können, der soll jetzt abgelöst werden. Und dann halt über einen Übergang zu schaffen, halt in eine neue Ordnung. So den Begriff, der kommt uns ja bekannt vor. Und definitiv ist dort der Wandel der Eliten am Laufen. Es gibt da eine schöne Geschichte, die ich eigentlich sehr schätze, so von ihrer Disziplin her. Das sind die Spezialeinheiten, die Navy Seals. Die haben, nachdem sie Osama Bin Laden dort getötet haben und im Meer haben fallen lassen auf dem Rückflug, diese Teams, die sind ja 4 Wochen später bei so einem Hubschrauberunglück bei einer Übung beide draufgegangen. Und da war es so, dass die Navy Seals zusammen mit der Navy halt schon einen Putsch versucht, da war Obama noch Präsident, vorhatten. Und das wurde halt zurückgehalten, von wem auch immer. Und Trump wurde dazwischen geschoben, um einen Putsch von unten nach oben zu schaffen und keinen Militärputsch. Warum? Weil dann, wenn alle Geheimnisse auf einmal, damit wären wir wieder beim Thema Timing, wenn alle Geheimnisse durch einen Militärputsch auf einmal in die Öffentlichkeit gekommen wären, dann wäre Panik wahrscheinlich auf der Welt natürlich das kleinste Übel gewesen. Auf jeden Fall hätten wir Chaos und etwas, was nicht regierbar wäre, und das ist nicht in deren Sinne. Deswegen werden jetzt hier im Hintergrund Leute ausgetauscht und beeinflusst, sie als Patrioten zurückzugewinnen, um zu versuchen, halt diese alten Machtstrukturen, den Deep State, auszumerzen. Und es wird sich langsam von unten nach oben gearbeitet mit interessanten Techniken und Methoden, die definitiv mit dem Teil der Menschen funktioniert, aus den Geheimdiensten, aus dem Militär, die patriotisch sind und einfach diese Blutsauger im wahrsten Sinne des Wortes bereinigen. Und was danach kommen wird, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass das mit den Religionen so ein Ding ist. Der Vatikan, der verliert an Einfluss. Also wenn jetzt Russland und China jetzt anfangen, die Welt neu unter sich aufzuteilen, Seidenstraße etc., muss der Vatikan irgendwie wieder sich besinnen und seine Statuten den Gegebenheiten anpassen. Deswegen wird dieses römisch-katholische Spießige abgeschafft und dann in eine Art Neokatholizismus überführt. Und das ist das, was Trump machen soll. Er soll die Protestanten und die Katholiken zusammenführen in Amerika. Und dadurch dann halt eben das, was mal uns geteilt hat, ja, in eine Art neue Weltreligion überzuführen. Und dann nur wieder, damit das alte Rom seinen Einfluss nicht verliert. So, deswegen wage ich es zu behaupten, dass er der Heilsbringer sein wird. Aber definitiv sind wir mal schon an einem zerstörerischen Dritten Weltkrieg vorbeigeschrappt, weil die Clinton nicht gewonnen hat. Also wenn die es geschafft hätte, sähe es schon übel aus. Also bis jetzt haben wir Zeit gewonnen und die sollten wir echt nutzen. Na, ja, auf jeden Fall interessante Einschätzung. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, viel über Trump gesprochen, weil das war gerade nachdem der G7-Gipfel gecrashed wurde von ihm und dann ist 2 Tage später er dann da hier in Singapur sich mit dem nordkoreanischen Staatsführer getroffen hat und diesen Deal gemacht hat, wie man sagt. Damals haben wir schon viel über Trump gesprochen. Das sieht alles vielversprechend aus, wenn diese alten Strukturen aufgelöst werden. Aber auf der anderen Seite, was hältst du dann von Trumps Connection zu apokalyptischen Endzeit-Sekten? Ja, sein Schwiegersohn Jared Kushner, der scheint dort so ein Link zu sein. Und gleichzeitig ist das einer, der aktiv Politik macht. Der Berater ist von Trump, der eigenständig
auf diplomatische Missionen geht, in irgendwelchen Hinterzimmern, wo man auch nicht weiß, was da ausgemauschelt wird, das macht einem dann doch wieder auch Sorgen. Und auch hier symbolisch dieser Wechsel der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem, der jetzt im letzten Monat, was glaube ich, auch super schnell durchgezogen wurde. Man kann das Gebäude gar nicht so schnell bauen, aber man hat schnell mal ein Improvisorium erstmal, weil es musste jetzt passieren, so. Das macht einen dann schon Sorgen, so dass er vielleicht auch zu denen gehört oder eine Puppe von denjenigen ist, die diese Welt on fire setzen wollen, ja, um in ihrem messianischen Endzeitwahn. Ja, ich kann nur hoffen, dass wir einen Übergang bekommen werden, der uns allen gerecht wird und der nicht irgendwie mit Chaos endet, um neu zu strukturieren. Die Option ist immer noch offen. Ja, ich meine, im Mittleren Osten ist ja nicht gerade ein ruhiges Gebiet gerade. Ja, die Saudis sind ja auch gerade am expandieren. Ja, also das ist schon Pulverfass überall, was schnell mal irgendwie hochgehen kann. Also man kann uns da schnell was reinleiten, falls uns die Sorgen vor der eigenen Haustür nicht als erstes erwischen. Ja, Chaos ist ja genau das, was die wollen, weil dann können sie uns ja ihre EU-Recht-Geschichten überstülpen und die Kontrolle komplett übernehmen. Also das Einzige, was wir machen können, ist ruhig bleiben. Und am besten wäre ein Generalstreik. Ne, wie gesagt, hört auf, Steuern zu bezahlen. Damit füttert man ja die Maschine, die einen kaputt macht. Generalstreik der Frauen. Ja, es hört sich schwer an, ist es vielleicht auch, aber das ist es nun mal. Das ist ja das, woran dann deren Realität nehmen wir teil, wenn wir bezahlen. Ja? Und wenn wir jeden Tag auf das tun, was man von uns erwartet. Aber befreit sind wir dadurch nicht. Deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein, wenn wir uns bewusst sind. Und uns bewusst machen. Und uns davon zu befreien, von den Zwängen, das Ganze nochmal neu zu ordnen, neu zu strukturieren und nicht das Biest auch noch zu füttern. Aber bewusst zu sein ist eine schwierige Sache. Bewusst Währung ist schon mal ein guter Anfang. Schritt für Schritt natürlich, aber ich muss ja mal irgendwie mal so einen Parameterplan ja mal präsentieren, damit man weiß, wo man sich bewegen kann, vielleicht als Staat. Je mehr Optionen man heute mitkriegt, umso besser. Ja, als Staat, okay. Ja, stimmt, wo wir jetzt gerade bei den USA sind, ist ja auch jetzt interessant, gerade, wann war das, heute, gestern, dass die USA aus dem Menschenrechtsgremium der UNO ausgetreten sind. Hat der Trump jetzt bekannt gegeben, auch interessant. Ja, da muss man sich aber wenn man da sagt, Saudi-Arabien sitzt da drin, ne? Oder hier auch Irak oder andere Sachen, was ist das denn bitte für ein Menschenrechtsrat, ja? Wo Leute auf offener Straße hingerichtet werden und so weiter und die wollen dir dann einfach Menschenrechten erzählen. Gut, wenn ich jetzt an der Stelle sitzen würde und dann würde ich auch sagen, wollt ihr mich verarschen, ey, da mache ich doch nicht mit bei so einem Quatsch, das ist doch alles Kasper-Theater. Ja, er muss sich ja so verhalten, dass er alternativ erscheint. Ne, so, dass das er als Befreier und man will ihm ja bewusst folgen, weil ne, er tut ja das Richtige. So, das ist ja die Falle, weißt du? Wir werden jetzt praktisch von der einen Seite auf die andere, die Herde wird von der einen Weide auf die andere geführt. So war es schon immer. Ne, damals hat Rom sich angepasst, indem sie den Vatikan gegründet haben. Ja, super. Und die Macht muss behalten werden. Das ist das einzige Ziel. Und das alte System, also praktisch von den 13 Familien haben sich zwei oder drei haben entartet und haben diesen Satanismus-Scheiß eingeführt. Der war ja so, ne? Das muss ausgemerzt werden, zumindest tun wir so, als ob. Und dann verneigen wir uns wieder vor dem Nächsten. Und der nächste Steuerbescheid hat halt einen anderen Stempel mit einem anderen Wappen drauf. Weißt du, ich meine? Da haben wir nichts gewonnen mit. Aber zumindest werden wir nicht gleich ausradiert. So, das bleibt zu hoffen. Dennoch müssen wir uns mit Alternativen beschäftigen, falls wir mal ein Stück Freiheit zurückgewinnen, dass wir uns auch gesund organisieren können in unserem näheren Umfeld. Das bleibt ja nicht aus. Ne? Die Wurzeln, zumindest die Natur verstehen und mit ihr umgehen zu können, ist ja schon mal das Mindeste. Das sollte man sich zumindest als Hobby machen. Weil egal was ist, das macht dich autark und befähigt dich weiterzumachen. Egal wie technisiert du bist oder ähnliches, wenn du keine Pflanzen anpflanzen kannst, bist du im Notfall am Arsch. Zumindest ein Gefühl dafür haben. Weißt du? Herr Trump, es bleibt immer wieder spannender und auch versuchen, das einzuschätzen. So. Aber was man halt sehen kann, es werden echt total viel alte Strukturen aufgebrochen. Und das ist per se erstmal interessant und nämlich wohlwollend zur Kenntnis. So. Und man sieht auch, wie in Europa da die Aufregung groß ist und auch dort sich so Veränderungen abzeichnen. Also gerade auch in Deutschland jetzt dieser Tage. Ich hatte echt ganz ehrlich
letzten Donnerstag oder Freitag hätte ich gedacht, vielleicht werden wir Mittwoch die erste Sendung in der Nach-Merkel-Ära haben oder sowas. Und habe schon überlegt, wie machen wir denn das, wenn wir die Milo eingeladen haben. Aber wenn Merkel weg ist, weißt du, dann wäre das Thema so. Aber jetzt hat es doch nochmal Aufschub bekommen. Aber ganz ehrlich, das scheint doch auch da langsam so ins Ende zu gehen. Ne? Das ist doch kein Aufschub. Nee. Weil dann wird nämlich geltendes EU-Recht, das haben die im November schon abgemacht, dann wird das wirksam. Also das ist schon längst beschlossene Sache, dass man diese mit diesen Ankerpersonen so viel wie man will wieder ins Land holen kann. Das ist nur eine Absprache, damit die Frist da abläuft und das geltendes Recht wird. Das ist ja das Problem, dass sie EU-Recht über das deutsche Recht stellen wird. Aber damit das rechtskräftig wird, braucht sie diese Zeit. Und danach ist Ofen aus. Dann kommst du mit deutschem Recht dagegen ja gar nicht an. Da musst du vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Und wer macht das schon oder wer kriegt das schon hin? War das dieses Leistungsschutzrechtgesetz? Weiß ich nicht. Na, oder du machst es wie Trump und setzt dich dann hin als souveräner Staat und sagst, nee, ich mach da einfach nicht mehr mit. Ja, aber er kann es ja auch, weil er die ganzen Soldaten dazu hat. So, was er nicht hat, ist die Kontrolle über alle Organe, Geheimdienste und hier FBI und ähnliches. Und da muss er sich erstmal durchkämpfen. So, und das hat jetzt geklappt. Jetzt geht's halt weiter nach oben. Wie gesagt, und das alte Establishment ist in Europa ja aber leider noch vertreten. Ne? Rauten Merkel, die ist ja immer noch am Rumwurschteln. Ja, gerade in Deutschland. Ich glaube, hier ist die Hochburg dieses alten Establishments. Die Tommys, die packen die Sachen, machen sich vom Acker. Ne? Also das soll hier im Chaos enden, Europa. Ne? Und das gilt es zu verhindern. Und ich hoffe, dass der Sumpf hier auch gereinigt wird von Trump. Bei den ganzen Überschwemmungen letztens bin ich auch der Meinung, dass doch irgendwas durchgespült worden ist. Habt ihr das gesehen? War doch hier, ich habe ja hier 5 Wochen draußen gearbeitet und das war ja hier 30 Grad jeden Tag, also so total ungewöhnliches Wetter. Und dann haben Freunde von mir angerufen, hier so Wuppertal und so steht alles unter Wasser und über Wochen hinweg sind unglaubliche Wassermengen oder Eismengen halt an Orten runtergekommen, wo man halt die Elitenzentren vermutet, ne? Teilweise auch unterirdisch. Und es gibt Aufnahmen von Habaktivitäten an der holländischen Grenze, an der holländischen Insel, an der Nordsee, die über Wochen hinweg ständig gleiche Wolkenformationen und Gewitterwolken, also wirklich, wirklich punktgenau auf gewisse Regionen gerichtet hat. Und so hat Trump in Amerika ja auch angefangen, den Deep State klar zu machen, jetzt sind andere Zeiten, das kann man bei QAnon ja nachlesen. Und da hat er nämlich die 3 größten Bunker halt ausgebombt, mit dieser Mother of All Bombs. Ne, da gibt es auch seismische Aufzeichnungen. Also so hat er gezeigt, es gibt keinen Ort, wo ihr euch verstecken könnt. Also eure Endzeitenbunker sind schon mal passé. Und ich merke nochmal darauf hin, dass der amerikanische Botschafter ja auch getauscht worden ist, der neu eingesetzte. Und seitdem weht ein anderer Wind in Deutschland, weil jetzt ist nach Besatzungsrecht er derjenige, der die politische Richtung in Deutschland entscheidet. Und wenn man sich mal Videos mit ihm anguckt, so selbstgefällig wie der grinst, hat er da auch richtig Spaß dran. Also der Wandel ist definitiv ja auch spürbar. Und der Hinweis, dass die Springerpresse, die Bild-Zeitung gegen die Merkel wittert, ist auch noch so ein Hinweis, dass sie jetzt dass die Rückendeckung langsam nachlässt. Und der BAMF-Skandal war da ja nur ein Anfang. Also ich hoffe, bis Ende des Jahres sollte sie eigentlich weg sein. Hier, Milo, nur damit ich das richtig verstehe, da haust du echt Hot Stuff raus. Habe ich das richtig verstanden? Du spielst mit dem Gedanken oder präsentierst du einfach mal als Möglichkeit, dass die Wetterlage, die wir jetzt dieses Frühjahr hatten, sehr heiß und in manchen Regionen überhaupt kein Niederschlag, wo normalerweise eigentlich immer ein Niederschlag ist und in anderen Gegenden sehr viel. Du meinst, das ist das Ergebnis von einer Art der Wettermanipulation und das Ziel davon ist die Zerstörung, die Überflutung von so Deep, wie heißen die Dinger? Deep Military Dumps, ja. Deep Underground Military Bases, genau. Du meinst, das ist, oder das spielst du als Idee damit, das könnte da passiert sein? Wow. Naja, also die Aufnahmen zeigen nun mal Habaktivitäten, Habwolkenbildung über
holländische Grenze. Weißt du, wie Atlantis mit diesen Ringen. Ne? Aber die Dinge sind nichts Neues. Ich meine, das Hab- und Wettermanipulation, das läuft ja schon seit Jahrzehnten. Aber interessant wäre ja, dass du jetzt die Möglichkeit ins Spiel bringst, dass man das jetzt eingesetzt hat, um solche Dinge, so Dumps, also so Infrastruktur zu zerstören, vom tiefen Staat. Ja. Das ist ja schon heftig, ja. Ja, bietet sich ja an, oder nicht? Ist ja einfach, diskret, ne? Und man kann ja alles schön wegleugnen. Ist ja höhere Gewalt. So super. Mann, Frank, ich habe 6 Wochen lang hier 33 Grad gehabt jeden Tag. Ich sehe aus, als ob ich in der Wüste gewesen bin. Ich habe jeden Tag draußen gearbeitet. Eine Mauer gemacht und so. Wir hatten jeden Tag gutes Wetter. Ich kenne hier also 3 schöne Wettertage am Stück, die letzten 7 Jahre war das Maximum. Wirklich. Also ich hatte immer das Bedürfnis, hier jeden Sonnenstrahl auszunutzen und jetzt so, ach nö, reicht. Weißt du? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Im Norden, zwischen Hamburg und Hannover. Mhm. Und das war unerträglich heiß. Ich muss, wie gesagt, mir sind schon die Pflanzen draußen eingegangen. Ich musste noch nie gießen hier. Noch nie. Also war mir nicht bewusst in den letzten 7 Jahren, wo ich hier wohne, dass ich draußen Pflanzen retten muss. Ja, zu dem Thema muss ich sagen, da habe ich auch schon einiges gelesen, also das, was auch ganz darauf hindeutet, auf diese Thematik, dass halt wirklich die Wetterlage über Deutschland dahingehend manipuliert wurde, dass es halt in bestimmten Regionen zu ganz starken Niederschlägen kommt. Ja. Und da gibt es klar Theorien, gibt es immer ohne Ende in die alle Richtungen, aber ich habe da wirklich auch mal die Satellitenbilder mir angeguckt und da kann man ja sehen, wo halt Wolkenformationen sind, die sich auf Deutschland zubewegen oder auch bestimmte Niederschlagsradars und so. Und da sieht man wirklich ganz klar über einen bestimmten Zeitraum, über Tage und Wochen, wo es wirklich so heiß war hier und es war ja wirklich unnatürlich warm über diese lange Periode. Dass es mal vorkommt für eine Woche ist normal, aber über so einen langen Zeitraum ist es schon sehr auffällig. Und da sieht man wirklich auf diesen Aufzeichnungen, dass die Wolkenbänder und die Niederschlagsfelder quasi vor Deutschland sich auflösen, über einen ganz langen Zeitraum, wochenlang, ne? Und dann wirklich schlagartig sich entladen und dann große Niederschlagsmengen in bestimmten Bereichen nachhaltig, also es wurden mehrmals, so, wenn man so sagen möchte, bestimmte Bereiche angegriffen. Und die Theorien deuten dann auch darauf hin, sagen, dass da ja bestimmte Deep Underground Military Bases, so heißen die, so Dumps sein sollen, wo da gehen die Theorien dann auch wieder weit auseinander, ob da wirklich nur irgendwelche Sachen gelagert werden, ob da irgendwelche Salafisten-Kämpfer eingelagert wurden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollen die Dinger halt aus dem Verkehr gezogen worden sein, erstmal untauglich gemacht worden sein. Das habe ich so auch gesehen. Oder so gelesen, Draining the Swamp, ne? Am besten mit Klarwasser. Ja. So, wow. Freund bei mir in Goslar, also waren die Eiskugeln so groß, die da vom Himmel kamen, den hat das Glas da vom Auto zerschlagen und danach den Wintergarten. Kannte er so auch noch nicht. Ja, das ist aber immer sehr heftig da in die Ecke. Ja. Aber hast gesehen, was in Wuppertal da rausgekommen ist? Hm. Ach, die Wuppertaler waren das letzte Mal 1,5 Meter Wasserfontänen aus dem Gulli im Einkaufszentrum in der Einkaufspassage gekommen sind. Ja, ich weiß nicht, ob man da. Ich meine, Überflutungen hatten wir schon oft. Ey. Ich meine, wenn ich mich hier erinnere, vor ein paar Jahren, 2002 war es, glaube ich, hier das Mega-Hochwasser Elbe hier in Sachsen, wo aus dem Dresdner Hauptbahnhof irgendwie aus dem Hauptportal der Fluss rauskommt, so, ja. Puh, also das gab schon öfter. Aber interessant, also das ist halt immer schwierig, das zu beurteilen. Aber interessant finde ich es allemal so. Hier auch Mirko, dass du das auch nochmal bringst und erzählst, dass du auch davon gehört hast, dass sich einfach diese Stimmen da schon mal mehren. Ja, wie wir letzte Woche gesprochen haben, dass mehr und mehr Leute sagen, hey, fällt euch irgendwie auf, irgendwas mit den Chemtrails hat sich verändert. Das ist irgendwie weniger geworden. Und dass Amerika halt immer mehr so Meinungen kommen und Analysen, die das in diese Richtung deuten, dass da im Deep State gerade so viel Turmoil, also Umwälzungen sind, die ausgelöst wurden von Trump oder der Partei oder den Leuten, für die der steht, dass tatsächlich jetzt gewisse Dinge sich, also von diesen großen Dingen ändern. Ne? Und also allein dass wir darüber reden, finde ich schon interessant. Ja? Also etwas Interessantes aus der IT-Ecke hätte ich noch was anzumerken. Und zwar hat Marco mal erwähnt, ich weiß nicht, wie er das macht, ich bin kein Nerd, aber er kann wohl die Leute auch tracken, die ihn auch tracken. So, ne? Und er hat wohl nach jahrelangen Erfahrungen und Einsichten hat er Folgendes festgestellt. Er sagte, seitdem Trump gewählt wurde, also vereidigt wurde, ist es so, als ob da eine komplett neue Mannschaft sitzt und erstmal ausprobiert, was so alles geht.
So, das heißt, das deutet schon mal auf einen Wechsel hin, von wegen, ne? Ihr weg, ne, die abhören und erstmal unsere Leute hin, die abhören. Das kann er definitiv nachweisen, dass ein Wechsel stattgefunden hat auf der Ebene. Und der macht, die machen teilweise irres Zeug, was schon nach Chaos, was, als ob da ein kleines Kind sitzt und nicht weiß, was es tut. So chaotisch kommt ihm das vor, deswegen ist es ihm aufgefallen. Ein anderes Ding, das hat man letzte Woche, glaube ich, auch angesprochen, ich möchte es auch hier jetzt in dem Kontext nochmal erwähnen, dass man auch das Gefühl hat, diese Terroranschläge sind weniger geworden. Ich weiß nicht, ob das täusche ich mich da? Und da ist auch dann die Frage, eben viele von diesen Anschlägen sind ja dann stehen selber auch wieder auf unter Verdacht, dass sie vielleicht gar keine echten Dinger waren. Also Inszenierung. Möglicherweise gibt es beide Phänomene, aber es ist irgendwie weniger geworden. Kann das auch sein? Also, dass das auch da ein Symptom ist, was in diese Richtung deutet. Hier, guck mal, im Deep State, da haben sich jetzt Dinge verändert, ja? Ja, können wir nur froh drum sein, ne? Dass es weniger Opfer gibt. Ja. Ich meine, andere Dinge wären krasser. Ja? Also, ich meine, die Kriminalität im Lande, gerade auch, also ich. Das ist gefühlt und in meiner Wahrnehmung wird das massiv stärker. Also, boah, was allein in den letzten Wochen und Monaten an Überfällen auf Frauen, junge Frauen gab, das ist schon krass viel. So, ja. Ich poste sowas auf Facebook, ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Posten. Man kommt gar nicht mehr hinterher, genau. Und jetzt 143. Tote. Aber eben diese Sachen so wie Berliner Weihnachtsmarkt und so, sowas gab es schon eine ganze Weile nicht, ohne dass es jetzt irgendwie herbeireden würde oder so, aber es fällt schon auf, in der Tat, ja. Ja, langsam wurde es auch ein bisschen lächerlich irgendwie. Also was heißt lächerlich? Also es war schon irgendwie kaum noch zu ertragen. So. Man braucht irgendwas Glaubwürdigeres. Und indem man jetzt ein paar problematischere Kulturkreise uns näher gebracht hat, wird die Sache nicht viel einfacher. Und ich habe ja nun mal Türerfahrung, 16 Jahre Tür gemacht und bisschen auch was gesehen, ne, vom Kiez und so. Und ich würde heute den Sicherheitsjob nicht machen. Ich bin mal nach 12 Jahren mal wieder über den Kiez gefahren. Was ich da gesehen habe, das ist der blanke Horror. Das war für mich ein postapokalyptisches Szenario, was ich da gesehen habe. In aller Öffentlichkeit. Und da schwante mir halt Übles und ich kann also keinen beneiden, der in einer großen Stadt dort sich dem ausgesetzt sehen muss. Und meine Prognosen, und ich habe ja nun mal auch Sicherheitsanalysen und ähnliches gemacht, also ist echt, es ist einfach mir unverständlich, dass man so unkontrolliert das so gehandhabt hat wie die letzten 2 Jahre. Ich meine, man hätte seiner Bevölkerung kein höherem Risiko aussetzen können, bewusst. Also das ist ein Sicherheitsalbtraum und grob fahrlässig, wenn nicht gewollt. Dürfen wir uns nicht aufeinander hetzen lassen. Das ist das, was sie ja wollen. Interessant auch. Auch da, Trump, habt ihr das mitbekommen, war, glaube ich, erst gestern oder vorgestern oder so, da hat er getwittert, wie er es immer so gerne macht, ja? Und hat gesagt, dass die Merkel hier falsche Statistiken so den Deutschen gibt, was die Crime Rate, also die Verbrechensrate angeht. Zweitens hat er öffentlich getwittert. Ja? Ich meine, auch das, wenn du mal guckst, was das für eine Brüskierung auch ist von Merkel, was ist in your face, ey. Guck mal, die, das sagt der amerikanische Präsident, der sagt, Leute, die verarscht euch mit falschen Statistiken so. Das ist krass, oder? Ja, und Frage ist, wem glaubt man, ne? Und was ist damit bezweckt? So, sollen wir auf die Straße gehen? Sollen wir auch vom Kanzleramt uns gegen die Rasen betreten, Verbotsschilder durchsetzen und demonstrieren? Was ist damit bezweckt? Du cui bono, wem nützt es? Ja, ich finde auch sehr interessant, wie jetzt die Staatsmedien, also jetzt ZDF, ARD und so weiter, darüber berichten, ne? Dass der irre Präsident oder der dumme Trump, der hat ja keine Ahnung von Statistik oder so, ne? Aber ey, ich meine, wenn die Amerikaner doch sowieso seit Jahren nachweislich die Handys abhören und die ganzen Behörden bespitzeln, dann werden die ja wohl besser wissen, was hier abgeht. Und dann werden die wohl als Erste wissen, dass die Fälschung der Statistik stattfindet, bevor die überhaupt angeordnet wurde, sozusagen. Ne? Ja, ist offensichtlich. Darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus wieder, dass man wirklich mal diesen Verständniskreis zieht, dass die Leute sagen,
oder die sehen das ja, wie Frank gerade auch sagte, oder wie das jedem eigentlich von uns geht, der mal ein bisschen unterwegs ist, der sieht einfach oder der kriegt auch mit aus dem Umfeld, aus Erzählungen und Berichten, dass die Kriminalität gerade auf der Straße, was Raubüberfälle und so weiter angeht, stark zunimmt. Ne? Und wenn dann die Statistiken rauskommen, die sagen, ey, uns geht's so gut wie nie zuvor, oder hier in auch die Arbeitslosenzahlen war ja erst kurz ein paar Wochen vorher, yeah, die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie nie, seit der Wende nicht und so weiter. Ja, das ist doch Quatsch, das sieht doch jeder sofort. Ne? Und wenn dann solche Sachen von Trump kommen, der dann öffentlich sagt, ja, Moment mal, die verarscht euch, Leute, Alter, die machen da gefälschte Statistiken und ihr sollt den Scheiß auch noch glauben, das stimmt nicht. Und dann kommen vielleicht auch noch einige Leute ins Grübeln und sagen dann, ja, Moment mal, wenn der das doch so sagt und ich das auch so empfinde, ne, dass sie mehr ihrer eigenen Wahrnehmung vertrauen, die Leute. Das ist ja auch so ein ganz großes Problem gerade, ne, dass die Leute wirklich weniger ihrer Wahrnehmung vertrauen und mehr dem, was denen erzählt wird. Weil die dann sagen, ach nee, ich weiß ja, das Gehirn irrt sich oder ich habe irgendwelche Täuschungen, Fehlwahrnehmungen, ne, keine Ahnung, lassen sich da ihre eigenen Erkenntnisse, Erfahrungen und so weiter wegnehmen, nur um dann irgendeinen Quatsch zu glauben, der so im Interesse anderer Leute steht. Ja. Da läuft es im ganz Großen hin eigentlich. Ja, die sind nicht in ihrem bewussten Sein und die folgen dann halt eben dem Ego geprägten Weg. Und das ist dann halt leider dann immer der Mainstream. Die Freigeister, die werden immer seltener. Und die brauchen wir jetzt gerade. Deswegen müssen wir die Leute aufklären. Je mehr, umso besser. Ja, also schade, Arm-Intelligenz stärken, ja. Ja, genau. Und echt schade in dem Zusammenhang ist immer, das finde ich, ist mir ganz oft aufgefallen, dass die Leute, die wirklich eine ganz große Intuition haben und eigentlich wirklich wertvolle Mitglieder der zukünftigen Gesellschaft sein könnten, so in Selbstzweifel versunken sind und in sich selbst gespalten sind, dass sie gar nicht erkennen, welche Macht sie selber haben. Und die Leute, die total irrgeführt sind, totale Psychopathen sind und total Quatsch reden, haben ganz hohe Anerkennung in der Gesellschaft scheinbar oder so wird es dargestellt und denen rennen auch noch irgendwelche Leute hinterher. Ey, Leute, wacht mal auf, guckt euch mal an, was hier abgeht. So, das muss doch jeder sehen mittlerweile. So, ey. Also ich finde, jetzt ist auch gerade so eine Zeit, wo man das einfach merkt und wo man es wirklich sieht und wo jeder für sich einfach nur das mitnehmen kann, was gerade passiert. Und das ist, ja. Ja, darauf erkennt euch selbst, Leute, darauf läuft es hinaus. Ja, nicht den falschen Idolen folgen, auf keinen Fall. Ne? Wie gesagt, back to the roots, ne? Erstmal erden, erstmal wach werden. Ne? Wer bin ich, wo war ich, was ist gerade passiert und wo muss ich hin? Und dann von innen heraus wieder den Weg neu begehen und sich immer mit Leuten treffen, persönlich immer austauschen, den natürlichen Geist genießen, immer schön in der Natur, einen Baum umarmen, ne? Zumindest sich einmal die Woche oder einmal am Tag einen Spaziergang gönnen, wo sich bewusst rausnehmen. Das sind Sachen, die sind echt wichtig, so, weil wir brauchen diese Auszeiten. Und in diesen Momenten, die können wir nutzen, um uns selber einen Schritt näher zu kommen. Und das müssen wir uns selber wert sein. Weil sonst sind wir echt nur noch dumme Schafe. Mhm. Blind und folgsam. Und es kann jetzt echt schnell gehen. Also ich merke, was ist eure Prognose? Kann dieses jetzt nochmal aussitzen oder kann es jetzt echt schnell gehen und was kommt dann danach? Geht es irgendwie einfach nur so weiter? Gibt es Neuwahlen oder gibt es gar eine Staatskrise? Also da scheint doch wesentlich mehr zusammenzubrechen, auch so in der Politik, so Allianzen und auch in Europa weit und eben auch in Deutschland. Es kann jetzt echt schnell gehen, oder? Also Trump hat, als die Merkel ihn besuchen durfte, hat er ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, bei QAnon war da was, da hat er den Friedensvertrag erwähnt, der noch zwischen Nord- und Südkorea vorhanden ist oder geplant ist. Jetzt sagte er, fehlt nur noch Japan und Deutschland. Hat die Merkel blöd geguckt. Also es ist das erste Mal, dass ich einen amerikanischen Präsidenten habe den Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg erwähnen hören in der Öffentlichkeit. Und das wäre ein Ziel, worauf er hinarbeiten könnte, weil dann könnten wir endlich dann unser Recht nutzen und uns eine Verfassung geben. Und nicht nach diesen Pseudogrund. Aber dazu bräuchten wir vorher noch eine andere Regierung, oder? Vielleicht sogar eine wirklich ein Ende eine Abwicklung von dieser ganzen BRD-Geschichte oder sowas. Ja, irgendwas mit direkter Demokratie wäre zur Abwechslung mal witzig. Weil wer soll denn einen Friedensvertrag mit Amerika machen, weißt du? Also, das kann ja nur der Souverän dann machen, ja. Ja, aber die müssen uns da ja was anbieten so und dann müssen wir gucken. Aber hey, ist echt spannend. Dann, wie gesagt, mich würde es nicht überraschen, wenn das jetzt echt flott dahin geht. Ja. Mhm. Sagt ihr, der Kaiser hat ja auch nicht abgedankt. Das Dokument ist auf der matrixhacker.de-Seite.
Das wollen wir raussuchen. Na, da siehst du, dass die Unterschrift nicht völkerrechtlich bindend ist, weil ja Imperio Rex fehlt. Den gleichen Schmuh haben wir ja auf dem 2+4-Vertrag, ne? Und da hat Genscher persifliert, das heißt HP Genscher hat er geschrieben, er hätte aber unter dem völkerrechtlichen Dokument mit vollem Namen unterschreiben müssen, damit es juristisch verwertbar ist. Also denken wir, dass wir Verträgen folgen, die gar nicht stattgefunden haben. Das ist auch noch so ein Ding. Aber gut, ein andermal. Noch hier, Mirko, deine Prognose, glaubst du, so jetzt hier in Deutschland, Merkel und so weiter, glaubst du, das geht noch eine Weile weiter? Ich weiß nicht, ey. Und ehrlich gesagt, interessiert mich das auch gar nicht. Weil, ob jetzt Merkel an sich als Person an der Position sitzt, wo sie sitzt und so tut, als ob sie irgendwas zu entscheiden hätte, das hat eigentlich nichts mit der ganzen Sache zu tun. Wenn sie wirklich gestürzt werden sollte, ne, was jetzt, worauf die Zeiten jetzt hindeuten, das würde dann im Hintergrund auch dafür sprechen, dass ganz andere Machtstrukturen am Start sind, die wirklich versuchen, dieses ganze System umzuformen und dass dann eine Transformation vonstatten geht. Ne, darauf können wir dann warten und gucken, was sich daraus ergibt. Aber ob jetzt, dann, wie gesagt, Merkel da weggenommen wird, ein anderer Sündenbock hingesetzt wird oder irgendein Gesicht oder so, der Schauspieler halt, dieser Politdarsteller. Das ist, finde ich jetzt, jetzt von Merkel für sich nicht von Bedeutung. Wobei ich glaube, da geht es wirklich nicht nur um die Figur Merkel, sondern also da geht es darum, so, dass das Phänomen, was wir, glaube ich, erleben, ist, dass diese ganzen alten Volksparteien, also das ganze alte politische System, eine ganze Elite wegbricht. Merkel ist da nur eine Ikone natürlich aktuell, aber wir erleben dasselbe, wie was vielleicht in Italien schon passiert ist. Also dass diese alten, herkömmlichen Parteien einfach in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ne? Das ist schon spannend irgendwie. Und ja, und dann wird Platz gemacht für Neues und das müssen wir im Auge behalten. Ja, gerade jetzt in Italien auch, wo du das ansprichst, der aktuelle Innenminister, der jetzt im Amt ist, ach, wie heißt der noch? Ich komme auf den Namen nicht. Der Salvini. Salvini, genau. Der hat doch auch sehr interessante Reden im EU-Parlament gehalten oder zumindest vor EU-Ausschuss und so weiter. Wo er wirklich mal gesagt hat, so, da hat halt Klartext gesprochen. Er hat gesagt, ihr habt doch nur Angst, dass ihr nicht mehr mit euren Medien, mit euren Fernsehmagazinen, Radioshows oder was auch immer die Gehirne der Menschen manipulieren könnt und dass ihr euch nicht mehr glauben, den Quatsch, den ihr erzählt. So, ihr habt die Meinungshoheit verloren und davor habt ihr Angst, dass die Leute jetzt aufwachen. Und so sagt er, hat er das ungefähr gesagt im Parlament. Ich kann mal raussuchen, ich hab's auf dem Handy, ich müsste das einmal gucken, ob ich einen Link finde, aber sehr interessant. Also, dass solche Sachen jetzt auch wirklich bewusst ausgesprochen werden da. Vor solchen Stellen. Also rennt in die Zeit davon, weil jedes Mal, wenn wir kurz vor dem Erwachen waren, haben sie uns mit dem Weltkrieg serviert. Ja, das stimmt. Das habe ich auch auf dem Hinterkopf. Ja. Also ja, die Dinge können ganz schnell gehen, ja. Und ja, wie gesagt, eine Prognose von meinem Freund sagt er, ohne Schmerz wird es wohl nicht gehen. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Es aber beginnt in einem schönen Spätsommertag, so wird gesagt. Ja, wir werden sehen. Ja, Mensch, da müssen wir gleich nächste Woche dann dran anknüpfen, eigentlich an dem Gespräch. Vielleicht gibt es dann auch schon Neuigkeiten zu den ganzen Themen, aber boah, wir sind schon wieder deutlich über Zeit, Herr. Lass uns langsam mal so zum Ende kommen. Von meiner Seite aus, aber danke an dich, Milo, dass du heute Abend dir die Zeit genommen hast für uns. Danke an euch, John. Super, vielen, vielen Dank. Ja, war mir echt wieder wirklich eine Freude auch, also auch von Mensch zu Mensch, weißt du, mit dir zu plaudern, von dir zu hören und überhaupt, dass es dir gut geht, weißt du, dass du ein abenteuerliches Leben hast, dass du im Flow bist, dass Dinge passieren, das freut mich einfach, ja. Ja. Weil darum geht's auch im Leben, weißt du, das ist, wenn Leute echte Geschichten zu erzählen haben, die ihnen passieren und so weiter, also auch das ist ja wichtig heute, nicht nur die Boxsager, sondern wirklich deine Erlebnisse, dein Flow und dein Beitrag hier. Vielen Dank auch im Namen von Radio Emergency, dass du heute Abend bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Das war mir echt eine Ehre und eine Wohltat. Ne? Das war ein schöner Flow, schönes Gespräch. Ich freue mich. Ich bin endlich zufrieden. Vielleicht nochmal an die Leute da draußen, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit Milo, dann wie kann man das machen? Wir hatten ja vorher schon eine Webseite erwähnt auch. Ja, ich werde E-Mail und alles einrichten und dann bei YouTube gibt es dann in den Comments gibt es dann Linklisten. Okay, cool. Ja, oder ihr kommt einfach zum Assecamp. Die Anmeldungsmöglichkeit, wie gesagt, besteht jetzt. Wer Bock hat, vorbeizukommen, Wolfenbüttel in der ersten Woche im September.
kann man sich anmelden jetzt. Großartig, da kann man Mirko, dass du es noch einstreust jetzt. Ja, ja, klar. Super, ja. Der Milo, ja, Milo ist ja auch dabei, ne? So wie ich mitgekriegt habe. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei, Frank sowieso. Ja, cool. Ja, ja. Und dann kann man sich nochmal wirklich von Mensch zu Mensch unterhalten. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir schön Kreis bilden. Richtig. Vielleicht können wir auch mal tönen. Ja, auch gut. Die Gitarre würde gehen. Also eine Zita ist ja ein Bockinstrument. Bringen wir die Asse zum Leuchten. Ja. Ich strahle doch sowieso immer wegen dem unterirdischen Material. Gemeinsam strahlen, das ist wichtig. Das brauchen wir alle. Vielleicht kann er dein Hacker-Kumpel irgendwie auch noch dafür sorgen, dass wir gutes Wetter haben. Ja, schade, dass das ja nicht geklappt hat mit dem Marco. Ne? Aber das, denke ich, holen wir mal zeitnah nach. Ja, auf jeden Fall. Er ist ein sehr interessanter Typ und eine sehr interessante Sichtweise. Und er kann alles belegen, wovon er spricht. Da bin ich gespannt. Ja. Sehr gerne. Okay, ja, ist sehr schade, dass wir heute nicht mehr sprechen konnten. Ich hatte mich ja auch schon drauf gefreut, wegen dem Vorgespräch. Habe ich ja schon so ein bisschen mitgekriegt, was der Marco so zu erzählen gehabt hätte. Aber das kann man bestimmt dann nochmal nachholen und dann auch den gebürtigen Raum dazu geben. Also das ist dann auch, dass wir ausgiebig darüber sprechen können, was da alles abgeht. Den brauchen wir bestimmt auch, genau. Ja. Du sagst es. Sehr gerne. Ich sage euch Bescheid. Ja, also nicht aufgeschoben, ist aufgehoben oder so ähnlich. Ja. Ihr wisst schon. Und was zerre ich hier dann ans iPad, kein Problem. Ja, aufgeschoben ist fast aufgehoben. Ja, so ungefähr. Ist nur ein Sprichwort. Ja. Ja, auf jeden Fall mein Dank auch an alle Hörer da draußen, so dass ihr heute wieder lange bei uns dabei wart in unserer Mittwochs-Talk-Runde auf Radio Emergency. Wäre auch cool, wenn ihr morgen mit uns zusammen die Nacht der Nächte feiert. Die kürzeste Nacht im Jahr. Wintersonnenwende, Live-Sendung auf Radio Emergency. Und würden uns auch freuen, wenn ihr da mal reinklickt. Und überhaupt, schaut in den Sendeplan, buntes Programm auf Radio Emergency. Nächste Woche Wochenschau, weiß ich gar nicht, schaut einfach rein. Aber Wochenschau wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Vielleicht nicht jede Woche, aber wir bleiben da dran. Ja, so long. Dankeschön von mir. Ich werde heute auch draußen schlafen. Gute Nacht. Ja, dann süße Träume. Ja, schönen Abend heute auf jeden Fall gehabt. Ich werde gleich wieder nach draußen gehen und unterm Sternenhimmel schlafen. Und wir hören uns demnächst sicherlich wieder. Bis dahin euch noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.